Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid in Maras Rechnerwerkstatt. Wir bauen heute zwei komplett neue Rechner von Grund auf. Wie ihr wisst, ihr kennt mich natürlich, ich habe schon ein paar von den Boliden zusammengezimmert. Ich zeige den beiden heute mal, wie das geht. Und deswegen heute wissbegierig und lernfreudig. Mara, hallo, schön, dass du da bist. Hey, danke schön. Ich bin sehr gespannt. Ich werde heute zahlreiche Fragen an unseren Experten stellen. Hier FDP Systemadmin Will haben wir uns hier eingeladen. Und wir sind ganz gespannt, ob wir am Ende hier zwei schöne PCs rausbekommen. Also danke auch nochmal an Be Quiet an der Stelle, die uns hier einige Komponenten zugestellt haben, die heute eingebaut werden. Ja, vielen, vielen Dank. Ihr seht es hier hinten schon auf dem Tisch, was wir hier alles an Schätze bekommen haben. All das wird noch ausgepackt und eingebaut werden. Und weil wir hier in der Firma jemanden haben, der so ein bisschen Mäuschen spielen wollte, um mal so ein bisschen sich anzugucken, wie das so funktioniert mit der Technik, ist heute auch René mit dabei. Als Praktikant. Ich bin sehr wissbegierig, was Technik angeht und lerne gerne dazu. Du, ich glaube am besten, du saugst einfach auf so ein bisschen, schaust dir das so an. Wenn du Fragen hast, gerne einfach direkt stellen, können wir alles dir erklären. Ich glaube, wir können das auch einfach und anfängerfreundlich erklären. Und auch falls ihr im Chat Fragen habt, überhaupt kein Problem, wie man so einen, so einen Kasten zusammenmontiert zu Hause. Ja. Und ich freue mich. Kasten, du. Das wird ein wilder Kasten. Ich glaube, wir haben hier feinste Ware auch dabei, oder? Was würdest du sagen, René? Ja, ihr habt das... Was würdest du zu unserer feinen Ware hier sagen? Also als Praktikant habe ich nicht die Expertise wie den Florentin Will natürlich, aber ich würde sagen, dass sie hier schon die obere Schicht des High-Ends kratzt. Was wäre die feinste Ware von diesen Sachen? Die feinsten Waren sind natürlich hier die Grafikkarten, die steht da nämlich leider ein bisschen vor. Man vorne kann sie auch das ist die Grafikkarte, genau. Das ist ganz fein. Sind die Grafikkarte. Gut. Das ist eine 3080. Ey, finde ich toll, dass du das direkt erkannt hast. Ja, steht drauf. 3080 Ti ist das. Was heißt Ti? Das finde ich super. Was heißt Ti? Das ist die aufgebaute Variante. Genau, das ist die International Grafikkarte. Titan, oder was? Nein. Genau, aber ich sage immer, ein guter Rechner ist wie ein guter Freundeskreis. Man muss nicht nur die richtigen Leute haben, sondern man muss sie auch richtig einbauen. Stück für Stück erweitert sich das Ganze und es muss so ein bisschen am Ende wie ein Baum zusammenhängen, wo alles am richtigen Ort sitzt, sonst wächst das Ganze nicht. Ja. Das ist ganz wichtig und wir führen euch heute so ein bisschen Stück für Stück durch. Wir sind ja auch ausgestattet. Ihr könnt ja also heute so mal richtig mitgehen, um euch wirklich mal anzugucken, was passiert da eigentlich in so einem Rechner. Was passiert bei euch gerade zu Hause, wenn ihr diese Bilder hier gerade seht, wenn die da mit Blitzgeschwindigkeit bei euch durch die Datenleitung donnern? Und dann gucken wir das heute mal an und vielleicht lernt ihr auch noch was. Ihr könnt ein bisschen Mäuschen spielen im Gehäuse, quasi das Mäuschen im Gehäuschen seid ihr heute im Chat und könnt ein bisschen Tipps geben. Ich hoffe, ihr habt mal wieder keinen Hustenanfall, aber es sollte gehen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich brauche auf jeden Fall dringend einen neuen Rechner. Deswegen bin ich sehr, sehr froh. Ich glaube, Be Quiet hat auch meine Streams mitverfolgt und hat die technischen Miseren hier und da gesehen, die ich hatte. Deswegen haben sie gesagt, das funktioniert nicht. Der ist erstens viel zu laut. Das geht mal gar nicht. Be Quiet, der Name sagt es schon, stellt natürlich viele Komponenten her, die das Ganze sehr leise machen. Also zum Beispiel jetzt hier bei dem Gehäuse haben wir schon eine schalldämmende Matte unten. Das Ganze ist dann alles sehr leise. Und das Ganze ist, glaube ich, am Ende im Flüsterton unterwegs. Ja. Hier sieht man es schon. Wow. Ganz, und auch ansonsten die Komponenten, die wir haben, die Wasserkühlung und das Netzteil, alles wahnsinnig leise. Das werden wir dann Stück für Stück erklären, wenn wir dazu kommen. Wir leise und effizient. Euch auch nicht überfordern, sondern Stück für Stück. Und das ist natürlich auch wichtig, damit man seine Ruhe hat und nicht alle die Mitbewohner nervt, wenn da die Rumpelrübe wieder am Knattern ist, sag ich mal. Wenn es nur die Rumpelrübe ist. Ich werde die Gehäuse erstmal runterstellen. Als Praktikant würde ich das vorschlagen. Und ihr fangt mit dem Mainboard an. Und pack da schon mal die Komponenten drauf, weil dann müsst ihr später nicht hier in dem engen Raum halt rumfummeln. Genau, das ist wichtig. Man braucht einen guten Plan, dass das alles dann wirklich funktioniert. Man macht oft den Fehler, man baut irgendwas ein und dann muss man darunter noch irgendwie dann so ein Larry einbauen. Das klappt dann nicht. Deswegen würde ich auch vorschlagen, lass uns das Gehäuse erstmal runternehmen. Ja, dann habt ihr schon mal ein Gefühl, was es wiegt. Da kommt natürlich noch die Glasscheibe dazu, plus die Dämmung und dann später noch die anderen 30 Kilo. Genau, das dann lass uns jetzt aber erstmal mit dem Mainboard anfangen. Das ist sozusagen das Herz des Rechners, das ist der Körper. Der Körper. Genau, der Kadaver. Und da steckst du dann die Organe rein, so gesehen. Ah, ich dachte... Damit es am Ende funktioniert. Okay, alles klar. Das Mainboard ist der Kadaver des Rechners, in dem dann Haut. Alle anderen drinstecken. Das ist die Haut. Genau, das ist die Haut. Die schützt den Okay. Alles klar, gut. Wir fangen hier Stück für Stück an. Dann nehmen wir das mal runter. Ist das schwer? Weil dann würde ich René vielleicht den Vorzug lassen. Noch geht's. Ja, komm, wir stellen es einfach mal zur Seite. Okay, so. Das vergessen wir hier auf keinen Fall. Und... Das ist der Tisch. Wichtig genau, ist nicht stabiler Tisch. Hier steht. Das ist irgendwie ein altes Relikt von Simon. Das sind geheime Cheatcodes von Simon, die er hier aufgeschrieben hat. Ich wollte es jetzt nicht abreißen, aber es sieht auch nicht nach Passwörtern aus. Deswegen.
Und es sieht auch schon sehr alt aus, deswegen habe ich gedacht, lass mir jetzt einfach so, ich händige hier dir dein Werkzeug aus. Genau, das ist unser treuer Begleiter auf dieser Reise heute. Das ist ein sogenannter Schraubenzieher. Der ist ganz wichtig, damit kann man die verschiedenen Komponenten zusammenschrauben, damit die nicht rausfallen. Das ist ganz schlimm. Wenn ihr das auch schon mal gesehen habt, weiß ja nicht, ob das jeder kennt. So. Das kennt man vielleicht, man ist in einem knallharten Multiplayer-Game, Battlefield, Bad Company 2, da geht es richtig Action her und zack, fällt der Computer auseinander. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wird das alles fest verschraubt, damit das auch zusammenhält. So, im Chat sind sie richtig erstaunt, dass wir jetzt hier quasi schon ein Werkzeug vorgestellt haben. Die haben das noch nie gesehen, glaube ich. Ja. Gut. Genau. Ihr seid sehr natürlich gut. Auch geerdet und steht auf einer Gummimatte. Ganz genau. Wichtig natürlich. Habt ihr euch Heizkörper angefasst? Ne? Absolut. Wir haben uns geerdet. Keine Höhenfluge heute. Schraubendreher ist es offenbar. Also da haben wir schon den ersten. So, wir fangen an mit dem Mainboard. Das ist natürlich ganz klar, wir anfangen damit mit diesem Mainboard hier. Der CPU auch genannt. Nee, das ist es nicht. Das ist nur Mainboard. Nein, das hier ist es. Nee, ist schon richtig, ist richtig. Das. Ist richtig? Ist doch richtig. Doch, ich dachte, siehst du doch, Mensch, René, guck mal. Mensch, da musst du aber ein bisschen genauer hingucken. Nee, der crackt uns hier wieder. Ihr habt da vorne noch eine schöne Klappe, ne? So wie die alten Spieleboxen. Da kann man schon mal richtig reingucken, Moment. Ja, wenn man im Shopping-Rausch ist, ne? Oh, da kann man richtig mal schon mal reingucken. Also für alle, die ja mal so sich vorstellen, wie hier so ein Mainboard funktioniert, da seht ihr schon, da wird einiges angesteckt. Ja, wie wir schon gehört haben, das ist so der Kadaver oder der Kopf, an dem dann alles anfängt. Deswegen ist es immer ratsam, damit anzufangen. Wir können es schon mal direkt auspacken. Tja. Oh ja, hier wird einiges maingeboardet. Ja, Müll könnt ihr hier. So. Ich nehme die Kartons entgegen. Guckt euch das mal an, wie ein Uhrwerk. Das ist natürlich hier auch, Dankeschön, schön verziert und alles. Mara, wie wichtig ist dir, dass so ein Rechner auch gut aussieht, dass der auch was hermacht? So das ist mir völlig egal, denn den sieht man bei mir nicht. Okay, mir ist das sehr, sehr wichtig. Also ich lege da auch hohen Wert auf Ästhetik. Mhm. Und das sieht ja auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und da sieht man, wie komplex das ist. Ne? Also das ist kein Kindergarten. Ein Schlüsselanhänger. Guck mal, das ist mir wichtig. Da weiß man, die haben sich Mühe gegeben, wenn da direkt mal so ein Schlüssel. Oder gehört das zum PC? Nee, das ist ein Schlüssel. Nee, das ist, glaube ich, Merch einfach. Falls du dich während des Tages fragst, soll ich jetzt laut sein oder eher nicht, dann kannst du da irgendwie. Hast du gar ein Keycap dabei? So, ja, hier sind auch nämlich. Für den ultimativen. Oh, wow, auf die Taste kann man einbauen. Wenn man darauf drückt, dann gibt es einen ultimativen Boost. Das sind ja hier schon wieder 100 und hier haben wir hier Einzelteile, so eins. Bestandteile. Ihr braucht nicht alles und von den Tüten. Und hier haben wir auch noch so eins. Und von denen hier zwei. Nur, dass ihr das schon mal gesehen habt. Genau, die Schrauben bitte nicht verlieren, die kleinen. So, und jetzt, die nächsten zwei Stunden, würden wir uns mal hier kurz den Quick Installation Guide durchlesen wollen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das auch durchliest, dass man die AGB liest. Dankeschön. Komplett. Hier ist auch noch eine CD mit dabei, mit den neuesten Hits, damit man auch die passende Musik natürlich dazu hat. Wer hat mal den hier studiert? Ich würde es drinnen lassen. Okay, wir lassen es jetzt drin. Aber guck mal, ob es festgebunden ist mit Schrauben, mit Kabelbindern zum Beispiel. Oder ob du es so rausnehmen kannst. Nee, das ist mit Kabelbindern hier festgemacht, ganz professionell, so wie es sich gehört. Hier unten und das ist jetzt. Wo ist denn oben und unten? So? Oben ist das. Das ist jetzt schräg. Aber ja, das gut, es kommt darauf an, wie man es am Ende einbaut. Ist das, ne? Also das ist. Naja, also am Ende hängt es so im Rechner drin. Ach so. Ach, muss ich dann das jetzt auch so? Nee, wir bestücken dieses schöne Stück Metall mit Leiter, Platinen und hast du hier mit den alles Mögliche. Das machen wir gleich raus. Okay. Ja. Ich brauche dann halt noch einen. Ja, ich muss einen Seitenschneider holen. Oha. Das müssen wir natürlich schön rauskriegen. Aber jetzt könnt ihr gerne den CPU reindrücken. Ja. Und würde ich sagen, machst du mal zuerst, oder? Genau, also CPU ist so ein bisschen die Halsschlagader des Rechners, könnte man sagen. Also das, wo sozusagen die Power herkommt, wo die ganze Rechenleistung herkommt, damit das auch alles funktioniert. Und den bauen wir jetzt in das Mainboard ein. Genau, der wird da in den Sockel reingelegt. Und da müsst ihr aufpassen, weil wenn der euch da reinfällt, dann können wir jetzt das beenden für eine Hälfte. Weil das können wir nicht reparieren. Also es gibt schon viele... viele Möglichkeiten, das hier zu versauen. CPU ist aber eine neue Komponente, das ist korrekt, oder? Ja. Das ist natürlich eine neue Komponente. Das ist klar. Das war die Grafikkarte. Das ist DDR5. Es ist nicht beschriftet. Das ist in einer sehr kleinen
ungewöhnlichen Unwahrheiten. Ich glaube, ja. Hier haben wir es. Guck mal, das ist hier dieses, ganz wichtig, das ist hier in so einem Safe Shield. Ich habe es sofort gesehen. Static Shield direkt Box. Blau, das muss es sein. Ja. Hier ist CPU drin. Ganz wichtig, ja, sehr, wofür sehr. Wofür steht zugedeckt? CPU? Computer. So, da sehen wir es schon. Das ist ganz wertvoll. Ach, wie ist eine kleine Uhr? Ja, gleich werden die Leute getriggert. Mara hat es schon komplett in den Händen. Ihr habt natürlich... Mara, das ist natürlich ein Anfängerfehler. Du darfst nichts erstmal hier komplett in die Patschehändchen nehmen. Hier. Das kannst du ja nicht machen. Das ist doch wirklich feinste Elektromechanik. Da kann da ein kleines, da irgendwie seine Spanthände, da kann auch dann teilweise irgendwie die Strom falsch fließen. Also ich bitte dich, das ist ja... ja, da musst du wirklich aufpassen. Wie fasse ich es denn an? Gar nicht. So mit zwei Fingern, links, rechts... Genau. Aber ihr müsst erst das Mainboard vorbereiten, weil so, wie ihr jetzt seht, da ist ja noch eine Kappe davor. Ja, hier, das hier? Genau. Hier. Ja, aber das wird nicht abgezogen. Das ist extra da, damit da nichts reinfällt. Da ist ein Hebel rechts unten. Den kann man so ziehen, zu sich hinziehen und dann öffnet sich der Mechanismus. Moment, du meinst der, wo hier so ein kleiner Pfeil ist? Genau. Also das hier, diese Nubi hier. Das ziehe ich ja schon. Also zu dir hinziehen, so runterdrücken und zu dir... Das ist ja wie eine Mäusefalle, pass auf. Sehr gut. Okay. So hoch. Dann kannst du den Sockel aufklappen. Genau. Und da kommt das Herzstück rein. Und da bitte ich euch. Ja, das ist ich krieg das nicht auf. Ein bisschen runterdrücken und zu dir runter. Hinziehen. Ja. Und pass auf, das schnappst du. Okay, wow. Jetzt kannst du aufklappen. Und jetzt kann man es. Rechts, von rechts nach links? Aufklappen. Genau. Und da kommt jetzt der CPU rein. Das ist hier quasi Operation am offenen Herzen. Ja. Also wenn da jetzt ein Fehler passiert, dann ist alles aus. Genau, die ganzen kleinen Kontaktpins sind da drin. Und wenn da was reinfällt oder was verbiegt, wie du siehst, ist es winzig. Wir kriegen es nicht mehr repariert. Das Ding ist dann für die Tonne. Wow, okay. Okay. Und das wird jetzt... Das wird reingelegt, ja. Wie gesagt, nicht fallen lassen, bitte. Also da gibt sieht es hier, auch dementsprechend hat das hier selber ganz viele kleine Teile, die da richtig drauf abgestimmt werden. Warte mal, wie rum? Genau, es geht nur eine Richtung. Musst du mal gucken, wie die... Ich glaube, wo ist denn da? Irgendwo ist da ein kleiner Pfeil drauf. Also wenn du umdrehst, das ist die Rückseite, das ist vorne. Irgendwo müsste eine kleine Markierung sein. Und ja, hier links unten. Genau, und auf dem Mainboard müsste auch eine kleine Markierung sein. Und das müsste hier oben zu Markierung einfach reinlegen. Was? Wenn du die Klappe zumachst, hast du hier auch wieder eine Markierung an einer Ecke. Und dann, glaube ich, müsste es... so gehen. Und dann einfach drauflegen. Genau. Der liegt dann da auch schön drin und rastet so ein bisschen. Also er rastet nicht richtig ein, aber... Will ich doch mal einmal vergleichen. Genau. Genau die Ecke und die Ecke hier oben, ja. Warum ist der jetzt so klein? Wieso die so klein sind? Ja, also der CPU ist ja super wichtig. Warum ist der dann trotzdem so klein? Das hat sich so eingebürgert. Also die waren eigentlich nie größer. Die waren eigentlich mal größer und dann sind die durch die Evolution kleiner geworden. Also am Anfang waren die Dinger so groß wie eine Dreizimmerwohnung. Also die kompletten Schränke, um Rechner darzustellen. Aber die haben sich so eingebürgert, die CPUs. Also die waren mal noch kleiner, aber mittlerweile sind sie wieder größer geworden. Ja. Und es gibt noch größere, also in dem Serverbereich, Workstation-Bereich. Okay. Sind da schon richtige Klopper. Aber die sind schon, ich habe unten sogar noch ältere aus der 7er Generation und da ist schon ein bisschen weniger, die sind schon größer geworden. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass so ein wichtiges, zentrales Teil dann auch eine Größe hat, aber anscheinend... Da passt alles rein, die moderne Technik. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zuklappen. Korrekt. Moment, aber ist da gut Spannung drauf, oder wie? Ja. Da muss man da richtig zudrücken. Boah, das halt betraue ich mich nicht. Ich habe es gerade gemacht, ich glaube, es ist kaputt. Ja, die Klappe springt dann runter, das ist schon richtig. Jetzt kannst du die abziehen, die Klappe. Die müsste dann nur locker drauf sein. Genau, wenn es einmal klack macht. Ah, okay, die Klappe. Jetzt hast du den da richtig rein? Ja, mach mal gucken. Boah, aber das soll schon ein bisschen strenger haben. Das hier soll auch ab? Nee, das soll nicht ab. Aber das muss schon da drunter und dann müsste es einfach nur... Okay, aber das soll schon eine gewisse Strenge haben. Ich mach das jetzt nicht kaputt. Ja, das sieht schon ganz gut aus, glaube ich. Okay. Soll ich das hier so runterdrücken? Ich will hier nichts kaputt machen. Ja. Ich habe das jetzt nochmal darunter gemacht. So sieht das Ganze dann aus. Ja, das sieht richtig aus. Kannst einfach runterdrücken. Jetzt kräftig. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich wirklich falsch an. Weil man hat es hier mit so feinen kleinen Pins zu tun und dann drückst du da drauf. Wahnsinn. Ja, das sieht richtig aus. So, jetzt machen wir erstmal Pause, oder?
Das war jetzt schon eine Menge. Oh, erstmal was trinken. Gut. Wir sehen uns gleich mal auf den Countdown. Oh, alles klar, okay. Das heißt, wir haben jetzt Kadaver plus Gehirn. Ja, das Herz, würde ich sagen. Okay, Kadaver plus Herz, alles klar. Finde ich gut. Mit Gehirn. Es ist halt ein Mix, wir haben halt nicht so ungefähr... Ich wüsste nicht, was das Gehirn wäre, vielleicht auch das Netzteil so ein bisschen, was die ganzen Sachen dann halt sagt, jetzt bewegt euch mal, und mal so diese Impulse gibt, weil ohne das Netzteil passiert nichts. Und unser Gehirn wird ja auch nicht viel passieren. Der Chat sagt, da muss eine Paste hin. Ja, das kommt ja noch. Der Chat ist schon wieder 3 Schritte weiter gerade. Die Paste kommt erst, wenn wir das einbauen und dann halt... ganz langsam. Den Lüfter einbauen. Genau, ihr könnt jetzt die RAM-Teile rein. Genau, jetzt kommen die RAM, das ist der sogenannte Arbeitsspeicher, wo sozusagen alles zwischengespeichert wird, was man nicht braucht, wie so ein Rucksack, wo alles drin ist, was man so braucht in der nächsten Zeit. Und je größer der ist, desto mehr kann man machen. Ja, und der ist auch sehr dumm, der vergisst. Der vergisst das alles wieder, genau. Das ist nämlich... So, RAM, das sieht so ungefähr so aus, kann man sich so vorstellen. Das ist jetzt hier in diesem Fall der DDR5. Das ist eigentlich einer der aktuellsten, neuesten Arbeitsspeicher mit. Wie viel Kapazität haben wir hier? Ja, Z5. G-Skill und... und RGB. Genau, das ist ein Z5er. Das heißt, der hat jetzt sowas, also jetzt ganz, ganz profan ausgedrückt, in Gigabyte sind das, ja, sagen wir mal so... 16 mal 2. 16 mal, genau. Und das sind? Das sind Punkt vor Strich. Ja, ist eine Menge. Also da kann man, ich würde mal sagen, Call of Duty ist machbar. Ich würde sagen, DDR5 ist heftig. So, das reicht mir als Aussage. Das ist, glaube ich, gut. Ja, wir sind hier auf dem neuesten Stand gerade. DDR4 ist ja gerade am Aussterben, also... Jetzt gibt es schon die neue Generation. Ja, DDR gab es ganz früher und dann. Genau, die ist auch am Aussterben gewesen. DDR4 ist es jetzt. Und jetzt sind wir bei 5 angekommen. Jetzt sind wir bei 5 angekommen. Jetzt wird es aber endlich mal. DDR, jetzt, BRD, jetzt kriegen wir das hin. DDR2. Das sind wahrscheinlich so die klassischen Informatiker-Gangs, die wir jetzt rausfinden nach 20 Jahren einfach. So, hier einfach die Hülle aufmachen, überhaupt kein Problem. Einfach vorsichtig raus. RAM hält auch ein bisschen was aus, ne? Also das ist jetzt hier keine so eine. Wie CPU, das kannst du auch mal durch die Wohnung werfen oder so, das ist kein Problem, das hält einiges aus. Und das sind jetzt, wie gesagt, 2 Stück, 2 mal 16 GB. Warum nicht 1 mal 32? Weil das im Dual-Channel betrieben wird. Genau, weil es im Dual-Channel betrieben wird. Das ist ganz wichtig, das ist die beste Art, das zu machen. Wie nennen Orks ihr RAM? Grond. Richtig. Ja, langsam komme ich ran. Langsam verstehe ich es. Genau, ich gucke gerade im Handbuch. Um auch Dual-Channel betreiben zu können, muss man die richtigen Bänke benutzen. Die richtigen was? Die richtigen RAM-Bänke. Das ist natürlich das, was du mir gleich hättest zeigen wollen, bestimmt. Ich frage ja einfach, damit du es auch mal selber sagst. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob bei Intel das genauso ist wie bei AMD. Weil dann ist es nämlich, ich weiß gar nicht, wie die hier beschriftet sind, steht es drauf. Auf jeden Fall der zweite und der letzte. Das ist so bei AMD der Dual-Channel. Genau, wir haben hier diese 4 Slots auf jeden Fall. Also bis zu 4 von diesen Slices könnte man hier reinpressen. Und wir haben uns hier für 2 entschieden. Und das sind jetzt auf Position 2 und 4. Genau, ich denke, das ist hier. Was ist das? Das ist einfach nur ein... Das ist ein Aufkleber, den hat man früher sich ans Gehäuse geklebt, aber ich glaube... Und von wo zähle ich? Ich zähle von unten, oder? Du fängst von, also das ist 1. Das ist 1, okay. 4, genau. Gut. Also die 2er-Reihe? Kommt CPU weg, genau. Und in welcher, so dass ich wahrscheinlich G-Skill lesen kann, genau, oder? Du kannst ihn nur richtig reindrücken. Unten ist nämlich so eine Nut. Und ihr müsst aber die Klappen noch rechts und links aufmachen vom Sockel. Genau. Guck mal, das ist so kleine. Ja hier wie so eine Raumstation, das ist ja fantastisch. Aufmachen? Rausziehen oder was? Einfach draufdrücken, dann gehen die so runter. Gibt es eigentlich ein Videospiel, wo man sich in so einem Computer bewegt, da so rumläuft, ganz klein? Es gibt PC-Build-Simulator. Stark. Und dann gibt es noch PC-Shop-Simulator. Da hast du einen Shop und baust PCs für Leute zusammen. Und dann kommen Leute zu dir hin und sagen, mein Netzteil geht nicht mehr, ich brauche ein neues. Und dann bestellst du eins und baust. Ich habe da leider sehr viele Stunden in dem Spiel. Ich krieg's aber noch nicht ganz zu. Genau, am besten du legst es rein und dann fängst du an einer Ecke anzudrücken. Ja, und ach so, muss es dann noch wirklich in dem, genau, nicht irgendwie quer. Oh, ja, das war schon gut. Und jetzt die andere Seite. Oh, ich habe Angst, wenn's...
Es hat sich gut angehört. Ach, guck mal, das rastet dann auch sofort ein hier an der Seite. Okay. Ist es richtig rum? Ja, wenn du es so reindrücken kannst, ist es schon richtig rum, glaube ich. Hier haben wir dabei. Das ist hier eine ganz feine Handarbeit. Natürlich, da trifft Präzision, Kraft. Das ist immer die beiden Achsen, die man hier braucht. Und jetzt in 2 und 4. Okay. 2 und 4? Ja. Achso, dann mache ich erstmal hier nochmal auf. Das weiß ich jetzt. So. So, wunderbar. Jetzt haben wir RAM. Zack. 32 GB RAM. Kann ich damit Warcraft 3 spielen, meinst du? Ja, gerade okay. So Tycoon? Das ist doch gut. Auch, ja. Sind so verschwendet an uns diese Rechner einfach. Nee, diese Tycoon wie Planet Coaster oder sowas. Also wenn du da richtig übertreibst mit den Sachen, dann können die auch mal 128 GB voll machen, die Games. Ui. Aber dann musst du das Game auch schon richtig killen. Also mit richtig viel, richtig viel Quatsch. So, das war jetzt RAM, das war der Arbeitsspeicher, aber wir brauchen natürlich auch noch den... Kann Maras Tischcam noch etwas umgestellt werden? Was stimmt da nicht? Den klassischen Arbeitsspeicher. Mal gucken, wir sehen das in der Vorschau. Ja. Guck mal, du bist ein bisschen weiter raus. Ich kann die Kamera auch ein bisschen zu dir hindrehen. So, guck mal. Ah, perfekt. Na? So, das war jetzt der Arbeitsspeicher. Jetzt brauchen wir aber natürlich auch noch den klassischen Speicher, die Festplatten. Die kommen jetzt als nächstes. Genau, die eine zumindest, weil das ist eine NVMe. Genau. Die wird nämlich direkt aufs Mainboard geschraubt. So, das ist die hier. Das ist Maras Haufen. Du hast auch noch zwei. Ach so, wir haben zwei. Ach so, okay. So, und das ist jetzt eine sogenannte Solid-State-Drive-Festplatte. Das heißt, die ist richtig solide. Die kriegt nichts kaputt. Und das wollen wir. Ja? Dass die richtig viel aushalten. Und das sind, glaube ich, beides NVMe-SSDs. Also die gehören beide jetzt aufs Mainboard. Ja, das heißt, dass sie erstmal viel aushalten. Also wenn dann das FBI deine Wohnung stürmt und gegen den Rechner tritt, dann geht da erstmal nichts kaputt. Okay. So. Was schlecht für dich ist, aber gut für die Gesetzeshüter, sag ich mal. Warum schlecht für mich? Ja, du willst ja deine Daten löschen, deine ganzen Krypto-Scams und was du da am Laufen hast und so. Was meinst du denn, wozu du den Rechner benutzt hier, wenn das fertig ist? Ja, schön hier Recon-Coin und sowas wird hier aufgesetzt. Recon! Alter, wie klein die sind! Das hier sind, das ist eine Festplatte? Moment, und wie viel Gigabyte hat die jetzt hier? 1000! Das ist ein Terabyte, Leute? Du bleibst da drin. Recon sitzt in so einer großen Kiste. Oh, hier ist eine winzige Schraube mit drin. Genau, die bitte nicht verlieren, die brauchen wir. Aber ihr habt noch drei beim Mainboard dabei. Irgendwo waren die hier. Das ist ein Terabyte? Das ist ja unfassbar. Wie viele CDs sind das? Das ist bestimmt 750 so hoch. 750 MB eine. So hoch wie Mount Everest oder irgendwie sowas. Wie viele Disketten? 3, So, und die kommen jetzt... Das aufgemacht? Ach so. Genau, die sind jetzt ein bisschen versteckt, deswegen machen wir es auch auf den Tisch, weil das jetzt ein riesen Gefummel wird. Jetzt braucht ihr euren Schraubendreher. Und hier haben sie natürlich irgendwelche abgefahrenen Schrauben benutzt. Ich weiß gar nicht, ob euer da passt. Aber ihr müsst das Bracket jetzt hier wegmachen. Da drunter kommen die nämlich. Das ist auch das. Ja, okay. Also die vier hier ab. Oder die ganzen? Ich glaube... Die zwei oben? Hier ist eine drunter und hier ist eine drunter. Aber du kannst auch das mal abbauen. Ich müsste sonst einmal gucken. Ich glaube, das Mainboard nämlich nicht. Funktioniert das mit unserem Schraubenzieher? Das ist halt die Frage. Ich glaube, ich muss noch einen anderen holen, ne? Warte, ich hole mal hier. War da keiner bei? Also das sind schon echt abgefahrene Schrauben. Ich fürchte, es ist zu groß. Ja. Ach, hier ist sogar noch ein Lüfter für den Chipsatz. Ich glaube, der passt nicht, ne? Ich glaube, ich brauche einen kleinen. Ja, ich glaube, er ist zu groß. Doch, der geht schon, man muss dann nur feinfühlig sein. Ach, also ich weiß nicht, ob es alles dieselben sind. Was? Wie hast du das denn gemacht? Einfach, du musst ganz feinfühlig mit der Spitze vorne ran. Ganz zart. Also unter dem Großen sind auch welche. Ich glaube, ich habe einen anderen. Aber wie nödelt man das denn dann raus? Ach, oder die bleiben fest, da drin. Ja. Ah, das sind sogenannte festnödelnde Schrauben. Das heißt, die können gar nicht rausfallen, sondern die lockert man nur. Dann hebt man das ganze. Und du hast ja den zarten Schraubendreher. Bracket ich habe hier die Stechwaffe. Ich glaube, mach mal lieber das große noch ab. Weil hier im Handbuch ist da unter anscheinend auch noch eine. Ja, also ich sag mal, ich mach's eh mal so, dass bevor ich dann alles wieder zusammenbaue, eh nochmal alle Schrauben durchgehe und die nochmal festziehe. Damit ich dann nichts vergesse. Das ist vielleicht ganz gut. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du baust den ganzen Rübezahl dann am Ende zusammen und dann merkst du, oh, da war noch eine Schraube locker. Und dann flackert alles und so, das ist ganz furchtbar.
Deswegen mein Tipp, lieber nochmal die Minuten investieren, einfach nochmal alle Schrauben wirklich durchgehen, nochmal festziehen und dann sitzt das Ganze auch. Kannst du mal versuchen, hier mit das zu machen? Ja, das geht auch wie eine 1. Ja gut, eine 2 vielleicht, das ist doch nicht ganz... Ja, ich nehme den hier, glaube ich. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ihr könnt wenn gerne der drücken durchdreht. Noch. Aber durchdrehen ist blöd, ja. Ja, wahrscheinlich bräuchten wir noch einen zarteren. Oder wir schrauben nach. Ich könnte noch mal zwei kleine. So, was muss ich noch? Machen. Los, alle hier? Ja. Und der mittlere Teil hier verdeckt jetzt unseren... Genau in der Mitte. Ich glaube, alle drei Teile verdecken einen Slot. Und das ist auch automatisch der Kühlkörper für die Festplatte. Die können nämlich sehr warm werden. Die Festplatte kann warm. Also es gibt manche Teile, die können warm werden, andere aber einfach nicht, oder wie? Oder kann alles potenziell erstmal heiß werden? Alles wird warm, okay. Überall, wo Strom durchfließt. Also was du damit fragen willst, ob der PC irgendwann so erhitzt, dass irgendwas mit dem passiert, oder was? Das kann passieren. Ich glaube, das kannst du unten lassen. Ach so, okay. Da war jetzt aber nichts Spannendes drunter. Hier nur so ein Würfel. Der sieht das ist ein Abstandshalter für die Festplatte. Ah. Und hier der sieht aber richtig abgefahren aus. Oh, man muss aufpassen. Man denkt, man hat die schon offen, aber ist es nicht. Der will noch nicht. Ja, hier oben der, ne? Also der ist wieder spenstig. Ah, okay. So, hier sieht man jetzt natürlich einiges. Den Abstandhalter hier zum Beispiel. Der hier. Der ist dazu gedacht, dass er Abstand hält. Mhm. Das heißt, dass sozusagen diese ganzen Brackets von oben nicht draufdrücken, weil ihr seht, das ist alles Feinmechanik hier. Das sind alles ganz feine Sachen. Wo dann euer Videogame, euer First-Person-Ego-Shooter... Fließt dann durch. Ja, das ist sozusagen das ist so eine Art Hausmeister. Der guckt sich die ganzen Festplatten an und sagt, ja, da hier Call of Duty ist auf der dritten, Minecraft, da gehen sie in Reihe 3 und so. Und der organisiert sozusagen den Datenfluss von den Festplatten. Der ist zentral. Und der da? Das ist sozusagen der Besen. Also wenn gelöscht werden muss, dann kommt der und dann biest der da durch die Festplatten, dann ist alles wieder sauber. Sollten wir jetzt schon was sehen, wo wir unsere Festplatten reinstecken können? Ja. Ach ja, hier das Ganze unten. Hier. Ah, hier, okay. Was? Oder hier oben? Ich dachte das. Also das, wo du gerade drauf zeigst, ist das WLAN. Das hat einen eingebauten WLAN-Chip. Ach so, dann doch in diese Rillen hier rein, oder? Nee, da kommt später noch was anderes rein. Dann hier unten wahrscheinlich. Ah ja, ich verstehe. Hier perfekt. Und hier nehme ich an. Okay. Was? Diese beiden hier. Und dann so. Das ist dein Terabyte jetzt, ne? Rein. Ach, sind das unterschiedliche? Ja, du hast einmal 2 und einmal 1. Ah, ich habe einmal 2000 GB und dann einmal 1000. Das ist jetzt der 1 Terabyte. Macht das einen Unterschied, wo ich den... Nee, die sind alle gleich angebunden. Aber ich würde es oben einfach machen. Das ist was ist das hier? Oben den kleinen? Oben. Ja, also ist total egal. Man orientiert sich immer in Richtung des CPUs. Genau. Oder wie? Also oben bedeutet näher am CPU als unten in dem Fall. Ja. Okay. So, jetzt natürlich die Frage, in welcher... Das hat Pins und eine kleine Nut. So, dann nehme ich mal an. Genau, das muss damit das hier unten wieder zupasst. Und dann reinschieben. Oh, wie viel Druck würdest du da sagen? Du kannst so ein bisschen links und rechts ein bisschen wackeln, dann geht er da so rein, bis Stopp ist. Okay. Und jetzt ein bisschen anheben. Siehst du genau, der ist so ein bisschen gefedert. Oh, ich habe jetzt hier einen anderen, ne? Da, wo der Zahn hier unten fehlt, kannst du dann gucken, wo das dann entsprechend da unten aussieht. Kannst du oben oder unten, ist eigentlich egal. Ah, und dann kommt hier oben die Schraube, die dabei ist. Genau, in dem Winkel, wie sie jetzt gerade steckt, so kann man sie am besten reinmachen. Also nicht direkt runterdrücken und dann reinschieben, wie Mara gerade. Weil dann federt sie nicht. Ein bisschen anwinkeln, guck mal, wie sie angewinkelt ist. Also so ein bisschen anwinkeln und dann so reinjuckeln. Ein bisschen höher. Ja, jetzt. Siehst du? Zack. Ah.
Und schon. Ja, das Juckeln hat geholfen. Da muss man jetzt nicht mehr runterdrücken. Doch, jetzt kommt der Fikrile. Also jetzt muss diese ganz kleine Schraube. Ach, wieder dabei. Also das runterdrücken, ja. Und dann da befestigen. Kleine Schraube, wo? Da, die hier in dem, ja. Genau, der war sie, ist sie, war sie mal? Ja, also bei mir ist sie hier rausgeflogen, ja. Ja, gut, dann, ja ich gut, mal, da musst du auch aufpassen, wo deine Schrauben sind. Also, ich habe da noch keine gesehen. Ja, ich bin mir nicht, also. Moment mal, wo ist sie denn? Also, die kam bei mir irgendwo rausgesprungen, aber hier ist sie. Ja, meine ist auch weggesprungen. Nee, bei der einen ist keine Beine. Wo sind denn alle? Hier sind die anderen Beine. Wie, bei der 2000er ist keine dabei? Nee, anscheinend nicht. Aha. So, also die nehme ich jetzt. Okay. Und das ist dann, was dann später so als die und die? C und so erscheint. Genau. Oder wie? Ah, okay. Das hier? Ja. Ich bin das als Mac-User, muss ich ja sagen, ja gar nicht gewohnt, dass man so mehrere Festplatten hat, wo man dann da sich entscheiden muss. Ich habe das ja alles, ich baue das ja immer zusammen bei mir. Wenn ich meinen Mac baue, ja, dann baue ich ja immer alle Festplatten, klebe ich da zusammen, so mit einem Kabel. Sehr gut. Damit das alles direkt gebunden wird. Ach du Scheiße. Das ist für mich übersichtlicher, fällt mir leichter dann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon PCIe 5.0 NVEs sind. Steht da nicht drauf, ne? So viel Spaß damit. Ach doch, 4.0 und die andere auch? Das ist doch schon merkwürdig, dass bei dem einen eine Schraube dabei war, bei dem anderen nicht. Hier, ich habe eine Schraube, habe ich gefunden. Bei dem anderen aber nicht. Also kann auch sein, dass sie wild rausgesprungen ist, einfach. 4.0. Ja, aber die sind okay. Alles gut. Die obere ist, also die 1000er ist 4.0 schon, die andere ist eine 3.0. So. Im Sinne von Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, okay. Also so, jetzt nicht nur Größe ist wichtig, sondern auch Geschwindigkeit. Ist später interessant. Ich glaube, das Spiel wurde jetzt wieder verschoben. Wow, das ist doch so schnell geschafft. Ich dachte, das wird jetzt mal eine Herausforderung für unseren System-Admin. Aber es war natürlich eine Leichtigkeit. Oh, du hast die andere. Wo ist die zweite Schraube jetzt? Ah, du hattest aber noch was. Genau, wir sind da welche dabei gewesen. Hier sind welche, hier beim sind Mainboard. Beim Mainboard. So, hier ist nämlich jetzt eine dabei. Die schwarze geht auch hier? Ja. Eins. Also, das Mainboard wusste schon, dass bei einer der Festplatten die Schraube fehlt. Die sind immer dabei, ja. Weil eigentlich sind keine dabei. Und das ist dann ärgerlich, wenn man das alles mal weggeschmissen hat und sich doch dann irgendwann mal so eine kauft. Ist ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht immer eine dazulegen. Ja gut, aber bei so einem René zu Hause, da liegen doch säckchenweise von diesen Schrauben. Ja, der sammelt die. Ich habe eine Menge Schrauben, ja. Aber hier auf Arbeit. Gibt es eine zusammenfassende Komponente? Können wir am Ende machen, wenn alles drin steckt. Dann kann Florentin nochmal alles aufziehen. So. Sehr gut. Und ist auch fest? Zieh mal, versuchen hochzuziehen. Was hochziehen? Ob die auch da so. Aber die wird dann runtergedrückt vom Kühlkörper. Jetzt gucken wir auf die Rückseite von dem. Sind da Wärmeleitpads drauf? Rückseite ist. Sind da Wärmeleitpads? Ja. Muss ich das abziehen jetzt? Genau, dreh mal um, kannst du zeigen. Die Schrauben fallen ja nicht raus. Sollten nicht rausfallen. Da ist so eine Art Aufkleber drunter. Genau, das ist ein Wärmeleitpad. Jetzt wäre gut zu wissen, welche was war, aber es ist eigentlich egal. Du sollst, also da ist ein Wärmeleitpad, da musst du dann den Aufkleber abziehen. Weil sonst hast du den Aufkleber und dann ist das Wärmeleitpad, also die Wärme muss durch den Aufkleber durch zum Wärmeleitpad. So, und so hast du dann, ohne Aufkleber sind die Chips direkt auf dem Wärmeleitpad und du hast eine bessere Aufnahme. Also in Deutsch, ich ziehe es jetzt ab. Ich würde erstmal den Aufkleber abziehen, weil die Chips müssen frei liegen. Aufkleber. Weil der ist im Weg. Ach, das ist ein Aufkleber. Das hätten wir geschafft. Festplatten sind dran. Genau, bei Florentin auch das Gleiche. Den Aufkleber abziehen? Genau, weil du hast auf der mittleren, wenn du dir mal die mittlere Platte anguckst, auf der Rückseite, ja. Da ist nämlich ein Wärmeleitpad drauf. Das ist oben. Auf der Rückseite? Hier. Genau. Wärmeleit. Und hier auch abziehen? Ja, erstmal den Aufkleber von unteren. Das da. Und hier das hier auch? Nee, da ist ja keiner. Okay. Ach, das meinst du so, jetzt genau. Check ich das auch. Kann sein, dass hier noch einer drin unter ist. Ja, da brauchst du jetzt natürlich Fingernägel, ne? Das ist jetzt, da kommen die Gitarristen wieder auf ihre Kosten. Soll ich mal? Gut, das ist, aber kann man auch von oben? Ich bin ja eher so ein Knibbler, muss ich sagen. Da wird dann eher so... Geht die überhaupt auch ab, ja, ne? Weil er hat die jetzt andersrum eingebaut als ich, glaube ich.
Wie? Yes. Ach so. Ja, er meinte ja die kleine oben. Ach, das oben. Ja, oben heißt immer näher am CPU mal. Genau. Also am besten guckt man nochmal ins Handbuch, wie die ganzen M.2-Slots angebunden sind, weil es kann auch sein, bei anderen Mainboards, bei anderen Chipsätzen, dass vielleicht nur der obere mit 4.0 angebunden ist. Und wenn du dir eine 4.0 M.2 holst und sie einen 3.0-Slot packst, ja, dann das ist ein No-Go, das ist ein Red Flag. Ja, ein bisschen langsamer. Ne? Also es macht keinen Sinn, wenn du kaufst was schnell sein soll und packst es in den langsamen Slot. Deswegen sollte man am besten immer nochmal reingucken. Tja, was ist denn das? Das ist letztendlich am Aufkleber scheitert. Ja, wer hat das vorher gesehen im Chat? René redet und alle nicken nur, ja. Ja gut, das ist eher ich. Guck mal, dass du das. Ja, der ist da schon so. Da habe ich mich jetzt hier komplett reinbaldowert. Das ist natürlich schwierig. Ja, das ist jetzt kaputt. Das ist jetzt natürlich zerstört. Wie kaputt? Dann lass den Aufkleber drauf. Ich meine, normalerweise hat man da so eine Pinzette. Ich arbeite mit einer Pinzette natürlich so, das ist ja klar. Bei solchen Sachen. Warte, das ist da so ein bisschen drin. Ja, so eine Pinzette wäre wirklich gar nicht schlecht. Der ist auch nicht so ganz fest. Der juckelt hier. Ja, die festgeschraubt, ne? Der juckelt. Wie habe ich das. Jetzt hör mal auf hier zu petzen. Ja, der juckelt. Guck dir das mal an, René. Ja, ich war doch erst dabei, den Aufkleber. Ja, aber nicht, dass es dann nachher dich schmort. Früher in meiner Jugend, da hatte ich lange Fingernägel, da war ich Gitarrist. Also wenn es gar nicht abgeht, dann lass es dran. Hier ging es halt super leicht ab. Ist schon besser als vorher. Ich bin auch gut im Aufkleber abziehen. Aber jetzt... da hast du es doch gleich. Boah, Leute, das ist eine Spannung hier. Vor allem, du brauchst ja eine, die Knibbelkraft. Zieh den Kleber ab. Das ist doch... Kleber ab. So, Freunde, jetzt nicht nochmal reißen. Oh, wow, Leute. Jetzt guckt hin. Jetzt wird's klar. Jetzt wird's verrückt. Achtung. Zack. Sehr schön. Abgezogen. Der andere auch, nehme ich an. Nee, da ist kein Wärmeleitpad unter dem anderen. Ich denke mal, hier unten ist noch eins. Aber jetzt kommt ein schöner Moment, oder? Jetzt dürfen wir diese Folie hier abziehen. Genau. Oh. Oh, nein. Leute. Jetzt ist es kaputt. Guckt euch das an. Das klebt. Die da drauf gelassen. Das klebt. So, und jetzt kommt er wieder drauf. Also da muss jetzt nichts anderes mehr drunter? Nee. Genau, und jetzt liegt das Wärmeleitpad direkt auf den Chips, ohne dass du noch halt diesen, ich weiß nicht, wie viele Millimeter dieser Aufkleber ist, aber jetzt kann die Hitze direkt ins Pad rein, ohne nochmal durch den Aufkleber zu müssen. Also jetzt schraube ich wieder fest. Die Hitze von der Festplatte kommt jetzt hier oben an. Genau. Dadurch wird du willst die Hitze immer verteilen auf möglichst viele Komponenten, oder wie? Ja, das Wärmeleitpad liegt jetzt plan, also auf dem Chip drauf und kann jetzt darüber auf das Bracket hier das verteilen, das ist ja aus Alu. Okay. Und da wird die Hitze dann halt über diese... Gute Ding aus Alu! So. Einfach verteilt, damit sie dann halt... Habe ich doch hier schon. Aber ich glaube, ihr werdet da nicht... Die nicht so ausreizen, dass die überhaupt irgendwann mal... Ach du, da ich habe... Oh, pass mal auf. Ich habe eine Menge Dokumente, das kann ich dir sagen. Gut. Wenn da die ganzen Lampenbilder geöffnet werden, da kommt die in Schwitzen. Aber der oben, der macht immer Probleme. Ja, der ist... Aber den hatte ich auch eben so ewig weit rausgeschraubt wahrscheinlich. Ich musste jetzt so ganz lange wieder... Und aber meiner Erfahrung nach ist das auch nicht so wild, wenn da mal eine Schraube nicht ganz fest ist. So, das ist ja... Man greift sich da ja unter die Arme, ne? Also... Komm, ran da hier. Nee. Ein bisschen runter oder so? Also das Ganze. Ja, durch das Wärmeleitpad ist es jetzt ein bisschen klebrig geworden. Klebrig? Ja, das hat so eine gewisse kaugummiartige Struktur, so ein bisschen. Was? Passiert hier irgendwas? Der will hier nicht... Oh, dieser... Ich habe das Gefühl, wir sind hier auch zu hoch. Vielleicht doch mal die anderen lockern, dass der immer so ein bisschen mehr Raum hat zum Suchen.
Der muss sich ja auch umgucken können. Ja, der ist schon, glaube ich, an der richtigen Stelle. Ja, ich hab das Gefühl, wenn ich zu fest da drücke, dann ist nachher irgendwas kaputt. Muss mal gucken, René. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube... Das ist ja... Okay, ja. Ja, im Grunde ist das natürlich auch einerseits Feinfühligkeit, aber manchmal brauchst du auch einfach rohe Gewalt, ne? Da musst du dem auch einfach mal sagen, wer hier der Chef ist, so einer Schraube, so. Da darfst du dich auch nicht immer nach deren Willen richten, sondern sagst du auch einfach mal so, jetzt müssen die anderen wieder auf. Hm. Vielleicht bei dir auch. Vielleicht muss man erst die ganz oben. Also schöner wäre es natürlich, wenn man den Raum rausnehmen kann, dann sieht man, wo man hin will. Aber ich glaube, wir sind hier einfach... Ah, ja gut. Hier ist es so gelöst, dass sie die Schrauben gar nicht reinmachen müssen, sondern die Schraube direkt runtergeht. Das ist ja verrückt. Also diese Schraube, die wir hier an der Festplatte eingebaut hatten, die teilt sich ein Loch mit der Schraube hier oben. Das heißt, da wir jetzt da unten eine reingeschraubt haben, geht das nicht mehr. Das ist ja verrückt. Das kommt ja an mit Lochteilung nicht. Also das ist ja verrückt. Da denkt jemand mit. Ja, da hat jemand mitgedacht. Wie gesagt, das ist jeder Hersteller auch wieder anders. Ne? Hey, du setzt dich da hin. Bleib in deiner Kiste. Hinsetzen. Aber beim oberen nicht, ne? Da haben sie hier links, rechts. Das haben sie nur in der Mitte gemacht. So, und jetzt geht das hier auch rein wie Butter. Das ist ja kein Problem. War das nicht hier irgendwo? Warte mal. Genau, das ist hier. Wie rum war denn das? Boah, das ist aber auch eine Rückenarbeit, du, ne? Das ist, muss man auch mal sagen. So, hast du da auch so coole Knieschoner dann? Das ist doch da, oder? Genau, ich glaube, das sind die beiden. Ach so. Muss ich auch noch abmachen? Ach, das ist doch eins, oder? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, genau. Aber wir müssen noch einen Aufkleber abmachen. Ich habe das gar nicht gesehen. Also ihr könnt, ihr müsst nicht, aber... So, genau. Wir haben jetzt hier ein zweites Wärmeleitpad, wodurch jetzt hier nochmal... Genau, bei der sollte es leichter gehen. Du, dir ist schon klar, dass wenn du den Druck erhöhst, es nur noch schlimmer wird. Ja, gut, aber das heißt, da müssen wir auch wieder die Schraube rausdrehen. Nee. So, jetzt wird hier wieder abgezogen, die Nummer. Zack. So, und wie war das? Nee, so, nee, andersrum. Genau, ja. So, und jetzt ganz gleichmäßig. Sieht besser aus, ne? Der Sound hat Luft nach oben, ja. Das ist aber auch dem geschuldet, dass wir kein Mischpult hier haben. Es ist ein bisschen schwierig dann zu mixen. Aber ihr solltet uns alle vernünftig hören, nicht zu laut, nicht zu leise. Ah ja, okay, hier teilt man sich jetzt, okay. Okay. Oh Leute, das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh, das ist hier nochmal ein So, perfekt. Das weiß noch, hört ihr mich. Du bist noch am Schrauben, Florian. Ja, ich mach das halt sorgfältig. Mhm. Ah ja, stimmt, da gibt es hier diese coolen Schraubendreher, wo noch so magnetisch ist, ne? Das ist der, glaube ich, aber auch. Ist der auch? Also ein bisschen zumindest. Oder vielleicht hat er sich dann irgendwie... Ach, das liegt daran, weil Mara ihr Mikrofon am... Ja, eine Brusttasche hat und ich hier richtig gerade dran war, deswegen habe ich bei ihr reingesprochen und bei mir. Oder soll ich das noch ein bisschen da oben hinhängen? So, wir haben es geschafft, die Festplatten sind drin. Oder du kommst mir einfach nicht zu nahe, René. Nicht nur die Arbeitsspeicherfestplatten, sondern auch die da hier drin. Und jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt seid ihr eigentlich fertig, ja. Jetzt muss das Ganze ins Gehäuse. Super. Dafür müssen wir erstmal den Tisch aufräumen. Müssen wir das hier rausklemmen erstmal? Genau, da hole ich jetzt einen Seitenschneider kurz. Gut. Ja. Ich werde mich mal kurz muten. Ich weiß nämlich nicht, wenn ich wegbreche, ob es hier richtig Chaos gibt dann. Deswegen, ich hole einen Seitenschneider. Ihr könnt ja noch ein bisschen Fachwissen verbreiten und räumt den Tisch auf. Ich räume hier was schon auf. Also, wir haben jetzt hier. Was ist jetzt hier mit dem Ganzen? Das kannst du einfach, würde ich dir rein. Wir haben jetzt schon mal gesehen, hier den Arbeitsspeicher, 2x16 GB. Dann kam jetzt die Festplatte. Einmal 2, einmal 1 TB. SSD und CPU vom Feinsten. Ohne, ich will es euch jetzt nicht mit technischen Details nerven.
Deswegen fasse ich das einfach mal mit vom Feinsten zusammen. Und jetzt kommt natürlich der ganz wichtige Punkt. Jetzt kommt die sogenannte Hochzeit, wo du, sag ich mal, die beiden Familien miteinander vereinigst. Ja? Also du hast jetzt auf der Motherboard-Seite natürlich hier eine ganze Menge. Und jetzt kommt natürlich die Fatherboard-Seite dazu, sodass das Ganze dann natürlich zusammengefasst wird, damit es funktioniert. Und die beiden treffen sich dann an der Motherbar, oder wie? Sozusagen, genau. Und dann klappt das hier auch schon gut. Das Ganze muss jetzt eingebaut werden ins Gehäuse. Ja. Das ist natürlich jetzt schwierig, aber gut, dass wir da auf mich gehört haben und schon ein paar Teile eingebaut haben, damit das alles schön ineinander greift. Ich habe jetzt hier völlig unnötigerweise die beiden Schrauben noch aufgemacht. Also falls ihr das macht, dann gerne auch einfach wieder zuschrauben, bevor es weitergeht, damit es nicht wackelt. Ne? Also du willst am Ende... Du willst ja keine Schraubenlocke haben eigentlich. Absolut. Und am Ende kommt immer der große Schütteltest, wenn das ganze Case befüllt ist. Einmal gern dran schütteln. Juckeln. Und da darf wirklich nichts mehr klappern und klüngeln, sondern das ist alles fest verbaut. Okay. Schön leise, wie wir es mögen. Da sind die Jungs und Mädels von Be Quiet und wir uns einig. Ein Rechner muss vor allem eins sein, leise. Das stimmt. Leise. Und entspannt und ruhig. Nicht immer hier, sondern nee, komm, ganz entspannt, ganz ruhig. Und ich bin mal gespannt, wie leise das Ganze am Ende wird. Ist hier jetzt eigentlich dann der Anknopf oder was? Also macht man hier den Rechner an oder was? Ja, du musst den immer aufschrauben. Und es ist ein bisschen komplizierter, wenn man tatsächlich den Rechner starten will, dann muss man einmal ins Gehäuse. Ja, aber... Aber dafür läuft er dann auch direkt gut. Also hier hat man einmal einen An-Aus-Knopf und Reset. Also... Das ist, wenn man jetzt nur allein das Motherboard starten wollte. Ja, das ist immer so das Ding. Und da kann ich euch auch nochmal bitte zur Vorsicht aufrufen, falls ihr euch hier irgendwie ein Virus oder sowas einfangt. Ja? Also irgendwie Malware oder sonstige fehlerhafte Daten, wenn da was kaputt gegangen ist beim Kopieren, irgendwie USB-Stick rausgezogen beim Kopieren, dann ist das Ganze hier komplett besudelt. Dann müsst ihr einmal hier Reset drücken, dann wird das sozusagen alles mal rausgespült, dann wird er einmal nochmal komplett irgendwie durchgekehrt und dann könnt ihr nochmal von vorne anfangen und das Ganze neu bespielen mit neuen Daten. Ansonsten kann man sich da ganz schnell Datensalat einfangen und den kriegt man so schnell nicht mehr raus. Und deswegen mein Tipp, gerne alle 6 Monate einfach mal aufschrauben, hier Reset drücken, durchspülen und dann wieder alle Daten neu raufkopieren. So haltet ihr euren Rechner auch wirklich sauber. Das ist ganz wichtig, dass am Ende die Daten wirklich immer frisch und knackig sind. Wie wäre da jetzt so ein Virus aufgekommen? Ja, das kann natürlich verschiedene Möglichkeiten haben. Also den kann man sich ganz schnell mal einfangen auf einer LAN-Party zum Beispiel. Da kommt Hugo vorbei, bringt seine alte Rübe mit irgendwie. Da ist dann noch irgendwie hier eine Firewall aus den 60ern drauf oder so. Da hast du natürlich einiges mit angefreundet. So, dann spielt man mal schnell die Runde Age of Empires 2. Zack! Springt da die Datenmasse rüber, der Trojaner schwingt sich da rüber und dann hast du den Salat. Und das wünsche ich natürlich keinem von euch. Deswegen ganz wichtig, hier auch immer wieder mal Reset drücken, von vorne anfangen. Und das ist auch wirklich wichtig. Und so kann man auch seine Daten so ein bisschen unter Kontrolle halten, weil ich kenne das ja auch. Ne? Also man baut sich so einen Rechner, baut da die Festplatten ein, denkt da, boah, 2 Terabyte, 1 Terabyte, Wahnsinn. Am Ende sind sie dann doch immer voll, ne? Egal wie groß sie sind. Und deswegen auch einmal da ein bisschen Datenhygiene und einfach alles mal durchwischen. So, jetzt geht's weiter. René, vielen Dank, du hast uns eine Zange besorgt, damit wir hier die... Ich frag mich, wie lange du so durchkommen würdest, wenn du so einen Technikstream machst und dann einfach die ganze Zeit so... Du, wenn du Fragen hast... Jetzt, ich schneide das hier aus. Ich befreie quasi das Motherboard. Das ist the Mothering. Cut the mother free! So, die ganzen Tüten. Muss man reinpacken. So. Bitteschön. Ja. Und jetzt muss man das Ganze hier raus hubeln. Ich lasse das... Ja. Waren das alle? Vier Stück, ne? Also muss ich jetzt mal hier frei baldobern hier. Das sah gerade so aus, als wenn es noch fest wäre. Nein. So, und jetzt nehmen wir das am besten. Genau, am besten alles in die Schale da packen, weil das brauchen wir später. Das tut mir jetzt leid, mein Lieber. Ja, aber langsam wird's du sitzt im Mülleimer. Jetzt brauchen wir Platz auf dem Tisch. Jetzt kommt das Gehäuse nämlich raus. Ja. Das lege ich mal hier zur Seite. Was habt ihr jetzt hier da gemacht? Ach so. So. Deswegen meinte ich.
So, und jetzt sehen wir schon, wo das Ganze hier reinkommt. So, jetzt ist der Einzug in das Gehäuse. Ihr seht, hier sind schon einige Propeller an, die hier schon mal für ein bisschen gute Luft sorgen. Das ist wichtig. Also kommt jetzt doch erst der Einzug. Ja gut, das ist ja, sag ich mal, oft nicht die Reihenfolge, die man sich wünscht. Ne? Also das ist, da kann man ja oft keinen Einfluss drauf nehmen. Und ja, im Grunde ist es recht simpel. Ihr seht ja hier immer als Orientierung diese Schrauben. Und jetzt kommt das Mainboard, sag ich mal, hier so rein. Ne? So. So. Ja. So, ja, so, genau. Einmal so rein, damit hier noch schön viel Platz ist für die anderen Komponenten. Und jetzt ist natürlich die Frage, ganz vorsichtig. Genau. Also das Mainboard hat einen ATX-Standard. Genau. Und in dem Gehäuse ist unten links auch reingefräst oder reingestanzt, welche Schrauben wohin müssen, damit es am Ende dann passt. Das ist falsch rum. Das hier war links oben. Genau, das CPU muss immer oben. Also hoch, genau. Das ist der Deckel. Ey, Moment mal, wo sind wir jetzt? Das ist hinten, das ist oben. Nee, das ist oben. Das ist Seite vorne, also das ist Front. Ah. Das ist hinten und das andere ist unten. Aber hier sind ja jetzt auch die ganzen Stecker und so dran, ne? Genau, das ist IO-Shield. Bei einigen Mainboards muss man es doch ranklippen. Ich dachte, so kommt es. Ja, ist richtig, ja. Aber hier ist es schon dran. Normalerweise ist das Lose dabei. Ach so, deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. Ich dachte, ich wusste nicht, dass es schon dran hängt. Und das kommt jetzt hier. Oh. Genau, ein bisschen anwinkeln. Das muss ja hier rein. Ah ja. Was, anwinkeln? Ja, es wird da so reingegeben. Ah, ich verstehe. Noch ein Stück höher. Das ist höher. Also du musst höher noch. Genau, jetzt so da rein. So umkehren? Ja, jetzt ist gut. Muss das irgendwie knacken? Nee. Das muss ja nur so dran liegen. Ach so. Und jetzt sollten die Schrauben vielleicht auch passen. Hier die ganzen. Kann man noch ein bisschen herbewegen so. Bisschen juckeln. Juckeln ist so das Wort, glaube ich, was man braucht für einen PC zusammenbaut. Und hier sieht man dann die ganzen Schrauben. Ich kenne es als Nackeln. Nackeln. Aber das ist vielleicht auch verschiedene Dialekte, ne? Ich kenn's als Nackeln, ja. Da musst du ein bisschen rumnacken, gell? So, und da wird jetzt viermal reingeschraubt, oder? Wie, damit das Ganze sitzt? Ich glaube, es sind acht. Acht. Und das sind jetzt die Schrauben, die wir in unserem Mainboard-Beutel hatten. Hier sind sogar zehn. Ja, jetzt müssen wir einmal kurz innehalten und ich würde einmal den Side-Loop auspacken, ob der nämlich ein Bracket auf der Rückseite hat. Kann nämlich sein, dass... Sehr gut. Ja. Die Halterung der Wasserkühlung jetzt schon ans Mainboard befestigen müssen. Dann, ja. Das ist das absolute Highlight. Das ist der Silent Loop 2. Das ist unsere Wasserkühlung. Wasserkühlung ist natürlich ganz besonders gut im Gegensatz zu allen anderen Arten der Kühlung mit Eis, Wasserstoff, Öl oder was man da so kennt auf dem Markt. Da ist Wasser absolut überlegen, weil es natürlich gleichmäßig kühlt. Ne? Wasser kann sehr viel Wärme aufnehmen. Und das wollen wir ja. Die Wärme muss weg. Und deswegen haben wir hier einen fantastischen Wasserkühler. Das Tolle an dem ist, dass man das Wasser auch auswechseln kann. Also wenn das Wasser irgendwann mal raus ist oder ausgewechselt werden muss, dann kann man das hier auch austauschen. Schön nachfüllen. Kann man schön nachfüllen. Könnte man jetzt aber zum Beispiel auch eine schöne Zitronenlimo reinpacken. Würde jetzt keinen Unterschied machen, oder? Am Anfang nicht, nein. Aber ich würde da nichts reinmachen, was da nicht rein soll. Okay. Weil so eine Zitronenlimo hat natürlich Stückchen und ist organisch. Und wenn das so ein Wasser wäre mit so ätherischen Ölen, dass es dann noch so gut riecht? Genau, du hast da drin eine schöne Wärme dann und da fühlen sich Bakterien auch drin schön wohl und dann gibt es Algenbildung. Oh, Algenbildung? Algen. Wo kommen die Algen denn her? Die kommen dann einfach. Die sind überall. Einfach die Algen aus dem Nichts. Und dann schmoddert das drin alles zu und dann gibt es keinen Wasserfluss irgendwann mehr. Das war halt. Die Algen also lauern an jeder Ecke. Ich würde eigentlich gerne einen Anruf von dir hören, wo du sagst, ich habe sowohl Algen als auch Schmand im PC. Was die Leute dann sagen. Das wird hier langsam zum Kochstream, wenn wir dann hier schönen Algensalat haben. Genau. Ich bin wirklich gespannt, wie so eine Wasserkühlung jetzt aussieht. Ich kann mir darunter wirklich nichts vorstellen. Das sind ja All-in-One-Wasserkühlungen. Es gibt dann noch Custom-Wasserkühlungen. Das ist blöd, das aufzumachen. Hier ist alles komprimiert, ohne dass man viel frickeln muss. Man muss so... Nee, das unten.
Also dreh mal um. Vielleicht fliegt dir das alles raus. Das ist andersrum. Ah, ja, genau. Ich wollte es nur nochmal zeigen. So, hier geht die Klappe auf. Mach das auch falsch. Einfach umdrehen. Einfach umdrehen. Ja, das ist ein bisschen schwierig am Anfang. Ja, so. Oh, das ist ein richtig ruhiger Silent Loop. Genau, das ist der Radiator. Und ich weiß nicht, wie Quiet es gelöst hat, ob sie die Pumpe mit in den CPU-Block gebaut haben. Genau, die können wir zur Seite legen. Oh, wow. Ich nehme die kurz an. Ah, und hier ist das besagte Wasser dann auch tatsächlich drin. Ja. Aber das ist so ein Kühlmittel. Coolant. Ist kein richtiges Wasser, ne? Nee. Das ist so ein Fertigmix, gibt es von verschiedenen Leuten. Ja, ist... Man sagt, das ist ungefähr das gleiche, was auch in den Autos kippt wird. Ah, okay. Ah. So, es ist natürlich immer noch eine andere Zusammensetzung. Aber es ist halt ein Kühlmittel. Viele schwören auch auf destilliertes Wasser. Das ist dann aber nochmal eine andere Hausnummer. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon vorher befüllt ist. Ist da ein Handbuch bei? Ich kenne diese AIO nämlich gar nicht. Weil das wird ja noch lustig, wenn wir die befüllen müssen. Also das ist natürlich so ein bisschen das Herz des Ganzen, der Radiator. Der saugt sozusagen die ganze Wärme auf, wie eine Heizung quasi. Ne? Da wird das alles durchgeleitet, das Wasser, damit auf möglichst großer Fläche das Ganze dann gekühlt werden kann. Und ja, können wir wieder in die andere Ansicht gehen, dass man nochmal die... Bist du da? Oh, hier ist der Lump. Radiator. So, und wo kommt der jetzt hin? Hier ist hin. Der wird in den Deckel gebaut, ja. In den. Das Deckel. Das ist Front. Man will die gleiche Ausrichtung schon, ne? Ja. Aber ich kann hier nicht durchgucken, aber gut. Irgendwas, du hast da eine Klappe noch dran. Die kannst du abmachen. So, okay. Da gibt es auch noch Beilagen. Du kannst dann auch den Schmandfilter drauf machen, also dieses Gitter. Oder du kannst nach vorne noch. Dieses ist aber da eine Ecke. Das kommt jetzt später. Und der kommt jetzt quasi... Moment, nee, wo muss der hin? Der muss ja hier die Wärme aufsaugen. Nein, wo kommt aufgesaugt wird die Wärme an der Pumpe. Also hier drin ist doch die Pumpe. Ja. Und da sitzt der CPU drunter. Da wird dann das Wasser wieder gekühlt. Genau. So der Kühlungsturm. Sozusagen. Hier wird sie aufgenommen, dann wird sie hier reingepumpt. Dann geht sie durch die ganzen Finnen, wird durch die Lüfter, durch die kleinen Finnen halt abgeführt in die Luft. Interessant, also das ist eigentlich alles, was kühlt. Das ist jetzt recht klein. Wo kommt das hier drauf? Auf den CPU direkt? Genau, ja. Also es wird durch diesen ganzen Röhrig hier nur der CPU gekühlt? Ja, genau. Der wird richtig heiß. Wahnsinn. Alles hier nur, damit der kleine Mann da unten es schön kalt hat. Ja, der kleine Mann ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Hitzkopf. Das ist ja verrückt. Und das wird direkt hier drauf geschraubt? Genau, und dafür brauchen wir nämlich das Bracket. Wie du siehst, da sind nämlich Löcher. Du hast ja keine Halterung. Und hier im Handbuch ist dann halt verschiedene Sockel, wie man das dann halt macht. Auch hier schöne mit 3D, guck mal hier. Sich haben richtig Mühe gegeben. Deswegen müsst ihr das mal vorbereiten. Da drinnen müssen solche Aluhalter sein für verschiedene Sockel. Und ich hoffe, das passt doch mit dem. Das, was da vorne liegt? Ja, hier. Genau, da ist alles drin. Wir brauchen jetzt für Intel. Also die Idee ist, dass das dann so ganz passgenau auf den CPU drauf drückt, damit das... Oh, hier ist die kleine Spritze drin. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns ein bisschen... Ach, das ist ja niedlich. Das wäre mir dann passen. Oh, das ist wirklich mal für so eine Probeladung. Das ist ja wirklich süß. Das ist wirklich, ob das Kühlwasser wirklich was bringt. Da kannst du zwischendurch mal... und dann gucken. Ja, ich würde erstmal den Radiator und die Pumpe, also das die ganze AIO, erstmal zur Seite packen. Aber jetzt müssen wir erstmal... Ich gebe das nicht mehr, ich finde das faszinierend. Haben wir immer drum fummeln. Okay. Also, wir brauchen jetzt die Tüte mit Intel. Ah, und hier ist so eine Menge Streben drin. Und welche brauchen wir davon? Ihr braucht erstmal das Intel Bracket. Genau. Das ist das. Genau, das AMD kann zur Seite liegen. Und das kommt auf die Rückseite des Mainboards. Das hier? Genau. Auf die Rückseite. Welche ist jetzt die Rückseite und welche ist die Vorderseite? Vorne ist, wo der CPU drin steckt. Und alles auf der anderen Seite ist die Rückseite. Ah, also hier unten drunter nochmal, oder genau, wie? Ja. Deswegen würde ich das Mainboard nochmal rausnehmen. Wir legen es nochmal hier rein und dann
befestigen wir das erstmal. Okay. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie gut wir dann später an die Rückseite kommen. Gut. Das, wenn das hier steht und dann fällt und wenn wir da was drunter klemmen, das ist ein Riesen. Nee, das ist vernünftig. Ein Riesengefrickel. Das ist jetzt die sogenannte Scheidung. Da wird die Hochzeit jetzt nochmal zurückgezogen, sozusagen, aber nur für kurze Zeit. Genau. Aber wir haben jetzt schon mal geübt, wie wir das Mainboard hier reinkriegen. Hier. Ich glaube, das ist so, ne? Nee, so. Das daran. Oder? Ich habe es einfach nur da draufgelegt, so. Ja, oder einfach drauflegen. Ist okay. Okay. Und das, den wieder runter? Ja, genau, nochmal kurz runter. Ach, wir arbeiten jetzt, wir befestigen das am Mainboard, ich verstehe. Ach so. Genau. Dann legen wir es nochmal rein und dann können wir oben den Kühler befestigen. Also. Ich verstehe. Erstmal den Radiator, dann packen wir das zur Seite und dann kommt der Kühler. So, das heißt, wir schauen uns jetzt die Rückseite an. Genau, einmal umdrehen. Das kann ruhig auf dem Rahmen liegen, da passiert nichts. Genau. Aha. Und das kann jetzt passt da rein. Das ist jetzt genau die Rückseite vom CPU, ich verstehe. So, dann brauchen wir jetzt Abstandshalter und Schrauben. Das sieht dann halt so aus. Das müssen so kleine Schrauben sein. In der Tüte. Ja, auch Intel. Oh ja, hier ist einiges. Kann ich da mein Kistchen noch machen? Hier ist ein Messer. Achso, du wolltest eine Kiste? Dieses kleine grüne ist. Ah ja, genau, dieses blaue. Damit ich hier nichts verliere. Ah, okay, ich verstehe. Wir haben jetzt hier diese. Welche denn hier vorne? Das sind Abstandshalter. Verschiedene. Nee, das ist eine Schraube. Ach, die. Wir brauchen erstmal die hier mit so einer. Also so kleine. Genau, sind die da. Ah, ja, diese Droppel. Welche genau, nimm das mal runter noch. Die oder die? Die. Und da kann auch draufstehen, Front oder Back, müsst ihr mal gucken. Oder es ist egal, wie rum. Wenn es nicht draufsteht, ist es egal. Ne, hier steht nichts. Okay. Ich sehe nichts zumindest. So, vier von denen. Genau, vier von den Schrauben. Ah, und vier und dann, mit den Ringen. Genau, die Ringe werden oben dann draufgesteckt, damit sie dann nicht mehr abhaut. Dass sie fest ist. Ich verstehe. Wieso? Nee, einmal runternehmen, die kannst du festmachen, also. Genau. Ah, wir setzen es jetzt noch nicht direkt drauf, oder wie? Genau. Wir bereiten es erstmal vor. Genau, die kommt unten rein. Ja, oder so. Ja. Und dann kommt dieses Gummi da drüber. Diese kleinen Unterlegscheiben oder Gummischeiben da. Wo kommen die drunter? Also die kommen oben so aufgesteckt. Also drüber gestülpt. Ach so, also noch hier nicht drauf, so? Hier drauf, auf die Schraube? Genau, damit die nicht abhaut. Ah, okay. Nee, also erst das durch und dann das, dann genau. Das hier? Und das kommt, genau. Ah ja. Ey! Genau, wenn ihr es jetzt umdreht, dann verschwinden die nämlich nicht. Ich verstehe, damit man die da draufsetzen kann. Das ist ja alles durchdacht. Aber die müssen jetzt außen oder sein oder innen oder ist das oder hier? Ah, die können sich hier eh nicht groß. Genau, du. Okay. Ich würde es ein bisschen locker lassen. Sitz. Weil es gibt zwei Varianten für verschiedene Sockel. Und ich weiß die Abstände gerade nicht. Ah, okay. Wir haben jetzt nämlich einen. Wir haben ich mach so ein bisschen Spiel wieder. LGA 1700. Das ist der Sockel. Und der LGA 1700 ist die vordere. Also sie müssen in die. In die Schrau, also in das Loch oben ran. Also die äußere? Ganz nach außen, ja genau. Okay, so. Und das so? Kommt jetzt so drauf? Genau, der ist glaube ich noch nicht außen, oder? Hier wäre es nicht außen? Genau, und das kommt dann da drauf, ja. Ah ja, okay. Die müssen das sollte dann da genau passen. Alle nach außen. Genau. Und dann festschrauben? Ach, nee, geht ja gar nicht. Okay. Ah, ich verstehe. Und das wird dann umgedreht und oben kommen dann nochmal so. Genau, dann kommen Abstandshalter, die du eben schon mal hattest. Diese hier. Okay, dann halte ich das jetzt hier fest am besten. Genau, es ist alles gerade, alles in den Löchern. Guck's einmal durch, einmal umdrehen so. Mhm. Einmal gucken. Oh, das. So, jetzt siehst du schon die Problematik, wenn es im Gehäuse hängt. Ja. Das wird ein riesen Gefrickel.
Genau, am besten hier diese Styropor. Jetzt kommen die hier raus. Und jetzt kommen hier diese. Die ohne Schraube drauf. Hier? Und die sind die gerichtet. Ah, okay, die, genau, die haben Gewinde Zacken, oben. Die Zacken, Zacken schauen nach oben. Ah, das ist jetzt, damit das. Damit die Kühlung Pumpe nicht direkt drauf liegt, oder wie? Oder? Die liegt direkt auf den CPU drauf. Ja. Aber sie hat eine eigene Halterung. Ah, okay, ich verstehe. Es gibt auch Luftkühlung natürlich, ne? Und die werden einfach nur in die Löcher geklippt. Die haken sich damit so Widerhaken rein. Das ist die einfachste Variante dann. Moment, ist das ganz. Ich glaube, der eine ist nicht ganz außen. Puh. Wir haben leider alle ein Echo, wartet mal. Ich kann auch ein. Ich kann mir auch ein Gate drauflegen, dann hört ihr mich nicht. So. So, und den hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das gerade ist. Sind die hier weit außen genug? Ich habe das Gefühl, die zeigen jetzt alle so ein bisschen weg vom. Also wenn das oben alles gerade ist und du das handfest festgezogen hast mit den Fingern, alles gut. Ist das gerade für dich? Ja. Okay, gut. Also das sieht ein bisschen schief aus hier. Ja. Da will ich nochmal gucken. Vielleicht ist unten der Schraube ein bisschen schief oder verrutscht. Sieht, glaube ich, echt gut aus, ne? Ach, der ist nicht ganz durchgedrückt beim Gummiband, glaube ich. Nur die haben noch so. Also du kannst noch ein bisschen drehen, damit sie direkt in diese Vorrichtung reinrutschen. Kann sein, dass der vielleicht nicht richtig drin hängt. Nur der hängt auch nicht richtig oben, finde ich. Ich glaube, ich mach das nochmal. Bei dir sieht alles gut aus. Tja. Super, schön für dich, Mara. Hast du super gemacht. Ja, ich will es einfach nochmal zeigen, weil du es ist ein schwieriger. Du musst das jetzt nochmal machen, oder es lieber, ist, nee, es ist ein schwieriger Schritt und ich will es einfach wirklich nochmal zeigen, weil das kann ganz leicht passieren. Nämlich, um es nochmal zu erklären. Hier, die Schrauben haben hier so ein gewisses Spiel. Ne? Und wenn die nicht ganz außen sind, sondern so ein Stück innen, dann kriegt man das Problem, das ich gerade hatte. So, deswegen ganz wichtig. Aber ich darf dich hier nicht festzuseln mit dem. Ja, die müssen doch richtig reinflutschen. Mit dem Gummiring. Der Ring muss ganz nach oben. Also du hast zwei Löcher in der Halterung und so eine Einsparung. Und darf ich die mit dem Gummiring fixieren, oder nicht? Ja. Ja, okay, gut. Nee, dann, okay, das ist. Ja, ich würde dann jetzt mal eine kurze Pause machen wollen. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Ich hatte noch mal ein Mikro mitgebracht für dich, Mara. Oh. Vielleicht können wir es einmal tauschen, weil das letzte hat nämlich geknackt. Ja. Vielleicht ist dann das doppelte Ding weg. Achso, ich verstehe jetzt. Guck mal, hier bei der Schraube ist hier unten sogar, die sind nicht rund, sondern eckig. Und die müssen hier richtig da rein gleiten. So. Jetzt solltet ihr mich nicht mehr doppelt hören, hoffentlich. Hört ihr mich immer noch doppelt? Ja, das liegt nämlich daran, dass das ein Kugelmikrofon ist und den kompletten Raumhall auffängt und wir halt die Ansteckmikros haben. Das letzte, was Mara nämlich hat hier an dem Headset. Warte, ich habe den noch nicht angemacht. Jetzt müssen die Leute dich hören. Hallo. Meine Stimme ist ein bisschen höher geworden durch dieses Mikro. Also das so, jetzt sind alle hier, einfach nochmal, um es zu zeigen, alle hier schön draußen, außer der. Das ist schon ein bisschen, aber das ist, also wenn man es versteht, dann geht's gut. Ich hab dem einfach ein bisschen zu viel Spiel eingeräumt. Das ist ein Fehler, den ich einsehe. Zu viel Freiraum lassen. Ja. Ich bin da zu fahrlässig. So, jetzt kommt das von unten wieder durch.
Hier oben, da kommen sie raus. Genau, alle gerade. Zack. Ja, alle gerade. Und jetzt kann man hier wieder die Abstandshalter draufschrauben. Nee, man muss sich da schon die Zeit nehmen, das ist schon richtig. Also wenn man da irgendwie schnell, schnell, hudel, hudel da durchrusht, das hilft niemandem. So, am Ende... Nö, das wird sich am Ende zeigen. Ne? Also wenn wir dann am Ende den Boot-Test machen, dann glaube ich, wird zeigen, wer hier sauber gearbeitet hat. Mhm. So. Jetzt sind alle vier drin. Genau, alle gerade. Ich kann nochmal hier rüberfassen. So. Handfest, sehr gut. Hier ein bisschen. Da hätte man noch ein bisschen. So, schön. Handfest ist ja, heißt ja für jeden auch was anderes, ne? Genau. Gut. Jetzt kommen die. Jetzt die kommt. Drauf. Das ist Insel. Die sind das. Und bei Mara auch die hier. Ey, da kann man sich mit schon beschäftigen, hier so ein PC bauen. Und aber die nicht schlecht. Spitzen zeigen nach innen. So. Genau, hier sind es keine Spitzen. Hier ist es irgendwie flach. Und die Brücke zeigt nach oben. Aber die Spitzen zeigen nach innen. Spitzen, ne? Nach innen, ja. Brücke nach oben. Okay. Gut. Und da, wir nehmen da einfach so eine Standardschraube. Ja, Allzweckschraube hat man eigentlich immer zu Hause da. Kann man hier wunderbar einsetzen. Aber wie gesagt, ich empfehle, dass da jeder auch so das Messer nehmen. Persönlichen Vorrat hat. Soll ich das Messer mit mal weggucken? Womit mache ich denn das? Mit der Spritze? Hast du mir meinen Schraubendreher geklaut? Oh, ich habe ja, hier nochmal ein ganzes Set. Ja. Gucken, ob der passt, sonst habe ich ein ganzes Set. Geht? Ja. So. Wäre das sowas für dich, Florentin, so als Beruf? Weiß ich, für andere glaube ich nicht, aber ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man am Ende dann so einen Rechner benutzt, den man so selber zusammengestückelt hat. Ich glaube, das ist wie wenn man so selber einen Kuchen backt. Mhm. Ich glaube, das schmeckt dann nochmal besser. Man hat auch eine ganz andere Bindung. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, beiden jetzigen Rechner hat René gebaut. Gibt es noch Soundkarten? Ja, gibt es. Sind in einigen Anwendungen auch sinnvoll. Gut. Das Fest wackelt nicht, hat Luft. Also Luft sollte es nicht haben. Aber ja, nee, das ist bombenfest. Das ist genau richtig. Okay. Aber gut, du hattest recht. Gut, dass wir das so gemacht haben und nicht, wenn das im Gehäuse steckt. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja. Muss ich dich auch mal loben. Danke. So, und dann nehmen wir die Spritze. Nee, noch nicht. Aber du kannst sie gerne nehmen. Wir befestigen jetzt den Radiator in dem Gehäuse. Sehr gut. Weil sonst fliegt uns. Ich glaube, es ist nicht kaputt. Ich habe sonst noch Wärmeleitpfast. Das ist der Radiator. Das ist dann der Teil, der eigentlich. Da ist Luft jetzt drin. Ist die jetzt kaputt? Nee, aber du musst den Deckel abmachen. Aber lass einfach. Ich nehme es einfach an. So rum? Nein. Der Radiator wird erstmal ins Gehäuse geschraubt. Und den legen wir zur Seite und dann fliegt uns das ganze Gerät dann nicht mehr durchs Gehäuse. Der Radiator wird erstmal. Okay, das heißt, genau. Wir gehen jetzt machen wir zu einem Gehäuse wieder. Genau. Weiter. Alles klar. Ich nehme euch die Mainboards ab. Ich nehme den Schinken mal hier rüber. Gute Schinken. So, das tue ich jetzt mal wieder hier rein. Genau, das ist schön. Eins. So. Da muss da noch so eine echte Paste rein, ey. Das ist ja was. Und Wasser. So, jetzt machen wir hier da. Oh, da kommt die Rübe wieder auf den Tisch. So. Nein. Ich glaube, das Florentins passt auch auseinandergezogen. Dann ist alles gut. Deine liegt nämlich hier. Ach, sehr gut. Okay, das ist ja super. Ja, nee, dann benutze ich einfach mein Zeug. Dann ist ja alles in Ordnung. Nee, das ist ja gut. Genau, jetzt kommt's. Der Radiator kommt hier oben rein. Der Radiator. Und die Schläuche gucken nach links. Also, genau. Ja. So. So, jetzt braucht ihr ein bisschen Hilfe. Schläuche gucken nach links, dachte ich. Ja, gucken. Und hin. Also nach rechts, von mir aus. Das ist ein links. Ach so. Du kannst dich auch mal in andere Leute hineinversetzen. Genau, wir müssen jetzt aber hier
den Schmanddeckel abbauen. Ja. Nehmen wir hier. Ich pack den hier mal zur Seite. Ja. Und so, der hat hier auf jeden Fall so Schrauben dran. Genau, leg die Pumpe mal rein. Ich sehe jetzt aber noch nicht. Genau, da passiert nichts mehr jetzt gerade. Und ich guck mal von der anderen Seite. Das muss hier reingedrückt werden so. Also du siehst ja hier diese Führung. Ja. Genau, das ach so, da ist man relativ flexibel dann auch. Genau, du kannst es dann noch verschieben. Ja. Okay. Und ich schau mal, ob ich hinten mit dem Schraubenzieher durchkomme. Wir müssen auf jeden Fall die unteren Führungen nehmen. Die untere Führung. Genau, das sind zwei nämlich. Haben wir dafür Schrauben? Die müssten dabei liegen, ja. Sind das dann die schwarzen? Ich vermische jetzt hier auch gerade die Mainboard-Teile. Wir müssen mal gucken, wie lang die sind. Vielleicht müssen wir die... Ich glaube, wir müssen das ganze obere Teil abnehmen, weil die Lüfter kommen da auch noch zwischen dann. Gut. Die das rauspusten. Also das hier abschrauben? Genau, nimm nochmal das raus. Dann stellen wir es hin und dann schrauben wir oben den Deckel ab. Dann werden wir da auf jeden Fall besser vorankommen. Oh, ja, ja, das sind schon richtige Maschinen. Guck mal, hier oben wird nachher drauf gedrückt. Ah, und hier geht's, wird angemacht. Okay. Ja. Ja, was da jetzt, was ist, müssen wir mal rausfinden. Ich glaube. Ach so, mache ich das überhaupt richtig? Ich glaube, das sind die. Ja, ich glaube, ihr müsst alles aufmachen. Die inneren? Ja. Ich glaube, der ganze Deckel, ja, ihr müsst alles einmal drumherum. Ich meine, die blaue Box nochmal? Hier. Ja. Ich mach mal mit auf der anderen Seite. Der ist zu klein. Ey, da passiert nichts. Also das heißt, der Teil, wo man auch, also die Seite, wo man auch den Computer anmacht, das ist die Seite, wo dann die Luft ausgetauscht wird. Ja, Luft wird oben rausgedrückt, die heiße. Also rausgezogen, in dem Falle. Genau. Man kann auch Radiatoren vorne einbauen, man kann sie oben einbauen, man kann sie hinten einbauen. Ach so, das ist jetzt doch oben. Also der An- und Ausknopf ist oben drauf. Ah, okay, gut. Ich glaube, also drunter musst du ja immer erst einen PC anheben, wenn du anmachen willst. Irgendwo ist eine Schraube hier. Ach, die sind aber biestig. Aber wenn das oben ist, warum sind dann hier die Füße? Das sind doch nur ganz normale Füße. Abstandhalter. Ach, die sind, ja. Das sind keine Füße, das ist für die Seitenpanels. Die sind geklippt. Das ist so ein Mechanismus, der entriegelt die. Mhm. Oh, die, ui. Hier. Tja. Werden wir finden. Die ist weg. Wie viel hast du noch? Ich glaube, du kannst da besser schrauben mit dem Ding. Schau mal, was. Oh, das sind magnetische. Wie viele sind die noch? Da, die da noch. Oh! So, ja. Direkt am Fuß war das. Das ist ein Teppich, den man. Der Teppich hat hier schon einiges mit unter meinem Fuß. Ja, vielleicht unter dem Fuß jetzt? Andere Seite? Eben war es da irgendwo. Da. Absicht. Gott, ey, die habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir genug Platz. Gucken, ob wir das wieder vernünftig. Ja. Das ist schon anstrengend. Das ist ein bisschen auch ein Workout. Ja, das sind vor allem Muskeln, die man sonst nie benutzt. Einfach so Rücken. Rücken? Sonst brauche ich den nie. Wo hast du denn deine Rücken eingesetzt beim Schrauben? Das kommt von ganz unten, die Kraft. Ganz tief von den Rückenzonen. Kommst du da ran? Ist die letzte? Ja. Wenn hier oben nichts ist. Ja. So, dann machen wir den gut mal auf. Und was hast du unter der Haube? So. Ich nehm's an. Sehr schön.
Und jetzt kommt, jetzt legen wir ihn wahrscheinlich wieder hin. Genau, wir legen am besten hin. Ich packe mal deine Schrauben hier hin. Damit wir hier vorne dran jetzt den Radiator. Oh. Der Tower fällt. Können. Und du sagst die untere Reihe, oder wie? Genau, weil oben hat das nicht gepasst mit den Löchern. Da können wir jetzt aber nicht die Schrauben von gerade eben verwenden, oder? Ja, die brauchen wir ja noch. Ach doch, jetzt sehe ich es, okay. Da müssten Schrauben dabei sein. Ja, aber ich also habe jetzt leider die Tüten von dem Mainboard mit den Tüten von der Kühlung vermischt. Sind die noch vielleicht da drin? Hier sind drei Dreher noch drin. Ah, das ist AMD, das ist das Gegenstück zu Intel. Ne, das ist für die Befestigung, ja. Die hier sehen noch nicht schlecht aus, oder? Nee, das ist vom Mainboard. Das ist, genau. Müsste irgendwo... Jetzt natürlich... Hier, so sieht die Tüte aus. Ah! Ach, die habe ich... Da sind die Schrauben. Ach so, die Ach so ja, die habe ich direkt verworfen. Die sahen mir zu fancy aus, nur für Schrauben. Boah, das sind die richtigen Brecher hier. Ja, jetzt ist es halt so, dass man bei sowas... Guckt mal. Sind hier die richtigen Schrauben da? Die Kanonen an hier. Genau, das ist direkt für die Lüfter. Wir gehen bei den Lüftern halt durch. Und befestigen dann auch automatisch gleich dann den Radiator. Aha. So ist das. Aber wir haben doch kleine Schrauben bei, ne? Okay, welche machen wir? Das heißt, ich würde erstmal rechts oben und links unten den Radiator befestigen, dann kippen wir es oben, also stellen wir es hin. Rechts oben? Genau. Rechts oben okay. und links mit unten. Mit den kleinen? Genau, mit den kleinen. Ja. Dann können wir es nämlich hinstellen. Dafür brauchen wir am besten zwei Leute. Das ist ein bisschen jetzt ein Gefrickel. Wo ist mein Schrauberich wieder? Hast du die kleine? Ist natürlich jetzt schwierig zu sehen. Hier rein? Genau. Ich kann es auch gleich halten. Seht ihr das? Hier so ein? Ja. Ja, ja, ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der magnetisch ist oder nicht. Das ist wirklich so 50-50. Ich möchte lieber den hier. Passt da drauf? So, nämlich. Jetzt mit Gefühl. Das ist eine ganz zarte Angelegenheit hier gerade. Sehr gut. Nicht ganz festziehen, nur dass es hält. Dass es noch ein bisschen bewegen können. Mhm. Ja, ist egal wo. Am besten hier unten dann. Unten? Ja, weil das sind ja, also jedes, alle vier Löcher ist ein Lüfter. Oh. Entschuldigung. Genau. So. Jetzt kannst du es schon wieder hinstellen. Ach so, jetzt? Genau. Das hält jetzt schon. Ja. Und wo auf dieser Achse ist egal, oder wie? Ich würde es noch ganz noch. Ja, wir brauchen nachher noch ein bisschen Platz für die Kabel. Soll ich noch mehr reinschrauben? Also ich würde es jetzt nicht komplett festballern. Okay. Du könntest jetzt auch später erst die Lüfter befestigen. Aber so haben wir es schon mal. Genau, jetzt kommen die Lüfter einfach oben drauf. Und mit den langen Schrauben werden die dann da durchgesteckt. Mit diesem Ding hier nach außen. Nee, das wird nachher später. Müssen wir gucken, wie wir die Kabel legen. Kann sein, dass wir hier komplett durchgehen dann. Und von hier aus dann da hinten durch. So in der Richtung. Okay. Könnt ihr auch jetzt schon gerne machen, wenn ihr wollt. Das sind die langen, ne? Ja. Gut. Und das mache ich hier zusammen mit dem hier unten? Ja, genau. Das müsste genau passen. Ein bisschen drücken. Oha. Soll ich einmal hochhalten? Huch. Also.
Genau, eine Schraube fällt jetzt weg, weil wir es ja festgehalten haben. Und der kommt hier durch diese Lücke durch? Genau, wir legen die alle dann da durch. Ja. Okay. Und die. So, der Rubel rollt. Sag ich mal. Das passt da rein. Ach ja, tatsächlich. So. Das ist ja unglaublich. Das kommt hier. Wie das alles passt. Das ist doch unfassbar. Hast du es auch schon mal, dass du was zusammengeschraubt hast und es hat halt vorne und hinten nicht gepasst irgendwie? Ja. Ja? Aber eher bei Custom-Wasserkühlung. Ah, okay. Dass du dann halt ja, Radiatoren dann, hast. Schraubt man dann, muss man Flexen. Dann da selber? Ja, echt? Ja. Das muss dann Platz machen, was im Weg ist. Wieder ja, ich werde immer über Kreuz festmachen, weil dann hast du genau das nicht, was jetzt gerade passiert. Ja. Dass sie sich vorne hochdrücken und dann sind nicht mehr rein. Aber das ist schon so gedacht, dass nur drei Schrauben hier. Genau, weil du ja die kleine drin hattest. Okay. Aber das ist genug. Also und jetzt direkt noch einen zweiten Lüfter, oder wie? Genau, deine Lüfter sind. Hast du alle bei dir? Ja. Und die saugen jetzt die Luft raus. Die ziehen. Die heiße Luft geht am Radiator vorbei. Ja, so viel heiße Luft da gar nicht drin. Die heiße Luft wird ja nur noch von der Grafikkarte jetzt da drin wirklich produziert. Mhm. Aber die ist immer noch kühler als das, was der CPU am Ende dann halt hat. Okay. Also auch wenn sie warm ist, kommt trotzdem noch so gesehen kalte Luft durch. Und das Kabel kommt. Das würde ich. Dass es so hier hinguckt. Ja. Genau, und dann kannst du es einfach so längs führen da. Oh. Ah, okay, super. Okay, geht's. Das sieht doch schon gut aus. Genau, wir haben noch Y-Adapter und auch noch irgendwie. Aber hier, was? Ich weiß nicht, ob es eine Lüftersteuerung ist oder RGB. Schauen wir mal. Also das mache ich jetzt. Warte mal, da ist ja kein Loch. Genau, die ist zu fest. Du hast ein bisschen zu fest gemacht. Wir müssen die noch einmal verschieben. Ja, der noch einmal. Wen? Kannst du ein bisschen locker machen. Affenschraube los. Ja, ah, da gehen jetzt auch alle da. Vier rein. So. Ah, jetzt mach ich wieder fest, ja? Genau. Das ist schon schlau gemacht. Der Raumdreher, der ist schon. Ja, du musst nicht so fest ballern, hier kommt das Gummi schon hoch. Oh. Also brauchen keine Gewalt. Ja, die ist fest. So. Wo war das noch? Wo ist denn der? Ein anderer Lüfter. Hier. Ist noch einer. Und der andere liegt da. Genau, guck mal, wie das Kabel liegt, dass du es hier vorne längs legen kannst. Wo lang? Dass wir es hier so längs legen und dann da rein. Also, dass also eher zu so mir rum? Guckt. Ja. So? Ja. Okay. Mhm. Da kannst du. Oh. Ach, da geht's nicht. Da muss aber ich du kannst raus. Die jetzt lose machen, ja, oder? Genau. Mach die einfach lose. Dann haust du da, es hält er jetzt. So, ich zeige euch das Ganze mal von oben. Hier haben wir jetzt drei mehr Kabel ist Lüfter eingebaut. Direkt über diesen Radiator, der dann direkt darunter ist. So, also das ist jetzt die Draufsicht auf die ganze Geschichte. Hier macht man an. Ich hoffe, das passt auch am Ende. Aber sollte eigentlich. Du kannst den ja mal drauflegen. Das hätte man vorher mal ausprobieren. Oha. Sollen. Oh. Oh nein. Aber es sollte eigentlich passen. Oh, die gucken hier aber. Oh, das passt aber nicht. Gut, dann müssen die rein. Scheiße. Ja, deswegen dachte ich runter, aber das ist nur für die größeren 400er. Aber dann müssen wir von unten ran machen, leider. Und dann müssen wir den hier außen. Ja, das ist versetzt. Ich dachte, das würde passen, leider, ja. Okay, sieht, also das Problem ist, die sind hier man zu. Man hätte es vorher testen sollen. Die sind hier zu breit und müssen eigentlich unten ran.
Genau, eigentlich habe ich gehofft, dass wir es einen runterschieben, aber hier haben wir nur die obere Schiene. Dann hätte es ja gepasst. Mhm. Aber so müssen wir sie leider reinpacken. Ah, ja. Genau, aber ich würde dann oben den Radiator jetzt festmachen mit den kleinen Schrauben. Wir nehmen die Lüfter ab und setzen sie am Ende dann hier rein, wenn wir auch alles drin verkabelt haben. Okay, also jetzt Lüfter nochmal rückzug. Aber du kannst ja mal sagen, dass wir das richtig gut gemacht haben. Ja. Das sieht normalerweise sieht das super, ja. Wenn der Deckel jetzt noch passen würde. Gut. So. Ja, dann bin ich auch zufrieden, das ja, mal wieder auch abzumontieren. Zum Lob das ist ja auch eine Übung, ne? Ja, das ist so ein bisschen der PC-Training war das jetzt gerade. Also René wusste das quasi schon die ganze Zeit, dass es nicht passt. Und er hat gehofft, dass wir das schon sagen. Ja, jetzt. Aber es ist, man muss immer zwei Schritte vorausdenken. Ne? Also ein guter PC-Bauer muss immer schon wissen, was ist das Nächste, wie greift das alles ineinander. Ein guter PC-Bauer, der weiß eigentlich, wie er sein Feld bestellt, ja, sagt man. Genau, du hast eine Schraube weniger jetzt, ne? Ich würde nochmal hier die kleinen schon festmachen, oh ja, nicht, dass es dir gleich wegfliegt. Sind das die Schrauben? Ja, ne? Ja. Ja, da ist reine Luftkühlung ein bisschen einfacher. Da kommt ja am Ende nicht so gut, ne? Also ja, da darf man auch nicht an der falschen Stelle sparen, sage ich immer. Leise und nass. Weil, wie du selber gesagt hast, Luft nimmt nicht so viel Wärme auf wie Wasser. Das ist korrekt, ja. Das ist das Problem. Aber es gibt auch sehr gute Luftkühler von Be Quiet. Das stimmt natürlich. Wenn, dann Be Quiet. Also wer sich das nicht zutraut, kann natürlich auch auf einen guten Luftkühler umschalten. Ansonsten schreibt mir gerne auch privat. 24/7 kann ich euch da wirklich auch alle Fragen beantworten. Was jetzt? Alles festmachen. Genau. Wie, ich dachte... So, jetzt mit den kleinen. Und genau, das ist immer auf den gegenüberliegenden Seiten dann, von denen die schon... Ja, du kannst alle festmachen, du kannst aber auch nur immer gegenüber machen, das langt. Also ihr müsst jetzt nicht alle reinballern. Aha. Geht der hier besser? Weil deiner ist so Torx, der ist... Einmal eingefädelt. Wo fange ich hier an, Schrauben zu vermischen? Oh, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich hier die Gehäuseschrauben verwende, aber... Nein, ich glaube nicht. Die haben einen sehr dicken Kopf. So. Brauche ich noch eine? Da reichen da so 5. Ja, das langt. Ja, komm, eine habe ich noch in der Hand. Kannst auch noch hier festmachen. Bei einigen anderen Herstellern ist die Pumpe auch in dem Radiator mit drin. Und dann überträgt sich die Schwingung direkt ins Gehäuse. Was du aber auch jetzt hier hast, weil die Pumpe auf dem Mainboard sitzt und über das Mainboard die Schwingung auf die hintere Rückwand projiziert wird. Aber so kann dann halt der Radiator schwingen. Und wenn er nicht richtig fest ist, dann juckelt er hier rum. Dann hast du solche ekelhaften Nebengeräusche, so ein Klappern dann. Deswegen am besten lieber noch mal ein paar mehr Schrauben reinmachen, dass sich da gar nichts bewegt. Aber das ist jetzt eine andere Schraube, die ich hier habe, glaube ich. Ja, du hast jetzt die vom Gehäuse. Kann ich die aber trotzdem nehmen? Nee, die brauchen wir später. Ist halt auch blöd, das alles passen. So. Sind die hier mit dem dicken Kopf? Ja, was meinst du genau mit dicken Kopf? Mit dem... Dem sehr, sehr flachen, großen Kopf. Ah ja, dem flachen Kopf, ja. Genau. Entschuldigung? Ja, ja. Die sind das alle. Soll ich die hinlegen? Ja. So. So, ich habe jetzt 6 Schrauben. Für mich ist das genug. Ja, wackel mal dran, wenn es nicht. Das fest. Ja, das fest. So, jetzt am besten wieder umlegen, oder? Und dann. Genau. Am besten einmal umlegen. Genau, den Deckel packen wir später drauf. Das muss ja jetzt nicht sein. So. Hier ein bisschen. Oh. Und jetzt kommen. Schief. Nee, würde ich am Ende machen. Du kannst die Pumpe jetzt erstmal rauslegen. Und jetzt legen wir das Mainboard rein und verkabeln erstmal. Okay. Weil wir nachher hier hinten auch noch Kabel durchfummeln müssen und dann sind die Lüfter im Weg. Alles klar, verstehe. Schief hier die Nummer.
am besten. Und die Lüfter kommen dann aber hier jetzt unten. Genau, von unten werden die gegengeschraubt. Geht's? So. Ja gut, das ist jetzt natürlich. Nimm ich die nochmal weg. So, wir sind hier Langschrauben. Maras-Schrauben. So, jetzt nochmal umlegen hier. Ja. Sollte passen. Turm fällt. Zack. So. Genau, jetzt besten. Zweiter Versuch, zweite Hochzeit. Jetzt können wir es richtig verschrauben, ja. Gut. Jetzt kommen wir Romain-Mutz wieder zurück. Einmal Mara. Das habt ihr eben schon gelernt. Ja. Ach schön. Ja, da ist die Mutter wieder. Genau, so dass am Ende, dass du die Schrauben siehst, die Löcher. Genau. So. Siehst du alle? Hier kannst du noch ein Stück. So. Ja. Genau, jetzt kannst du hier die Klappe aufmachen. Da ist nämlich die Packung drin. Klappe auf. Da sind die Schrauben nämlich drin fürs Mainboard. Muss ich erstmal schrauben hier? Nee. Ja. Ganz bündig ist es noch nicht. Ist das schräg? Ja, hier die Schrauben. So. Das kann hier hinten sein, ja. Okay, zack. Jetzt. Ja, es ist wie so ein Escape Room hier. Ich hab was gefunden. Warte mal, ich muss mal. So. Hier, das habe ich herausgeholt. Hier war sowas drin. Waren auch Schrauben drin? Nö. Diese hier, sind oder? Welche dran. Nee. Da müsste eigentlich eine Tüte bei sein mit ganz vielen Schrauben. Ja, das hier, liegt, oder das liegt diese... hier drin. Ne? Gut. Hier sind die ganzen Schrauben. Ich glaube, hier haben wir noch Schrauben. Genau, das gehört zum Gehäuse noch dazu. Hier hin. Genau. Ja? Ihr könnt nämlich die Fronten nämlich noch ändern. Nämlich mit einem Mesh. Ah, da kommt okay. Ein bisschen mehr Luft vorne rein. Aber sind das hier die richtigen? Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Aber du bist in der falschen Tüte, deine ist hier. Oh, okay. So, welche hiervon? Ja, ist immer die große Frage. Ich weiß nicht, was da alles drinne liegt. Meine Güte, ey, diese ganzen Tüten. Das ist ja nur eine, ne? Die haben auf jeden Fall einen kleinen... Meine Güte, die sind so Schrauben, Mann, ey. Aber wahrscheinlich hier die größten, oder? Nee, die haben auch ein bisschen breiteren Kopf. Die großen sind, glaube ich, für die Gehäuse. Die hier? Festplatten. Ja, das müssten die eigentlich sein. So, und die kommen jetzt hier an diese Stellen. Ja, bei mir ist es noch nicht ganz so gerade, habe ich das Gefühl. Sonst nochmal rausnehmen und nochmal reinlegen. Weil das hängt ein bisschen runter, ja. Also es liegt nicht richtig auf den Panel drauf. Ja. Ich schraube jetzt hier schon mal. Sieht es gut aus? Jetzt sieht es besser aus, ja. Ja. Sieht es gut aus hier mit der Schraube? Ja. Natürlich handfest, ne? Nicht mit Gewalt runterdrücken. Einfach so, dass es nicht locker ist. Eine handfeste Schraube. Aber das beruhigt mich ehrlich gesagt, wenn das Mainboard jetzt da drin ist. So, dann haben wir schon mal... Ja, die IOs, die kosten immer am meisten Zeit. Dreht ihr so die was? Diese Wasserkühlung, also hier IOs einbauen. Habt ihr es gesehen? Das war meine alte Fingerboard-Zeit kam da nochmal raus. Schöner 360 hier nochmal rein. Muss ich ja auch mal zeigen, was ich kann. Ich hatte ja so einen Finger-City-Roller. Ich glaube, okay. Somit das Uncoolste, was man haben kann. Ja, ich wollte gerade sagen. Also nicht mal Skateboard. Da. Selbst wenn es um meine Finger geht, wollte ich einen Lenker haben. Ich sag, nee, das ist mir zu gefährlich ohne Lenker. Das ist, wenn ich da hinfall. Oh, das dreht hier aber durch.
Ja, aber du kannst es einfach nur nicht so festmachen. So. Zerstört. Nödlich, das ist hier. Heutige CPUs dürfen bei zu heiß werden, einfach ausgehen und dürfen keinen Schaden nehmen, ja. Also wir sind nicht mehr bei den 386er, 286er, die Dinger dann einfach qualmen. Intel und AMD haben auf jeden Fall Schutzmechanismen eingebaut. Die takten den CPU erstmal so weit runter, dass er nicht überhitzt und wenn dann immer halt noch keine Abwärme herrscht, dann geht der Rechner halt aus, ja. Wofür müsste man übertakten? Warum übertakten macht man das? Ist so gesehen wie ein Hobby. Warum baut man sich einen Spoiler oder dicke Felgen in seinen Wagen? Es ist, also weil man Bock drauf hat. Damit das krass macht einmal. Genau. Aber in den normalen Alltagsgebrauch sehe ich da jetzt eigentlich. Also man macht es einfach nur, wenn man Spaß dran hat. Hier los. Und in der heutigen Zeit, wo das alles, der Strom so teuer ist, hätte ich nicht so Bock, irgendwie 300 Watt durch mein CPU zu jagen die ganze Zeit. Also die geht nicht rein. Oder 600 Watt bei der Grafikkarte. Mit einem offenen BIOS. Muss jeder einzelne? Weil eine ging gerade nicht. Kann sein, dass da halt einfach nicht... ja, manche nehmen das besser an als andere, habe ich das Gefühl. Sind da ein bisschen zugänglich. Wie soll ich denn all diese Schrauben da reinkriegen? Das ist schon vorgefertigt für ATX gewesen, aber einige sind halt nicht belegt. Hier hast du so eine Konter, hier ist nämlich keine. Ach so. Genau. Gut, dann macht das Sinn. Dann habe ich jetzt noch eine. Genau, und hier ist noch eine, ja. Das müsste bei dir genauso sein, dass rechts dahinter kein Gewinde ist. Genau. Ja. Genau, das ist hier so ein Zentrierknopf. Okay. Und hier oben noch. Hier oben. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alle. Aber die Tüte ist nicht leer, oder? Nee, da sind immer mehr drin. Es gibt auch noch andere Mainboard. Also es gibt auch noch breitere, die dann halt, muss die Dinger wegmachen. Aber das ist die Vorderseite jetzt hier. Das ist unten. So, das hält. Nach unten, ist auch nochmal offen. Genau, unten zieht dann halt das Netzteil seine Luft. Ah ja, hier vorne ist jetzt zu, aber man könnte es austauschen wegen so. Gegen Mesh, genau. Okay. Gut. Mainboard sitzt. Angekommen. Jetzt sind wir beim Kühler, also bei der Wasserpumpe. Jetzt kommt der Kühler. Dürfen wir jetzt hier auch diese Folie abziehen endlich? Ja. Und jetzt kommen auch ihre kleinen Spritzen zu Tage. Freunde. Komm, ich mach schnell wie so ein Pflaster. So. Genau, guck mal, wie die Schläuche, dass sie nicht so heftig gedreht sind. Und der muss dann... So, das, so drauf? Genau, dass die Schrift auch dann gerade ist, noch nicht auf dem Kopf steht oder so. Das ist immer so ein guter Anhaltspunkt. Hier oben ist ja auch noch. Hast du gesehen, Florentin? So. Genau, aber ihr müsst noch die Wärmeleitung machen. Hast du den gesehen? Oh, den habe ich nicht gesehen. Oh, der ist auch nicht gut. Der ist auch noch gut. Uff. Oh. Ich wusste nicht, dass es halt so heiß wird hier, du. Und jetzt hier draufschrauben. Nee, erstmal die Wärmeleitpaste. Die Wärmeleitpaste. Was, die muss man was geht hier vor sich? Die füllt man nicht nach, die trocknet irgendwann aus, aber es kommt darauf, ich weiß nicht, was da drin ist. Aber nach einigen Jahren, wenn die Temperaturen nicht mehr stabil sind, dann sollte man mal tauschen. Gut, also wir schrauben das auf. Das werden wir doch nie im Leben einmal austauschen. Wir schrauben das auf und drücken das hier auf den Silberbruder drauf hier. Ja, jetzt streiten sich die Leute. Mittlerweile hat sich die CPU-Generation geändert. Der CPU-Kern ist nicht mehr genau in der Mitte. Man hat gesagt, man macht eigentlich so einen erbsengroßen Drops in die Mitte und dann verteilt der Druck das alles gleichmäßig auf dem CPU. Ja. Mittlerweile liegen aber die Dies halt nicht mehr mittig, sondern auch in dem Rand. Und deswegen würde ich euch im X empfehlen, oder man spachtelt es. Dann ist man auf der komplett sicheren Seite. Also mach's einfach einen Punkt und dann nehmen wir gleich... Oder wie so eine Art Brezel machen die Experten. Kannst du ein Brezel machen oder einen Kreis. Man kann eigentlich alles machen. Aber wir können es auch am besten verspachteln. Ich mach so einen Kreis. Ja, Mara hat da Luft reingepustet. Ach, die ist top.
Ach, da unten kommt die drauf? Genau. Den kannst du erstmal zur Seite legen. Oder mitten drauf. Da ist deine. Da werden jetzt natürlich schon wütende Kommentare geschrieben, dass wir das völlig falsch machen. Ist sie giftig? Nein. Aber das ist auch so ein bisschen Selbstverwirklichung für jeden. Ich mach die mal. Ja, du musst nicht alles drauf, ist glaube ich zu spät, aber... Ist das ein Oh, du hast da so ein Ding drauf. Was? Oh, der ist nicht mehr brauchbar. Oh, jetzt hat der hier den... Hat der, wollte er auch Warum mal rein. Warum hast du da so einen Nasenmann drauf gemalt? So, was mache ich jetzt hier? Ein X? Ja, du kannst ein X machen. Du musst aber nicht alles, so ein dünnes X. Aber am besten verspachteln wir das, dann haben wir überall gleichmäßig. Es gibt noch... Es geht auch Schmand, es geht auch Ketchup, es geht alles. Mayo, Senf. Oh. Ja, warum hast du das mit Mayo nicht schon vorher gesagt? Hätte ich was mitgebracht. So. Aber die hält nicht so lang, sagen wir mal so. Schön Mayo. So, und jetzt kann man den hier drauf drücken, oder wie? Genau, Schrauben sind ich doch schon... Ich dachte, wir müssen noch spachteln. Und die Du die kannst Kabel, gerne spachteln, wenn du möchtest. Die Kabel kommen erstmal... Ich kann euch hier was abschneiden. Nee, Florentin, du musst noch spachteln. Ja, das drückt, der wird doch gedrückt durch den... Du kannst auch gerne spachteln. Das hier. Wird verdrückt. Ich glaube da an die reine Kraft des Drucks. Ah. Mit der runden Seite dann irgendwie, ja. Was ist das denn für eine verrückte Schraube mit so einer Feder drin? Genau, immer paar links, paar rechts, ne? Nicht eine komplett festziehen. Jetzt habe ich mir das hier drauf gespachtelt, glaube ich. So? Boah, das ist eine Schleimerei hier, das ist ja schrecklich. Ja. So? Du kannst doch schöner, aber das ist jetzt. Das langt. Ist okay. Jona? Spachtelkunst. So. Der ist schon da am Schrauben, möchte ich raus. Das ist noch nicht eingeloggt hier. Es langt. So? So? Die Schrauben sind links, rechts. Das heißt, so, ja. Ich glaube, Florentin hat es anders umgebaut, die Brackets. Deswegen ist bei Florentin die Schrift vertikal und bei dir richtig. Bei mir ist es richtig, natürlich. Ist aber beides korrekt. Ja, das ist beides, natürlich. Ist beides korrekt. Das ist ja auch das Tolle am PC-Bauen. Man kann sich ja so ein bisschen selbst verwirklichen. Also meine seine, Schrift kann man ja richtig lesen. Seine kreative Ader ein bisschen ausleben. Mann, das ist aber nicht fest. Ist alles falsch. Ich würde nochmal links lösen und dann... Einmal leicht und in die andere Seite. Du kannst auch ein bisschen drücken, da ist so eine Feder. Ist er da, ja. Okay, jetzt ist es dann gleich. Genau, immer abwechselnd, ne? Einmal links, einmal rechts, bis es irgendwann nicht mehr geht. Immer zählen. 4. Nicht. Nee, ich komme auf der ich komme nur auf einer Seite rein. Bist du da drin? Was ist die Paste? Ja, ist jetzt ein bisschen flutschig, ne? Ah, doch, ich glaube, jetzt geht's. Nein, das kann doch nicht sein. Der springt immer wieder raus, wenn der andere drin ist. Das ist ja schrecklich. Nein! Keiner von beiden war drin. Ich schraub hier in die Leere seit Stunden. Nee! Das ist ja eine absolute Katastrophe. Sind da überhaupt Löcher drin? Sollten ja. Ich glaube, ich war ein Stück zu weit rechts. Oh nein! Bei dir ist es jetzt nur auf einer Seite. Oh, das ist anstrengend. Mein Rücken, ey, so viel habe ich mich seit Jahren nicht bewegt, glaube ich. So, das ist jetzt fest. Und jetzt drehe ich das falsch rum, aber das springt immer wieder raus. 1, 2. Rechts rum ist fest. 1, 2.
2. Drehst du links rum, Florian? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. Oh, da muss man sich auch konzentrieren. Ja. Das ist schwierig. So. Geht nicht weiter? Ja. Also bis es nicht mehr geht. Dann ist der Andruck. Also es genau, dreht das durch, wenn es nicht mehr geht? Nee, es bleibt einfach. Ist dann fest. Aber die gehen nicht bis nach ganz unten, oder wie? Nee, die hören irgendwann. Irgendwann ist Schluss. Dann ist der Anpressdruck gegeben vom Hersteller. Das ist ein schöner Satz. Dann ist der Anpressdruck gegeben. Ja, da geht noch was. Das ist so ein CPU, der kriegt da so ganz fest so einen kalten, schöne Kälte reingedrückt. So. Fest? Perfekt. Jetzt ist das Ding fest. Oh! Das war der Bit. So. Wie, was für ein Bit? Ich hab schon ein Bit weniger. Warte, ich hab eine Pinzette. Wie, das war der Bit? Was ist denn jetzt rausgegangen? Oh, ich hab einen 63-Bit. Was ist das denn? Nee, dein Schraubenkopf. Ach so. Der Bit. Ach so, ja. Das ist ein Bit. Ja, sag mir, was ein Bit ist. So, hier vergleichen wir mal. Meine Güte. Hier sehen wir auf der einen Seite natürlich fantastisch verarbeitet, wirklich gut angezogen. Sicher und natürlich auch ästhetisch verarbeitet. Und das ist Mara. Also hier, da ist noch einiges zu tun. Aber mittlerweile auch angekommen. Ist auch fest, sieht auch, ne? Gut aus. Also du kannst dich weiterdrehen. Gut. So. Das ist jetzt verbunden mit dem hier. Genau, das ist jetzt ein Kreislauf. Und da ist jetzt schon Wasser drin oder kommt da noch Wasser rein? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass die schon vorbefüllt. Ich schraube das nicht nochmal ab. Jetzt hier nicht so ein Wasser. Ich schraube das wirklich nicht nochmal ab. Jetzt zum Auswechseln. Das ist doch das Tolle, dass man das auswechseln kann. Aber kann auch sein, dass es erst reingefüllt werden muss. Füllen Sie das System nach circa 2 Jahren Gebrauch nach. Ah, also okay. Sie ist vorgefüllt. Also da ist, wo ist jetzt was drin? Hier drin, oder was? Ja, genau. In dem Radiator ist Wasser drin. Und natürlich, da ist noch natürlich ein bisschen Luft mit drin. Ich weiß nicht, ob der einen... eine Membrane hat, um den Druck auszugleichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier das ist. Es gibt auch Wasserkühlungen, die haben eine kleine Membrane, weil Luft und Hitze, was passiert dann? Und das Wasser ist dann... zum Beispiel. Das Wasser fließt dann durch diese ganzen dünnen... Genau, sind Streben. Leitungen hier durch, genau, oder wie? Ja, ja. So ganz fein. Ich hier mit meinem 63-Bit-Ding. Und dadurch hat das eine ganz große Oberfläche und kühlt wieder ab. Und dann geht es wieder zurück... in die Pumpe. Hier, in die Pumpe. Perfekt. Super. Pumpe steht, Mainboard steht. Jetzt die Lüftung. Strom natürlich. Klar, ohne Strom geht gar nichts. Dafür brauchen wir unser fantastisches Be Quiet Netzteil. Das ist das ganz Schwere. Das ist jetzt so ein bisschen der Mund. Das Ganze. Da kommt die Nahrung rein. Das ist wie das Baby nach der Hochzeit. Da weiß man, ohne Energie geht nichts. Soll ich was wegnehmen? So. Wahnsinn. Riesiges Ding. Zack. Das ist richtig schwer. Das ist eine richtige rübe Zahl. Ich glaube, das ist das Schwerste im Rechner, ja. Das Netzteil sagt, verteilt jetzt den Strom innerhalb des PCs. Genau, die verschiedenen Komponenten brauchen ja auch verschiedene Spannungen und sowas. Und nee, wer was machen soll, entscheidet doch jemand anderes. Das ist jetzt wirklich nur Strom. Kriegt das, was kriegen soll, das Richtige. Das darfst du ja auch noch aufschneiden. Okay. Was ist hier eigentlich drin? Ach, die Platten, ne? Die Festplattengehäuse. Das geht wahrscheinlich auch wie so ein Koffer, ne, wenn man das Ding abzieht. Mara hat es einfach aufgerissen. Ja,
Oh, ja. Hier. Man sieht es nicht. Die dunkle Power, die dunkle Macht. Da ist sie. Das Netzteil ist daneben. Main Cables. Boah, hier ist es drin. Auch nochmal mit so einem Lüfter. Ah, hier haben wir auch so ein Gehäuse. Und da ist auch wieder ein Ventilator drin. Ja. Es gibt auch passiv gekühlte Netzteile. Oh, Florentin, guck mal. Da ist es. Ist wieder zum Abziehen. Oh, das riecht gut. Schön Fabrik. Das ist, Guck mal, über allen Schriften. Brauchen wir den Rest erstmal nicht, oder sind das zwei? Das ist modular, das heißt, wir stecken am Ende nur das an, was wir dann noch am Kabel brauchen. Hier siehst du die ganzen Steckeranbindungen. Dark Power. Zeigen das gute Stück. Ich möchte nur eine dunkle Macht hier in meinem PC. Genau, und da kommen dann die Sachen ran, die wir am Ende brauchen. Boah, hier das große. Hier wird der PC auch nochmal angedingst. Oh, und ein richtig großer An-Ausschalter. Zack. Ja, herrlich. Oh, das riecht richtig gut. Oh, das ist doch was, oder? Ja, ich glaube, ich möchte es doch noch nicht einbauen. Da ist aber auch was von Weide, finde ich, mit dabei. Hat was Wiesiges. Was? Schön. Oh. Ich finde, das riecht nach Farbe. Ja, stimmt. Farbe hat auch sowas. Natürlich wieder ein. Oh ja, ihr wollt es doch auch. Oh ja, ich weiß ganz genau, was ihr wollt. Ja, ihr wollt es doch auch. Oh, ich habe es direkt verkratzt. Ah, ihr wollt es doch auch. Ja, da ist es doch. Bitte mal die Poggers in den Chat. Uff. Und jetzt ist das richtig schön reflektierend. Ein Traum. Natürlich von unseren guten Freunden von Be Quiet. Und bis jetzt, muss man sagen, ist die ganze Geschichte sehr leise. Sehr angenehm. Der anderen Seite auch schon abgemacht? Sehr, sehr schöne Sache. Das geht ja noch weit. Das ist wirklich, allein dafür, glaube ich, lohnt sich das, die Investition dafür hier, kaufen. Um die abzu... Um die dann hinter dem Bild abzumachen. Oh, wow. Ich glaube, das kann man auch verkaufen. Wenn du dir so ein Ding kaufst, kannst du für 100 Euro auf eBay verkaufen. Komm mit mir vorbei und zieh die Folien ab. Ich würde es machen. So, jetzt. Wo kommt das jetzt rein in das große Ganze dieser PC-Stadt? Ja, früher war es oben links in der Ecke. Ja, nee, aber das machen wir mittlerweile nicht mehr. Gibt's, nee, das jetzt natürlich. Ich glaube, es gibt noch Gehäuse, wo man es machen kann. Oh, vielleicht wenige noch, aber sehr mittlerweile wenige, ne? Kaum noch. Ne? Jetzt kommt der natürlich. Aber mittlerweile hat er einen eigenen Platz unten im Gehäuse. Hier ist auch ein Deckel dran, denn man sieht es dann später nicht. Ach, der kommt hier rein. Genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, wir müssen mal gucken. Ihr müsst mal hinstellen, euer Gerät. Kann sein, dass da hinten reingeschoben der wird. Schlüpfling. So. Genau, hier sieht man es schon. Jo. Der Tower steht. Hier, dass hier nochmal so eine Höhle ist. So. Genau. Und in die kommt das jetzt, glaube ich, rein, das Ganze. Genau, du musst hinten erstmal aufschrauben. Der steht doch jetzt auf dem. Du hast das jetzt falsch rum, oder? Jetzt steht es auf dem Kopf. Aber ist ja. So wild. So, man kommt da dran. Ist natürlich jetzt sehr schwer für euch zu sehen. Aber hier kommt das alles rein. Vielleicht kann ich das ja auch so bauen. So, jetzt hier ist jetzt ein geheimes Päckchen drin. Muss das erstmal raus? Genau, hier ist die Halterung für das Netzteil. Und ich glaube, es wird einfach so reingeschoben. Aha. Wir müssen mal gucken. Kann auch sein, dass und es aber wo reingeschoben? Hier so. Gut, aber das ist jetzt natürlich der so. Der Lüfter muss da unten gucken. Und das nach rein. Also der Schalter natürlich nach draußen. Genau, und eigentlich müsste man es so reinschieben können. Mhm. Wie soll genau. Oh, wow. Guck mal, wie das passt. Und das musst du jetzt dann da festmachen. Hast du die Box da rausgekriegt? Da noch. Ja. Da war ein kleines Rezept drin. Wie ich das jetzt hier? Das hängt. Hä? Ah, nee. Wie hast du das rausgekriegt? Da hast noch was vor. So. Perfekt. Erstmal losschrauben, diese Klappe. Ach, da ist eine Türe dran. Ja, klar. Und das muss jetzt da ans Netzteil ran.
Oder ans Gehäuse wieder, die Klappe. Nee, also genau. Weil sie das da nicht rauskriegt, so. Ja. Schaut, dass sie einfach hier die Türe aufmacht. Dann kriegt man das hier ganz leicht raus. So, was ist hier noch für ein kleines Geschenk für uns drin? Noch ein. Okay. Und jetzt kommt das Netzteil da rein. Genau. Und aber es ist normal, ne? Ja, ist normal, ja. Und hier hast du dann und die Verpackung. Die Verpackung. Und hier ist die Schrauben dann für das Netzteil. Wie rum? Der Lüfter muss jetzt bei dir nach oben gucken. Der hier zieht sich rum, hier durch das Lüfter. Klar. Und der Schalter muss nach außen gucken. Oh, was ist denn das für eine Geschichte? Das ist ein für Kabelmanagement später noch. Ach so. Ja, wenn man es schön haben möchte. Genau. Ich dachte, das wäre jetzt mal hier so irgendwie so ein schönes Armband. So, was muss ich wo? Und jetzt ganz rein. Und die? Naja, bis die es, hier? Genau. Deswegen am besten hinstellen. Jetzt guck das nach unten. Wenn du es umdrehst, dann liegt das Plan an. Ich glaube, das so. Ich kann es auch hochdrücken sonst. Und ich schraube da jetzt wieder die Tür genau. dran. Jetzt kommt die Tür dran und an die Tür kommen dann die Schrauben für das Mainboard. So ein Diebstahlschutz. Natürlich. Ah, okay, klar. Das ist auf der Laden, die Leute das Netzteil rausziehen. Ja, das kennt man. Oh, das ist ja furchtbar. Ich muss mich jetzt natürlich hier ein bisschen verbiegen, damit ihr hier auch was seht. Da kommt kein Dieb durch. Gut. Genau, jetzt sind da noch in der Packung Schrauben bei. Das war hier noch in dem Gehäuse drin. Genau, das sind für Festplatten, für HDDs. Wer sie noch hat. Ach, süß. jetzt hier, wo das Netzteil drin war. Da waren noch Schrauben drin. Genau, eine kleine Tüte. Aber du hast es, glaube ich, schon ausgepackt, oder? Bin mir nicht sicher. Oder ist es da noch drin? Es ist in der rechten Box. Da sind die ganzen Kabel drin. Ja. Oh, das sitzt. Genau, Mara ist schon fertig. Oh. So. So, ich würde mir dann schon mal hier so ein Armband gönnen. Die großen? Ja, ich glaube schon. Die mit den Drehern dran? Ja, modisch ist man dann schon mal ausgestattet. Hier, okay. Ich so. Glaube, das sind die richtigen, ja. Wo kommen die jetzt hin? Hier hast du jetzt die Löcher. Hier. Das passt. Ich glaube, du hast die anderen genommen, ne? Aber ist am Ende auch egal. Oder wo hier? Kann sein, ja. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das... Ich muss ein bisschen näher ran. Das Äußere. Ja. Hier? Ich wollte nochmal eine Trinkpause. Und da unten noch. Einmal festziehen. Im Chat steht, mir kommen nie wieder HDDs oder normale SSDs in die Kiste. Was denn sonst? Nur NVMe. Ach so, das, was wir hier haben. Oh, das ist ja perfekt. Ihr habt SSD only. Okay. Super. Ja, jetzt können wir es umdrehen. Wir können jetzt hier noch die Halterung rausmachen, dann haben wir ein bisschen mehr Spiel. Wir drehen es jetzt. Du kannst aber schon die Halterung rausschrauben da. Du hast noch ein Festplattengehäuse.
Da links. Oder hier, bei dir ist es hier rechts. Wo, was? Das hier. Die Halterung rausschrauben. Genau, die drei Schrauben. Ja, also dann komme ich hier durcheinander mit meinen ganzen Schrauben. Ja, die wirst du nicht mehr brauchen. Okay. Aber du schraubst gerade was anderes lose. Wie? Du schraubst gerade das Gehäuse, also nur die hier, die großen. Ach so. Ja, dann nochmal Rückzug. Und die kann ich ja auch dann, nee, kann ich nicht. Und die hier? Ja, und die noch links da unten. Dann kommst du da besser ran. Ich schraube jetzt hier alles ab, was mit dem Gehäuse zu tun hat hier, ne? Ja, nur die drei. Die Nippel, ganz großen. Die Nippelschrauben. Die hier. Genau. Aber ich habe jetzt die auch rausgemacht. Ja, die würde ich wieder reinmachen. Die hält das Gehäuse fest. Ja. Aber ich glaube. Kann sein, dass wir gerade genau den gleichen Fehler gemacht haben. Irgendwo hängt sie noch, oder? Hier? Wo hängt sie denn? Ja. Ah, da ist er. Wieder juckeln. Da ist der Juckelmann. So. Oder ist es für den Frame? Ja, die könnte man auch ausmachen. Kommt man da ran? Wir können auch noch von oben, glaube ich, ran. Schauen wir kurz. Ja. Nein. Darf ich dir hier eins von meinen Be Quiet Armbändern anbieten? Ja. Das sind 20 Euro das Stück. Ist hier eine Lücke? Ja. So kommst du dann ran oben. So, dieses Gehäuse hier habe ich noch rausgebaut. Das brauchen wir nicht. Und wir wollen ja nichts haben, was wir nicht brauchen. Hier hat ja alles seinen Platz, alles seinen Zweck. Genau, jetzt will ich einmal umdrehen, wieder. Links. Jetzt kommt. Ne, bei dir ist richtig. Ach ja, stimmt, du. Drehen. Deiner stand ja auf dem Kopf. So rum. Genau, und da drin sind noch so Kappen. Die werden hier auch festgehalten mit dem hier. Ja. Und am besten das wegziehen, ja. Und dann kann man den hier rausmachen. Ihn? Genau, ich habe bei dir schon. Achso. Die kannst du auch ausmachen, da siehst du ein bisschen mehr. Und jetzt können wir da die Kabel reindrücken. Hätte man noch vorher schon machen können. Aber. Und jetzt können wir hier die Kabel. Genau. Welche ihr braucht, wisst ihr natürlich, ne? Moment. Die Kabel sind in der Box. Die Kabel, die du in Hand hast, kommen aufs Mainboard. Was ist das? Nee. Also die brauche ich jetzt erstmal nicht. Nee, deine sind hier, Mara. Ach so. Okay. Oh ja. Oh, das sind ein paar Kabel. Genau. Wir brauchen einmal den 24-Pin. Die brauchen wir alle? Nee, nee. Eins, zwei, drei. Das ist richtig. 24-Pin. Ja. Das ist der mit den größten Stecker. Muss ich das hier losmachen? Okay. Nee. Nee, nee, musst du nicht. Euch den 24er mal an. Richtig 24 Ender. Ich glaube, das. Ich bin mir nicht sicher, welches jetzt ins Mainboard kommt. Steht da was dran? Sehen beide gleich aus. Genau, der kommt ins Mainboard und das andere in das Netzteil. Ach, der jetzt hier mit dem dabei bleibt, der hier. So, mal schauen. Ich guck mal kurz. Sind aber 1 zu 1 gleich. Das sind 24. Genau, das ist das Mainboard. Das kommt ins Netzteil. Das sind schon einige hier. Da. Okay. Das ist ja ein ordentlicher Besen. Genau, theoretisch kannst du jetzt auch eigentlich so machen. Guck mal. Wir machen es jetzt einfach mal leichter. Ihr brecht euch sonst die Finger da drin. Genau, das Netzteil hängt da jetzt an der Tür dran hier. An der Klappe. Kannst du da jetzt einfach rausziehen. So.
und dann einmal wieder reinstecken. Und du kannst es dann jetzt einfach jetzt schon bestücken mit den Kabeln, die wir brauchen. Oh, yeah. Dann brichst du hier drin nicht die Finger die ganze Zeit. Können wir es dafür hinlegen? Ja, ihr könnt es auch kurz runternehmen. Oder einfach den hinlegen, damit wir ein bisschen was sehen. Können wir auch machen, ja. Wenn das geht. Mhm. Wir müssen gleich noch an die Rückseite ran, weil die Kabelführungen da längs laufen. Ihr könnt aber auch oldschool alles ins Gehäuse schmeißen. Mir ist das egal. Also man wird den PC nicht sehen. Der ist bei mir im nee, der Tisch hat, drin. Der hat einen... Ach, der ist bei dir im Tisch drin? Ja. Na gut. Also, nee, wir müssen jetzt verschiedene Sachen von hier verkabeln mit dem Netzteil hier drin. Ja, ich bräuchte erstmal ein bisschen Platz, Herr Will. Ja, ich hab... Mal, da liegen noch... Also. So. Also bestücken das Netzteil mit den Kabeln, die wir brauchen. Okay, und du hast es... Wir brauchen einmal den 24-Pin. Und du hast das Netzteil jetzt wieder rausgeschraubt, da, oder wie? Genau, man kann es ja jetzt vorbestücken und dann ziehen wir die Kabel einfach nur hin und durch. So, und der hier kommt... Das ist das Mainboard. Moment, sorry, das heißt, ich schraube hier wieder alles auf vorne, um es rauszukriegen? Nur diese großen. Diese großen Dinger. Die draußen hängen hier. Also nicht die ganz großen, sondern die mittelkleinen. Und dann kann man es einfach wieder rausziehen. Genau, hier Mainboard. MB. Genau. Das müsste dann doch der hier sein. Der hier. Nee. Wie dann der? Ach ja, hier oben ist der andere. Ja. Genau. Klickt das irgendwie oder so? Sollte ja. So, auf den Tisch packen. Das ist natürlich jetzt. Ich kann ja einmal gucken. So. Ja, das ist fest. Genau, und der kommt da rein. Das nochmal MB Mainboard. Ist andersrum besser? Nö, ist egal, ne? So. Ja, es klickt aber nichts. Also falls ihr was klicken müsst. Nee, runterdrücken. Wenn es nicht rausflutscht, dann... Ich pack das jetzt hier so durch, oder wie? Nee, ich würde es rausnehmen und die Kabel schon mal reinstecken. Genau. Und dann können wir den ganzen Kabelstrang okay, also durchziehen. Den erstmal wieder rausnehmen. Nee, den brauchst du. Da kommen die Kabel ja ran. Und dann ziehen wir den ganzen Kabelstrang mit dem Mainboard da durch und führen das hinten raus. Hier das Netzteil durch. Genau, die Kabel kommen dann da rein. Ja, erstmal machst du ja hier quasi. Genau, wir bestücken das erstmal mit den Kabeln. Erstmal draußen. Dann legen wir die Kabel da rein und führen sie hindurch. Okay. Ganz verstehe ich es nicht, aber ist auch gar nicht nötig. Ich verstehe nicht, wie die Kabel dann da durchkommen, wenn das ja draußen ist. Nee, ist aber da drin. Das schiebst du da vorne wieder rein. Genau. Du machst ja nur eine Seite erstmal fest. Draußen ist der Knopf, drinnen sind die ganzen Stecker. Okay. Ich glaube, der hat es noch nicht. Nee, noch nicht. Ich habe es nicht verstanden, aber ist auch nicht wichtig. Wir bestücken das Netzteil jetzt mit den Kabeln, die wir brauchen. Okay. Das Netzteil steht da aber. Schieben das wieder rein und dann schließen wir den Rest an, oder? Das Netzteil brauchst du. Ja. Okay. Mach einfach dasselbe. Genau, drehen wir um. Wir brauchen ein bisschen Platz. Boah, das wäre so ein Trauerspiel, wenn du nicht hierbei wärst, René. Ich glaube, das wäre richtig. Ach na, ich glaube, das. Ich würde sehr viele Lull-Emotes im Chat sehen, aber ansonsten. Das kann erstmal so bleiben. So, jetzt machen wir der 24-Pin fürs Mainboard. Dafür ist es andere MB. Seite? Du brauchst die andere Seite, die ist getrennt, genau. Einmal den 6-Pin und einmal den, weiß ich nicht, das ist 12? Genau. Sehen wir hier irgendwas? Ah ja, hier sieht man es ein bisschen. Ne? Okay. Ja, es klickt nicht, es ist einfach nur rein. Ja, einfach so, genau. Einjuckeln. Mhm. Genau, dann müssen wir gleich mal gucken, was die Grafikkarte braucht. Jo. Genau. Jetzt brauchen wir, euer Mainboard hat 2x8-Pin für das Mainboard, also das Zufuhrstrom für CPU. Das heißt, ihr braucht jetzt hier nochmal, die sind auch beschriftet hier an der Seite. Das ist PCI ist dann halt Grafikkarte und hier ist CPU. Brauchen wir einmal. An den Steckern steht CPU dran. Mhm. Also man muss erstmal sich vor Augen führen, was wir hier für eine Auswahl an Kabeln haben. Ich möchte euch das mal zeigen. Ja. Also das ist wirklich unfassbar, wie viele verschiedene Möglichkeiten CPU wir haben. CPU dann später da und das hier? Genau, erstmal da. Das ziehen wir dann durch, so. Das kommt dann hier später ran. Hier steht es nirgendwo. Das ist ein ganz normaler...
dieses P8. Und ja. 8 und... Nee, das ist wenig. Ah doch, hier. Genau. Okay. Weil hier hast du sonst keine CPU-Beschriftung, ne. Das ist ein P8. Und wo muss das rein? P8 geht zu... Genau, davon habt ihr zwei. Zu CPU. Dann nehme ich mal den Ober... Ja. Das, was beschriftet ist mit... Sind beide beschriftet mit CPU? Genau, das, was beschriftet ist, kommt aus Mainboard und das nicht beschriftete kommt ins Netzteil. Gut. So. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Festplatten? Die kriegen Strom direkt übers Mainboard. Klar. Grafikkarte? Grafikkarte, genau. Grafikkarte. Jetzt müssen wir aber gucken, wie viele Anschlüsse die hat. Das würde ich einmal nämlich rausziehen und gucken, ob die 2x6, 1x6, 1x4 oder wie viel wir am Ende dann brauchen. Ich glaube aber 2x PCI wird lang. Ist das eine gute Grafikkarte? Das ist High-End, ja. Ja? Kommen da so ein paar Leute im Chat gerade in Schwitzen, wenn sie das... GX 3080 Ti. Schreibt genau. Da mal in den Chat, ob ihr da euch das Herz aufgeht. Da kannst du auf jeden Fall nochmal Festival Wild rausholen, sag ich mal. Die räumt auf. Ist eine 3080 Ti, die 4000er Serie ist. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht, ob jemand überhaupt die hat. Festival Wild. Oh, hier ist das gute Stück. Das ist doch mal ein schönes Törtchen, oder? Und genau, Strom ist Strom. Auf der anderen Seite, das kommt später ins Mainboard. Genau. Und das sind 2x8, oder? 2x8, genau. Dann brauchst du auch 2x PCIe von deinem Mainboard. Braucht dasselbe? 2x PCIe. Ich denke, ja. Okay. Ich glaube schon. Ich nehme das mal ab. Und da steht hier auch drauf PCIe. Die schreiben im Chat, das sei alter Käse. Ja, zweimal brauchst du auch. Zwei Achter? Ja. Oh, Achter. So. Alter Käse ist gut, ey. So. Und also, gibt es ein Kabel, das zwei Achter hat, oder haben wir zwei von diesen Achterkabeln? Nee, die sind immer gesplittet. Die sind so gebündelt, ne? Ja. Weil einige Karten haben 2,6 oder nur 1,6 oder 1,8. Deswegen sind die dann halt ab da modular. Also aufgelöst. Aha, das ist aber dann auf der anderen, auf der Netzteilseite sind es aber 2x12. Genau, ja. Also 2x12 wird zu 2x8. Was passiert denn in so einem Kabel? Aus 12 wird 8? Nee, es sind genauso viele, kommen raus wie auch rein. Wo mache ich denn? Hier gibt es ja so ein Doppel-PCI oder noch so einen einzelnen. Kann sein, dass einiges Ground ist. Vielleicht ist das zusammengelegt. René? Hm? Du hast zweimal. Ja, du kannst, ja, ist egal. Da, wo du es gerne haben willst. Dann mach ich jetzt mal hier. Aber eigentlich sollten auch alle wirklich bestückt sein. Ja. Hier sind ja 3x8 Slots für Grafikkarte. Ja, theoretisch kannst du 2 Grafikkarten reinmachen davon. Ach so. Ja, das brauche ich, glaube ich, für Age of Empires 2. Ja, ist. Hast du das schon gefunden? Ja. Das ist von. Ja, ich habe es ganz allein gefunden. Es hat mir nicht an die gegeben. Ich habe hier nichts rausgegeben. So, das sind die mit den 5000 N. Diese Klötzdinger hier? Da steht ja PCI drauf. Ja. Genau, CPU hast du auch schon, ne? Zweimal. Ach so, das ist ja verrückt. Also wir haben... Bei dir fehlt noch einmal CPU und zweimal PCIe. Bauen Sie einen PC oder je einen? Ja, das war so eine Überlegung, ob wir nur einen bauen und uns danach hinter der alten Mühle treffen, um das auszuschlagen. Das ist jetzt das Richtige. Wer den behalten darf. Wir haben auf der einen Seite 2x12. Ne, 12. Und hier haben wir 1x6, 1x6, 1x2, 1x2. Und das kommt jetzt unter PCIe ins Netzteil? Ja. Ja, wir wollten das draußen ausbaldöbern, wer dann den einen PC mitbekommt. Dann haben wir doch gedacht, mal doch zwei.
Ja, so, da brauchst du jetzt noch eins von, glaube ich. Das ist ja verrückt. Ja, es gibt ja verschiedene Grafikkarten, die verschiedene Stromanschlüsse haben. Deswegen ist es gesplittet da. Aber da sind doch jetzt zwei dazugekommen, oder? Wenn es, wenn aus 12 16 werden? Ne, es sind 12. Was ist das denn für ein Hexenwerk? Das ist ein richtiges Rätsel. Ich glaube, das ist Ground, oder? Ne, aber jetzt guck mal. Hier geht's los mit 12. Ja, die sind zusammengelegt. Das ist vielleicht, und das kann gut Ground auf der sein. Anderen Seite sind die beiden Sechser. Das sind ja schon mal 12. Was sind die beiden noch? Ich kenne die PIN-Belegung nicht, aber es kann Ground sein. Was für ein Ground? Naja, Erdung einfach. Also. Ach so. Hier ist auch noch eins. Deswegen ist der doppelt belegt, ja. Aber wie gesagt, ich kenne die PIN-Belegung ja schon dran. Verrückt. Also ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich finde faszinierend, dass da einfach 4 weitere erscheinen einfach aus nichts. So, und den braucht man nochmal. Ja. Okay. Dankeschön. Und einmal noch P8. Aber das war jetzt falsch. Der fehlt mir noch eins? Nee. Nee, du hast die beiden für die Grafikkarte, du hast zweimal CPU, du hast einmal Mainboard. Ja. Wir haben ja keine Festplatten, deswegen brauchen wir Drive nicht. Was brauchst du noch, Florentin? Das sind nicht 12, sagt der Chat. Ich kann es mir noch mal gerne angucken. Aber das sind doch 12, oder? Das sind 2 mal 6. Das sind 12. Hier auf der anderen Seite sind 6 plus 6 plus 2 plus 2. Die sind doppelt belegt. Auf der Seite. Ah, okay. Das CPU, also die brauchen dann nur den halben Strom sozusagen. Okay. Das ist aber auch schön. War das schon immer so, dass die Kabel so sind? Oder ist es eher bei neueren? Nee, das kommt drauf an. Dann nochmal. Also, P8. Etwas teureren Mainboards haben gesleevte Kabel. Weil die sind schon sehr cool. Etwas günstigeren für Einsteiger haben halt einfach ganz normale Kabel, einfach Gummi. Aber es gibt da ja auch Kabelmods. Verschiedene Farben. Es gibt auch mittlerweile Kabel mit LED-Streifen drin, dass du die halt in deine RGB-Gehäuse anbindest. Okay, wenn man den so wirklich, dieses ganze Geleuchte und so sehen. Nee, okay. Genau. So sieht es mittlerweile aus. Ein riesiger Klump hat. Das ist ein riesiger Kabelkram hier, der hier in die verschiedenen Slots eingesteckt wurde. Okay, haben wir es damit? Ja. Wir haben jetzt zwei für CPU aus P8. Und zweimal PCIe. Zwei PCIe für die Grafikkarte. Genau. Und dann noch ein MB. Genau. Das ist fürs Mainboard hier. Nee, wir haben zweimal MB. Achso, okay. Genau, das ist ein 6er und ein 24er. Okay. Cool. Genau, Drives braucht ihr nicht. Ihr habt ja keine HDDs oder SSDs. So, dann, und jetzt schnödeln wir das alles. Wird's wieder reingeschniedelt. Genau, am besten hinstellen und dann einmal durchführen. Hinstellen, sodass es unten ist oder dass es oben ist? Ja, dass unten ist. Vielleicht kann man es hier jetzt gut sehen. Jetzt kommt hier eine Schlängelei. So, jetzt wird nämlich hier alles gepackt. Es wird einmal angepackt. So. Genau, erstmal die Kabel, die kannst du mir geben. Ich ziehe sie dann mal durch. Kabelkram hier durch, den kann man dann hier schön an der Seite rauslegen. Und dann. Das Mainboard einfach reingeschoben. Da ist der Stecker links, der Schalter links. Was hängt hier? Oder? Genau, der Lüfter muss unten sein, das ist richtig, ja. Was hängt hier noch? Einfach juckeln. Juckel! Jetzt wieder festschrauben. Genau, jetzt wieder festschrauben. Haben wir es doch. Soll ich dir helfen da drin? Ich weiß nicht, ob das alles war. Ja, jetzt. Jetzt kann man es einfach reinschieben, ja. Genau. Und dann wieder festschrauben. Sehr schön. Perfekt.
Sehr gut. Jetzt nähern wir uns auch so langsam in den Endspurt. Oh, das war was. Vom Endspurt. Nur auf dem Weg ist eine Schraube abhanden gekommen. Von was? Von diesen Drehern hier, ja. Aber vielleicht habe ich die sogar aufgehoben. Ich glaube, da war ich noch hellwach. Ah, guck mal, habe ich doch aufgehoben. Hellwach, der Junge. Hellwach. Ja, jetzt kommt das Kabelmanagement. Das ja. Trockene. Man kann sich da natürlich verlieren drin und das alles sehr schick machen. Nö, das ist mir egal. Oh, das ist das Am Schlimmste. Ende ist da eine Klappe dran. Dann brauchst ich glaube, ich würde es nur ganz schick machen, wenn ich da so eine Glasplatte und würde das immer sehen wollen und so. Du hast eine Glasplatte. Ja, aber es ist ja im Tisch. Okay. Aber theoretisch, wenn der Tisch irgendwann weg ist. Nee, der ist nicht weg. Das will ich immer so haben. Ich will das Ding nicht sehen. Ich will nur hören, wie es leise schnurrt und ansonsten nichts. So, okay. Ja, hier ist auch noch ein... Ah, das ist ganz schrecklich. Ist das das Richtige? Nee. Nee. Nee, das ist gar nicht das Richtige. Ich frage mich schon, warum das gar nicht reingeht. Dann ist es vielleicht doch verschwunden. Was ist denn die andere Kamera, die weiße? Die ist runtergeplumpst. Wir können mal einmal da hinten den Typen im Karton zeigen. Ja, warte. Da. Da hinten. Die ganze Zeit sitzt er. Still in seinem Kartönchen. Und guckt zu. Vielleicht, theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch noch zumachen und er wird nichts sagen. Okay, kannst du wieder wegschalten. Aber das ist falsch, ne? Wenn es passt. Ja, so bist du drauf, oder wie? So bist du drauf. Wenn es passt, dann pass. Sollte eigentlich passen, ja. Ist ja egal, was dann, ob jetzt der oder der andere Kopf. Schnurrt leiser, wenn die Kabel nicht die Luftzirkulation stören. Ja, das muss natürlich gegeben sein beim Kabelmanagement. Ja, das ist auch so ein Mythos. Oh, okay. Chat die Grini, ich bin gespannt. Los geht's. Da gab es auch sehr viele Tests, ob jetzt Kabel im Gehäuse die Luftzirkulation halt im Weg stehen oder nicht. Und am Ende war es egal. Okay, alles klar. Kannst Chat gegen Empirie. Wer gewinnt? Zack. Aber es ist natürlich fürs Auge schön. Das Auge ist mit. So. Wer noch die 90er und Anfang 2000er Rechner gebaut hat, der kennt den Haufen in alle von reingeschmissen. Drehen wir es jetzt auf dem Bauch sozusagen? Ja, wird gerade ein bisschen schwierig, weil ihr müsst hinten die durchführen. Sonst liegt das auf dem Kabel und du kannst es nicht reinführen. Also am besten, so wie du es jetzt hast. Also jetzt wird es schwierig zu gucken, weil du musst an zwei gleichzeitigen Sachen arbeiten. Okay. Also auf jeden Fall ist hier jetzt unser ganzer Kabelsalat hier. Und wie geht's jetzt weiter? Der wird jetzt... Genau, ich würde jetzt mit dem Mainboard anfangen. Du hast den 24-Pin, also den großen Stecker. Den kannst du durch die Rosette führen. Also hier wieder auf die Innenseite, oder wie? Genau. Und dann wird er da bei den RAM, bei den Arbeitsspeicher eingefügt. Ja, dann lass es mal auf. Wie RAM? Wo bist du hier? Genau. Wie rum denn, René? Wie rum? Mit dem Nippel, da ist so ein kleiner Knopf, so ein kleiner. Ja. Genau, da muss der Stecker da so in der Richtung. Oh! Das ist eins abge. Nee, doch nicht. Ja, die kannst du zusammenklippen. Aber ist es nicht schlauer, den ganzen Batzen da durchzuschieben? Ja, die müssen überall anders hin, leider. Ah, die müssen überall anders hin, okay. Eieieiei. Du kannst es auch überall durchschieben. Ich kann euch sagen, wo es hinkommt. Und dann legst du es auf den Rücken. Knackt das irgendwie, wenn das zusammen... Eigentlich schon, aber es kommt auch darauf an. Manchmal sind die sehr fest oder sehr locker, so wie der hier. Der wird nicht knacken. Nee, der knackt nicht. Der knackt nichts. Genau, der soll ich nochmal gucken? Ja. Das sind so die Kleinigkeiten, wo es am Ende dann halt... Boah, das ist ja schrecklich. Der Rechner dann vielleicht nicht angeht. So. Alles gut. Ja, den Nippel durch die Lasche ziehen, ja. Das ist ja. Na, obwohl, doch. Das ist ja ganz. Ich habe hier, glaube ich, keine Fremdkörper mit dabei. Dann hast du hier CPU. CPU ist hier oben. Genau, du hast den 24-Pin, ne? Oh, ja. Dann muss ich ja einmal schlängeln. Genau, der kommt da beim RAM, ja. Und ich würde es unter den Schläuchen führen. Komme ich da überhaupt hingeschlängelt? Ja. Und ich würde es hinten durch die Rosette hier.
Also von hinten da durch? Ach, weil sonst so. Hast du den ganzen Kladderadatsch vorne im Gehäuse. Wie kann ich denn... Okay, nee, gut, dann habe ich es falsch gedacht. Muss ich ja jetzt hier einmal biegen. Ja, genau. Hier oben ist es ein bisschen fummelig. Aber hier ist die Richtung egal. Nee, oben ist auch der Stecker. Genau, klack. Das war's. Zack. Dann hast du noch ein CPU. Ich hoffe, du hast... Ja, perfekt. So meintest du? Ja, noch einen höher. Oder auch noch ganz oben kannst du auch. Da ist der kürzeste Weg. Kannst, ja, genau. Und da kannst du jetzt schön dann den reinklippen. Der hat auch geknackt. Genau, das war das. Und dann haben wir nur noch GPU und GPU können wir... Aber es muss dieser Clipper auf der... Ist der das ist relevant auf welcher Seite? Ja. Innen heißt zum CPU gewandt. Zum RAM, ja genau, zum CPU. Genau, der ganze kommt da durch. Und dann ist Mara auch schon so gesehen damit fertig. Mit Verkabeln. So, der kommt wohin? Das ist später Grafikkarte, genau. Ja. Du hast jetzt aber hier noch ganz viele Sachen, die aufs Mainboard gehören. Die ist auch noch hier. Was mit dem Lümmel? Wo geht er hin? Pumpe, ne? Ja. Genau, der kommt auch aufs Mainboard. Aber warte mal, wir stecken kurz noch das hier rein. Du hast einmal hier einen PCI. Ja, das ist ein USB-C für die Frontpanels. Ich muss einmal gucken. Ist hier irgendwas falsch? Ja, der muss da rein. Der kommt darauf. Hier muss man aber sehr. Wie kriege ich den hier nicht rein? Das ist der. Ich hoffe, ich habe es. Das ist ja auch echt. Zack! Oh, der hat richtig geklappt. Mag das ja, wenn es klackt. Dann weiß man Bescheid. Dann hast du einmal. Ich helfe gleich Florentin. Wo ist dein. Kann ich ja mal gucken? Dann hast du Front-USB 3.0. Der kommt da auch rein. Ja, kann man. Ich schieb den. Warte mal. Zack. Genau, der hat so eine Nase. Müsste der Stecker auch haben. Klappt? Na, an die Nase. Ich krieg den nicht rein hier. Ran an die Nase. Ich weiß. Oh, René, guck mal, nicht das hier ist, weil das macht so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das da hinpasst so richtig. Ja, ja. Das ist halt. Ich krieg das nicht. Was ist da los? Ah, doch. Fummelig, ja. Willst du ihn hinlegen, dann kannst du von oben. Oder willst du erstmal die anderen machen? Dann können wir es hinlegen und dann kannst du den großen. Okay, also jetzt erstmal. Genau, jetzt kommt CPU. Der Wert. Das bedeutet was? Wo ist der? Also du hast. Das hier ist. Kannst du mal wieder umstellen auf alle? So. Du hast einmal hier Grafikkarte. Du hast beides Grafikkarte. Und die müssen jetzt hier durch die richtigen Schlitze geführt werden. Wir machen erstmal CPU. Okay. Das ist auch Grafikkarte? Genau. Hey, ragen jetzt noch so ein paar nach draußen. Ist das hier alles? Die kommen hier oben und dann kannst du von der anderen Seite. Ich glaube, wir müssen nachher schneiden. Und einmal wegklipsen. Die, ja, das ist noch Frontpanel für Audio. Genau, und die kommen hier oben ran. Da. Mit den Clippern. Und ist es egal, welcher wo? Genau, ist egal, links oder rechts. Ich würde erstmal mit dem linken anfangen. Ja. Und der Clipper nach oben. Genau. Genau, den einen kannst du hier durchführen. Der kommt. Welchen? Hier. Der hier? Nee, den brauchen wir nicht. Der hier? Der ist. Oder den? Den ja, das Audio. Wo kommt der durch? Am besten hier. Siehst du meinen Finger? Ja. Und dann hier durch, nicht oben. Was? Ja. Achso. Der wird darauf gesteckt. Muss ich das Rote dann erst abmachen? Nee, das Rote sind Kondensatoren, die bitte nicht abmachen. Okay, sind drin. Beide? Sehr gut. Ja. Genau, dann hast du eigentlich schon alles fertig. Dann haben wir einmal hier. So.
ein bisschen schwierig, jetzt alles einzufangen. Haben wir einmal USB-C für Frontpanel. Der hier. Soll ich mal versuchen, hier mit dem, ja, mit dem Gedöns hier mal zu filmen? Für der ist hier vorne, so ein silberner. Ich war das hier nochmal? Das ist genau der. So ein silberner. Ja, Mara hat's gesehen. Aber es ist einfach ein USB-Stecker, oder wie? Oder nicht? Nee, der wird zu einem USB-C hier vorne. Das ist der hier, den du gerade ansteckst. Okay. Ja. Ja, ist drin, glaube ich. Dann haben wir einmal Front-Audio, wenn du das brauchst. Das sind die hier, wenn du da einen Kopfhörer anschließen willst. Gerne. Ja, warum nicht? Alles, was geht. So, dann führe ich das mal hier durch. Der ist nämlich unten. Da. Ach, da ist eine Klappe noch, ne? Ja. Ja. Aus. Mhm. Genau, und der kommt ganz nach links, müsste da reinkommen, da. Mhm. Sehr gut. Ja. Dann haben wir noch USB Frontpanel, das ist auch hier. Das ist der blaue. Der kommt hier. Seitlich da so rein. Ja, der ist ein bisschen schwieriger, der hat eine Nase. Genau, der hat eine Nase. Und die ist nach rechts, oder? Nee, warte mal. Da, wo die Nase ist doch nach rechts, oder? Hey, warum sieht denn das bei dir anders aus als bei mir? Nee, das ist über den SATA. Hier, oder nicht? Ja, du kannst auch da reinstecken, ja. Aha. Bei dir waren die verdeckt vom Kabel hier. Ach so. Und dann haben wir noch einmal die ganzen Power-Switch-Sachen. Das ist das hier. Das machen wir aber gleich. Das kann schon nach vorne durch. Ja. Das kommt da rein. Das hier ist für Lüftersteuerung. Die klemmen wir aber gleich aufs Mainboard auf. So nah habe ich Florentinsand noch nie gesehen, sagt der Chat. Wow. Leg das mal an. Und das hier ist dann Grafikkarte. Ich schiebe das mal alles hier so durch. Kannst du da gerne mal anwenden? Ja, kann ich die auch schon anschließen? Ah, nee, die sind ja auch gleich drin, ne? Nur der 24er, den kriege ich noch nicht rein. Genau, wir legen es gleich hin, dann ist es leichter. Richtiges Handmodell. Genau, alles durchziehen, können wir später zurückziehen. So, dann haben wir das Gröbste schon mal verkabelt. Okay, und jetzt können wir das so hinlegen. Jetzt können wir hinlegen und dann kriege ich auch den 24er nochmal rein. Genau, von oben dann. Huh, okay, wow. Okay, muss man nochmal wechseln hier? Irgendwelche... Stark, jetzt können wir wieder auf den normalen gehen, glaube ich. So, jetzt sehen wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive, wie hier alles ankommt. So, langsam nimmt es hier Gestalt an. Jetzt würde es mich echt interessieren, warum ich den The Two Towers 24er nicht bekommen habe. So. Weil sieht es irgendwie ordentlich aus. Bei wem? Bei mir? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber naja, egal. Ja, weil diese Kabel alle außen sind, die sind bei ihm noch drin. Ja. Ich krieg den 24er nicht. Muss der Clip innen Richtung CPU ausgerichtet genau sein? Genau so. Willst du uns mal helfen? Mach ich hier irgendwas falsch? Stench? Mara hat es wunderschön hingekriegt. Darf ich mal ein geschultes Auge drauf werfen? Gerne. Ach, du hast das falsch rum. Oh, Moment, es hieß aber Clip in Richtung CPU. Na, hier ist doch die Nase da. Ja, ich dachte, der Clip ist auf der anderen Seite. Na gut. Habe ich nicht gesehen. Kann man das noch ziehen? Ich glaube nicht. Oh, jetzt habe ich mich geschnitten. Ja, das passiert sehr häufig. Eigentlich ist ein Wunder, dass es noch nicht bei euch passiert. Jetzt bist du echte PC-Bauerin auf jeden Fall. Genau, am Ende jetzt hast du Blut in deinem PC. Am Ende sieht es so aus, als wenn man mit Katzen gespielt hat. Die Hände sind komplett aufgerissen. Wo hast du denn reingefasst? Das ist ja richtig doll. Ich weiß es auch nicht. Ich muss kurz flüchten. Ja, hol dir mal ein Tuch. Falsch rum. Jetzt drin? Ja, jetzt ist drin. Wunderschön. Ja, schön. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Powerknopf und sowas. Also wir können das mal ganz kurz angucken. Alle Kabel sind jetzt hier entweder parat
oder sind schon hier verbaut worden in alles Mögliche. Und hier hängt auf jeden Fall noch eine Menge rum. Aber wir kommen in die richtige Richtung. Powerknopf. Genau, Power Reset. Das kommt jetzt. Die Anschlüsse sind alle hier. Weiß ich, vielleicht drehst du es zu dir hin. Oder du machst es über Kopf. Genau, das legen wir jetzt mal weg. Wo haben wir die denn hingepackt? Ich habe sie doch durchgeschoben. Ja, das ist die Pumpe. Hier. Sind die verschwunden. Genau. Ich guck mal an der Mainboard-Tüte. Es gibt bei einigen Mainboards so Halterungen, wo du es vorher reinklippst und dann wirst du nur raufgeschoben. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, welche von diesen ganzen Tüten. Ja, ich habe hier mittlerweile so viele Tüten. Festgeschraubt sowas hier? Zeig mal. Nee, das ist vom Netzteil noch. Gibt es noch einen OC, aber braucht ihr nicht. OC brauchen wir nicht. Oh, hier ist doch so eine ganz kleine Mini-Lüftung. Genau, der kann auch für den Chipsatz. Ach, der ist ja super. Aber ist optional. Aber du bist schon in der richtigen Richtung. Also das war alles im Memo drin. Ja, wenn man das einmal vermischt. Hier gibt es noch einiges. Das ist, glaube ich, für die Kühlung. Genau, das ist ein Y-Stecker. Ja, sonst machen wir es einfach so. Dann hier ist noch so ein USB-Gedöns. Aber gut, dann machen wir es halt oldschool. Dann machen wir es wie unsere Vorväter. Dann müssen wir jetzt durch. So, wir haben hier Plus LED, HDD LED, Power Switch, Reset Switch. Genau. Das ist Position 21 und der ist belegt. Wir haben den Power LED. Ist oben. Ah, ich habe den Finger jetzt sicherheitshalber mal ganz abgeschnitten. Auch sehr gut. Okay, was bedeutet denn 21? Sieht man da hier irgendwas? Ja, das ist hier unten immer. Da. Ist, glaube ich, auch sogar beschriftet. Also, das ist außerhalb meiner Dioptrienreichweite, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, aber das sind dann einfach... Das sind die Schalter, die vorne dranhängen, ja. Und die LEDs. Das sind hier so ganz kleine. Okay, mit welchem geht's los? Mit der Power-LED. Und das ist einfach hier der erste, oder wie? Genau, Plus ist nach links, also der? Und die aus nach rechts. Der hier? Ich sehe es nicht. Der erste? Nee, also da, beim Anschalter. Der untere? Du machst es ja gerade über den Kopf, genau. Der obere. Und danach brauchen wir noch die Grafikkarte, oder? Genau, der obere. Der obere links. Und der untere ist? Der untere ist HDD-LED, die untere Reihe, und der obere Reihe ist Power-LED. Und Plus ist der linke, ganz oben links. Und Minus der da drunter ist Minus? Nee, Minus ist rechts daneben. Ist bei dir auch? Hier? Minus ist rechts? Einer von denen, was der Power-LED heißt. Ich glaube, die hier, die losen. P-LED? Genau, Plus ist der obere, ganz außen. Gott, kannst du das machen? Das muss man ja fast zusammen reinstecken, eigentlich, ne? Also wir haben hier Power-LED Plus. Minus. Was war unter Plus und Minus? HDD-LED. HDD. LED. Und dann haben wir HDD-LED. Plus auch links. Doom schreibt, ich hatte mal so einen coolen Adapter für diese Stecker, der war praktisch. Was meint er damit? Ja, den haben wir gerade gesucht. Aber ach so.
Entweder ist es in den Tüten verschwunden. Es ist in den Tüten verschwunden. Aber einige liegen es auch nicht dabei, es ist halt auch immer. Es ist halt echt. So. Nicht richtig. Ja. Jetzt habe ich die Seite verloren. Aber ich kann es, glaube ich, lesen. So, das andere ist. Welche Seite war es? Power. Denn? Nee, das kann man lesen hier. Also neben den, also oben ist Power dann noch, Power SW und darunter ist Reset. Und dann bleibt ein Pin frei, oder was? Ja. Einmal Reset und zack, Power. Also neben, genau. Woran hast du dich geschnitten? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Du hast irgendwo hier? Ich wollte ja hier diesen komischen... Wenn jetzt machst du mit der anderen Hand nochmal. Aber es ist nicht relevant, wie rum diese Power nee, da sind, nicht. Oder? Das ist nur für die LED. Oben hast du Power, unten SW, ja. Alles gut. Okay. Gut. So, dann kommen jetzt die Verkabelungen hier. Das sehen wir dann bei der Wasserpumpe. Die Wasserpumpe, ja. Da ja. Haben wir. Also wir haben auf jeden Fall RGB. Das ist der hier. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, es müsste irgendwo hier. Der kommt auch in eins dieser Kabel rein, oder wie? Ja, das kommt hier rechts. Also hier sind die RGB-Anschlüsse. Bei dir ist auf dem Kopf, also da. Ah ja. Genau, da ist einer fehlt ja in der Mitte, das sind drei Pins. Kann man da reinstecken? Kann man natürlich aber auch einfach. Und in welchen der beiden ist egal, oder wie? Ja. Das sind einfach zwei. So, und das hier ist die Pumpe dann. Und Pumpe müsste das Mainboard eigentlich haben. Entschuldigung, ich mach einmal. Drehen. CPU-Fan. Wie sieht das aus? Na, das ist beschriftet. Das sind die hier. CPU-Power-Pumpe. So, hier habe ich das jetzt gerade angeschlossen. Das war dieser Dreier von der Pumpe. Water Pump ist über den RAM. Water Pump ist über... Genau, von den vier Pinnen. Aber ich habe einen Dreier, habe ich. Genau, ja. Und ein... Der passt da aber auf. Vier Pinnen ist PWM. Und es ist egal, welche drei? Ich hier treffe? Ja, da ist ja noch so eine Führung. Ah ja. Der eine wird dann ausgelassen. Und da ist auch egal, welchen von den beiden? In den rechten davon. Genau. In den rechten. Das ist Water Pump. Im Chat okay. Wird jetzt hier schon auch schon wieder gegen Windows 11 gehatet. Bleibt noch dieser Stößel? Ja, das ist, glaube ich, einfach nur ein... Ich weiß nicht, ob man damit noch... Ist da ein Dings drauf? Eine Kappe? Ja. Ja, da kannst du dann noch mehrere Geräte anschließen, die dann auch RGB haben. Brauchen wir nicht. Kann hinten raus. Aktuell nicht. Gut. Damit ist die Pumpe angeschlossen. Genau, jetzt können wir die Lüfter einbauen. Da jetzt waren wir ja können schon wir die Lüfter einbauen, genau. Vom Radiator. Und dann kommt die Grafikkarte. Und dann haben wir es. Dann schließen wir die Grafikkarte an mit Strom. Und dann können wir gucken, ob was angeht. So. Ja, das wird jetzt traurig. Wenn Lüfter, die Kabel kommen jetzt. Wo haben wir hin? Bin mich sicher, das sind deine, ne? Ja. In welche Richtung sollen die Kabel zeigen? Am besten nach hinten. Dann kann man sie runterführen so. Also nach hinten. Hinten, also in diese Richtung. Ja, so. Also das ist hier hinten so raus. Also das so nach unten. Ja, genau, nach unten. Okay. Das ist raus. Ich mache mal die eine Hand, die über die nicht mehr geht. Und da waren ja Adapter dabei, die können wir dann am Ende ziehen. Oh, eine okay. Harte Hand. Ist da unten? Ist da schon eine? Nee. Nee, ich glaube nicht. So, hier hast du alle drin gelassen. Da sind alle drin. Ist der Rest noch irgendwo hier? Da liegt noch eine. Oh nee.
wieder so ein bisschen. Also, hier okay. Direkt an den Radiator kommen jetzt hier diese Lüfter ran. Die Kabel zeigen nach unten von meiner Perspektive aus jetzt gerade. Also wir können ja ein bisschen Kabelmanagement machen. Da kann man auch sich sehr gut verlieren drin. So. Müsste klappen, ne? Jetzt? Ah. Jo. So. Oh, hier ist ein bisschen. Ja, ist jetzt ein bisschen im Weg, aber kann man nicht finden. Ja, da ist. Das ist ja gut, geht. Jetzt musst du gleich den hier nehmen, der ist ein bisschen kürzer. Soll ich mal kurz? Tja, mach erstmal hier oben. Mit zwei Händen dann. Ja, perfekt. Leichter. Ja. Der geht ja wieder. Dann hast du geklappt da mit dem? So. Sehr gut. Der letzte Lüfter noch. Also meine Empfehlung, falls ihr zuschaut und ihr seid einhändig, macht auf jeden Fall, holt euch noch eine Person dazu. Also eine Menge Lüfter hier. Also wir haben hier drei, dann nochmal einer und hier sind auch nochmal zwei. Also hier alleine hier sind jetzt sechs Lüfter. Und die saugen eigentlich alle die Luft raus eigentlich, oder? Also die drücken jetzt, du hast die auch mit alle richtig angeschlossen, die drücken Frischluft rein an der Seite. Ja. Die drücken die Frischluft raus. Ah. Und der auch. Also du hast eine Zirkulation, vorne kommt Frischluft rein, oben und hinten geht sie dann halt raus. Okay. Kannst du nochmal da unten gucken? Ja. Das ist eine richtig steife Brise da drin, ja, du. Wenn alles gut läuft. Und die da orientieren sich... Mit dem Wasser, da ist ein richtiger Meeresurlaub da drin. Ja, so ein richtiger Sturm da drin. Ja. Da kommen wir natürlich so scheiße ran, ne? Ah, hier fehlt das Gummi leider. Die sind hier weggerissen. Was? Da oben noch? Ja. Ja, hier sind die Gummis weg leider. Aber das passt. Jo, das hält. Der hier zieht gut an. Gut. Und das lohnt sich immer quasi, das selber zusammenzubauen, anstatt schon alles zusammengebaut zu kaufen? Es kommt drauf an. Du hast dann auch andere Vorteile, wenn du komplett PCs kaufst, wie Rückgabe oder sowas. Mhm. So musst du dich bei Defekten halt immer direkt mit den Herstellern dann auseinandersetzen oder mit dem Versandhaus. Und natürlich erstmal gucken, was überhaupt der genau, Fehler war. Ne? Manchmal ist es auch, es gibt halt viele Versandhäuser, die Elektronik verkaufen und einige sind kulant, einige pochen da drauf auf keine Rückgabe, weil du dann schuld bist. Es ist immer schwierig zu beweisen bei einer Grafikkarte oder bei anderen Sachen, dass du es beim Einbau nicht kaputt gemacht hast oder andere Sachen. Das hat geklappt bei euch hier, diese Schraube? Ja. Ja. Bei uns ist der weiter vorne. Wir haben den nicht so weit nach hinten gedrückt. Ach so. Deswegen musst du vielleicht nochmal lose machen ein bisschen und dann nach vorne schieben, ein kleines Stück. Ich tritt da tausendmal gegen, ne? Ich pack's mal hier. Ja. Genau. Am Ende, ja, du sparst halt die Arbeitszeit, die das Versandhaus, wenn es die Komponenten zusammenbaut, das sparst du am Ende, ne? Aber es gibt auch viele, wo du deine Komponenten in den Warenkorb packst und die bauen es dann halt zusammen. Mhm. So gesehen ist es dann ja auch fast Eigenbau. Ja, so geht's. So kannst du festschrauben. Genau. Viele vertrauen sich halt nicht. Also so eine IO ist wirklich schon. Mhm. Ihr habt es jetzt selber, ihr macht es ja nicht täglich. Du hast dir das alles selber beigebracht? Ja.
plus, ja. Ja, man, also es gibt ja nicht, keine, ich weiß, gibt es eine Ausbildung für PC-Zusammenbau? Ich glaube nicht. Schulung? Wie viele hast du schon zusammengebaut? Was bist du? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also eher ja, so 10 oder 50? Oder? Ich glaube über 100, 200. Über 100, okay, wow. Also ich habe hier schon die ganze Belegschaft habe ich zusammengebaut. Du, Marco, ja, Wirt. Florentin aber auch, oder? Nee, ich habe meine ist von der Stange. Florentin hat von der Stange gekauft. Aber du kannst dich an jeden erinnern. Und jeder ist ein Teil von dir. Ja, sind alles meine Babys. Ich habe Gino. Ich habe Ilias. Ja, jeden Kollegen halt, der von mir ankommt. Es ist eine Menge. Allein auf der Arbeit. Mhm. Es kommt jetzt schon wieder. Die Grafikkarten sind wieder bezahlbar. Wir haben jetzt auch diverse Rechner, die jetzt umgebaut werden und neue kommen. Ah, okay. Für die Game-Redaktion, für Game 2. Dass die auch immer auf einem neuen Stand sind. Mhm. Da kommen ja auch schon wieder 5 Rechner, die ich jetzt... Ja, im Chat steht, ist nicht so schwer, ist wie Lego. Aber wenn man es zum ersten Mal macht, ist es nicht wie Lego. Ja, bei Lego hast du noch wenigstens eine Anleitung dabei, welche Komponenten wohin kommen. Hier hast du erstmal 1000 Sachen und Kabel und guckst dann Videos oder andere Dinge. So, das Lüftungen stehen. Ja. Alright. Alle drei. So, wir gehen nochmal alles durch. Wir haben Wasserpumpe angeschlossen. Ja. Wir haben die Kabel alle angeschlossen. Mainboard, CPU. Wir haben Peripherie hier ein bisschen. Also für die Peripherie USB-C. Die ist rausgeflutscht. Wir haben die Knöpfe vorne plus LEDs. Wir haben Frontaudio, ist das auch. Hier hinten. Hier ist auch die Soundcard. Mhm. Das haben wir. So, jetzt können wir nochmal gucken. Wir können entweder... Ich weiß nicht, wie viel Lüftersteuerung wir haben. Das sind 2, 3 nur. 4, 5. Wir haben Lüfter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir benutzen jetzt noch ein Y-Kabel von der Wasserpumpe und können alle direkt aufs Mainboard packen. Es ist aber auch eine Lüftersteuerung bei dem Gehäuse dabei. Das bedeutet, ihr könnt hier oben, also ihr könnt es euch aussuchen. Entweder regelt das System sich komplett selber durch Temperaturen. Ja. Oder ihr Bock und regelt das selbst. Nee, das muss selber. Absolut selbst. Wenn PC schon so smart ist, dann muss er das noch schon selber können. Dann müssen wir die Sachen auf der Rückseite jetzt abziehen. Da sind nämlich die Lüfter von hinten und von vorne. Ich glaube, hier sieht man, weiß nicht, sie müssen wir mal. Genau, hier haben wir eine Lüftersteuerung, die wird dann angesteuert über einen SATA-Anschluss, kriegt sie irgendwo Strom, den habe ich, glaube ich, jetzt irgendwo reingeschaltet. Und wir haben jetzt die 3 Lüfter. Das sind 2 Front und einer hinten. Das ist natürlich jetzt... Bisschen fummelig. Und der ganze Bums geht dann hier durch. Ich glaube, hier ist der hier. Einer von den beiden ist auf jeden Fall der Schalter, der oben drauf sitzt. Und dann kannst du entweder leise aus oder volle Power machen. Mhm. Genau, die 3 ziehen wir jetzt hier zurück. Genau, wir brauchen noch einmal, also hier die müssen ab. Die 3. Ja. Genau, dann haben wir einmal hinten. Und zweimal vorne. Schon mal auseinander getrennt. Mann, das ist doch super. Brauchen wir noch einmal das Y-Kabel. Darf man die so an den Kabeln packen oder eher nicht? Ja, ich würde schon an die denn ab, ey, das kannst du ja vergessen. Einfach runterjuckeln. Schön juckeln, Florentin. Man kann auch mit dem Finger so weg, genau. Das sind so die geheimen Tricks, die der. Und dann haben wir noch die 3 Lüfter hier oben. Die packen wir auf einen rauf. Das heißt, wir haben immer hier. Hier rum. 1, 2, 3. So. Aha, okay. Genau, und da müssen wir gucken, das ist CPU jetzt. Das Ganze kühlt ja den CPU. Ja. Und dann soll die CPU-Steuerung vom Mainboard das auch regeln. Dann. Also kommt ja wieder nach. Man kann sie auch fix einstellen auf eine bestimmte. Ah, die beiden hier oben nicht abziehen? Nee. Das ist einmal für den Knopf da oben. Und einmal, glaube ich, Power. Und die 3 Dinge hier? Genau, die muss jetzt da ein bisschen rausfummeln. Kommt der wieder nach hier vorne? CPU ist hier oben. Der müsste da irgendwo sein, da, glaube ich. Können wir gleich anstecken. Und das andere sind Channel-Fans. Genau, jetzt auch die Dinger lösen, wenn das irgendwie fest ist. Wo müssen die hin letzten Endes? Genau, wir legen die erstmal auseinander und dann legen wir sie aufs Mainboard.
Das glaube ich, musst du losmachen hier. Genau, können wir später wieder festmachen. So, dass du zweimal Front und einmal den hinten. Ja. Genau, und die schmeißen wir gleich rein und legen die direkt da drauf. Und dann machen wir das irgendwie schick. Jetzt brauchst du noch dein Y-Kabel aus dem... Jetzt legen wir das erstmal wieder hin, oder? Genau, erstmal durchschmeißen. Das machen wir später schön. Okay. Genau, jetzt brauchst du noch das Y-Kabel, das ist dieses hier. Sekunde. So sieht das aus. Das müsste irgendwo bei dem... bei der Wasserkühlung dabei gewesen sein. Das sieht auch wild aus. Das ist ein SATA-Kabel. Mhm. So, das hier mit so einem... Nee, das ist USB. Puh. Ich hab's so... Ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal in der Hand. Ja, du hast einmal in der Hand gehabt. Schon mal gesagt. Hier, das... Nee. Mit so einem An- und Ausschalter? Nee, ne, auch nicht. Ja. So, dann können wir deinen schon mal wieder umkippen. Mach das mal. Was liegt da drunter? Oh, ich hab's. Ja, was hat denn der für Anschlüsse? Kann ich gerade mal gucken? Der hier? Achso, hier. Ja. Fehlen da noch welche? Nee, ja, da sind welche weggefallen, dadurch, dass sie zweimal LAN haben. Ja. Und WLAN. Hiervon, ich brauche HDMI zweimal, glaube ich. Nee, das ist. Da, nee, den kannst du dir wegdenken. Der existiert nicht. Ach so. Ach, das geht dann direkt an die Grafikkarte. Wir machen nicht den Andreas Lynch und drücken das HDMI ins Mainboard, weil dann kommt kein Bild, sondern du hast deine Grafikkarte. Ah, okay. Und da kommen meine zwei Bildschirme dran. Ist das hier korrekt. So ein Y-Kabel? Ja, richtig. So ein U. Und da kommen jetzt die drei Lüfter rein von deinem. Von deiner Wasserkühlung. Einmal der. Einmal der. Und einmal der hier. Genau, die drei führen wir dann auf einen zurück. Genau, du kannst auch schon ranstecken. Nicht, dass ich jetzt die Bullshit zähle, das da ist. Ah, das sind drei Buchsen und ein Stecker, okay. Und die Reihenfolge ist egal. Genau, hier mit CPU-Fan. Okay, müssen wir gleich mal schön machen. Das liegt natürlich jetzt... Der kommt da rein. Dann haben wir hier Channel-Fan. Und die anderen beiden... Müssen wir gleich nochmal hinstellen. Die müssen hier ran. Ich weiß nicht, ob die vielleicht zu kurz sind sogar. Oh. Oder passen die? Ah, hier geht's auch. Guck mal da. Hier geht's auch. Stellen wir nochmal hin. Wo war das? Ganz unten, ne? Mhm. Kommt das da? Passt das? Ja. Genau, CPU ist unter dem auch. Ja. Ah ja. Mhm. Also, wo müssen die hier hin? Das ist jetzt die Kühlung, okay. Ja, die müssen da. Da und... Genau. Links daneben kommt der hier. Genau. Der kommt darauf. Der hier. Also das ist einmal die Luftkühlung und das andere ist die Wasserkühlung. Ja, die Wasserpumpe ist hier oben gesteuert. Der CPU-Fan, was die Radiatoren betreibt, wird hier gesteuert. Genau. Und das ist der Channel, also hier. Ah ja, okay. Case. Mhm. Und die anderen musst du leider nochmal hochmachen. Die müssen hinten rumgeführt werden. Sonst sind die Kabel zu kurz. Muss ich nochmal... Genau, die beiden vorne. Genau, das Case nochmal hinstellen und hinten unten durchführen da. Also so, dass die oben sind? Ich gebe sie dir hinten durch. Was ist das hier? Ah, du hast irgendeinen anderen reingesteckt. Oder hast du einen vergessen? Bei dem Dreier? Du meinst von den drei Lüftern, ob ich da einen vergessen habe? Oder hast du hier von einem reingesteckt? Ja, der muss raus. Der hier. Genau, da kommt der andere ran. Den du in der Hand hast mit dem gesleeften Kabel. Mhm. Okay. Genau, dann stecke ich die unten noch zwei durch.
Kannst du die annehmen? Ja. Genau, und die kommen dann da auch direkt da. Kannst du das zeigen, Mara? Das sind jetzt zwei Lüfter, oder wie? Genau, das sind die beiden Frontlüfter. Okay, da auf die... Ah, ja. Mhm. Genau, das sind direkt übereinander. Ja. Sehr gut. Dann können wir sie da hinlegen. Und jetzt kommt die Grafikkarte. Okay. Also um das mal zu zeigen. Sieht jetzt natürlich noch hart chaotisch aus. Das ist jetzt natürlich sehr chaotisch. Aber da haben wir jetzt die... Das ist chaotisch schon. Pumpe und die ja, das gehört den hier angeschlossen. Und die drei das ziehen wir dann sind durch jetzt... Dann. Packen wir dann hier zurück. Legen wir das irgendwie so schön hier rum. Hier unten angeschlossen. Ne, hier angeschlossen. Ja, der kommt dann halt. Hier. So. Jetzt kommt die Grafikkarte. Ja. Okay. So in der Richtung. Das ist schon ein bisschen aufgeräumter. Da bin ich einmal gespannt. So. Genau, erstmal müsst ihr vorne die Brackets rausnehmen hier. Den zweiten und. Ja, oder was ist das? Ist drei? Zwei? Zwei. Das stinkt da. Genau, also den. Oh, sorry, Entschuldigung. Also hier, wo wir vorhin schon. Den zweiten? Unsere. Den zweiten und den dritten. Festplatten angeschlossen haben. Ne? Da müssen wir jetzt. Nee, hier. Ganz woanders. Genau, da kommen hier die Anschlüsse: DisplayPort und HDMI. Genau, der zweite und der dritte müssen raus. Ganz raus. Und dann kannst du sie so oben rausziehen. Bei Florentin ist der Mainboard-Stecker draußen. Ja. Der ist rausgeflutscht. Da, guck mal, der Chat, passt auf. Dankeschön, Chat. Das wäre natürlich jetzt eine Katastrophe gewesen. Das ist ja Hammer. Ja, es wäre halt nicht angegangen, ne? Warte, ich kümmere mich einmal kurz drum, bevor wir hier keinen Platz mehr haben. Grafikkarte sieht immer am coolsten aus, finde ich. Ja. Sind das die gleich? Ja, ne? Deine ist hier. So, hier kommt hier das gute Stück. Das ist eigentlich vom gleichen Hersteller. Ich glaube, hier vorne auch dieses Perlmutt oder was? Kann man das Perlmutt nennen? Ja. Und wie rum? Kann man schon so genau, machen. Das ist der Anschluss. Hier ist der PCIe. Der muss natürlich da rein. Das heißt, mit diesem bunten Kladderadatsch nach vorne und das ganz bündig ran. Genau, plus. Ja. So. Irgendwas fängt hier an. Ja, die Kabel da ein bisschen. So, jetzt. Perfekt. So, und jetzt muss man da wieder schrauben. Mit dem Daumen so, einmal ein bisschen reinjuckeln und dann kannst du jetzt die beiden Schrauben, die du rausgenommen hast. Sehr gut. Ja, ist drin. Welche denn? Die hier? Ja, die du auch rausgeschraubt hast, ja. Das waren hier, glaube ich, die. Nur die Schrauben oder auch die? Nee, die sind jetzt ja ersetzt worden. Die sind ersetzt von der Grafikkarte. Ah ja, okay, die hier drauf. Karte hat den HDMI-Anschluss und die braucht jetzt wahrscheinlich noch Strom gleich. Ja, HDMI wird es nicht mehr, also es gibt immer nur noch ein HDMI. Du brauchst einen Adapter dann, Mara. DisplayPort auf HDMI, ja. Ja, HDMI, hab ich das denn jetzt bei einem PC gemacht? Da hatte ich aber zwei HDMI. Ja, die älteren Generationen haben noch zwei HDMI, ja. Oh. Aber es ist alles DisplayPort 1.4a und bei den neuen Grafikkarten ist es USB, HDMI 2.1. Ja, jetzt kommt Strom. Gut. Und hast du die Schrauben schon rein? Ja. Ja. Das sind die. Die sieht ein bisschen. Aber wenn es hält. Ja, genau, das ist jetzt dieser 6622er-Ding, ne? Genau, ich glaube, die sitzt. Ja, wir müssen einmal sortieren. Ich muss auch mal kurz gucken. Genau, du hast diese Zweier, das ist
Was ist jetzt ein Kabelstrang, ne? Müssen wir, glaube ich, nochmal gleich von hinten gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Kabelstrang ist oder das. Das ist halt komplett auseinander. Wir stellen mal einmal kurz hin. Mhm. Einmal hier den Überblick wiederholen. Das hier ist alles Grafikkarte, ne? Ja, die Nummer hier. Okay, warte. So, das ist ein Strang. Kann ich einmal sehen? Was ist das hier mit dem Lump? Ach, das ist Erdungsding. Die anderen mal wegpacken. Welche? Die nicht mitgezogen werden. Auch wenn es gerade echt da nicht noch aussieht. Der steckt dazwischen. Ja, hier hätte man vielleicht noch einmal ein bisschen knipsen können zusammen. Damit wir hier den Überblick nicht verlieren. Einen Moment. Okay. So. Was haben wir denn hier? Den 6? Ja, woher weiß ich, welcher der Sechser jetzt der richtige ist? Genau, ich versuche auch gerade hier den Überblick zu kriegen wieder. Ich habe einen Sechser mit PCIe. Genau, das ist ein Strang. Und auch einen. Und das ist ein Strang. So, jetzt haben wir wieder zwei Stränge. Obwohl alle Sechser haben. Soll ich da mal so ein Ding drum machen? Ja, jetzt machen wir direkt rein. So. Schauen wir mal. Ja, und das ist Ground. So. Das kommt gleich weg. Warum braucht man das eine da jetzt nicht mehr? Ja, wir nehmen lieber von beiden getrennt. Und dann der hier. So. Ja, das ist anscheinend echt. Wenn nur so ein Pin, ob die da ist oder vielleicht ist es auch Ground. Na komm. So rum. Der will nicht. Der will nicht. Aber der hier wollte. Ah, der Team Ditcher hier. Irgendwie. Ah, das ist der Endspurt jetzt. Ja, wäre Nerven liegen blank. Aber ganz viel Hoffnung aufgebaut, der natürlich auch als Ballast alle runterzieht. Jetzt wird sich gleich zeigen, ob das alles umsonst war. Oder wir einen fantastischen neuen Rechner haben. Genau, und den können wir dann gleich. Ja, das wär's dann schon einmal. Ja, die Frage ist, woher ich weiß, welchen. Genau, ich guck mal. 6er, 2er. Also einen haben wir schon mal hier. So. Ich stell einmal kurz hin. Mhm. Ja, sieht schick aus, dass es so schön auseinander ist, aber irgendwie. Das ist ein Strang. Ja, okay. Und das ist ein Strang. Ja, ist ein bisschen besser. So, dann haben wir einmal den hier. Stecke als erstes rein. So. Und dann haben wir den hier. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Wie oft passiert es, dass man am Ende auf den Anschalter drückt und dann macht es nichts? Also, es ist wirklich selten. Okay. Den es am schlimmsten getroffen hat, war Donny. Oh, wow. Warum? Also, er hatte erstmal eine defekte Festplatte. Oh Gott. Und sein Arbeitsspeicher war kaputt. Oh. Und zum Glück haben wir es doch hier gemacht. Und ich hatte noch Komponenten zum Testen und konnten das dann also
Austauschen. Ja, austauschen nochmal. Und er musste sich Sachen dann halt nochmal neu holen und die anderen Sachen einschicken. Oh, ist ja nervig. Aber das, er ist halt ein Pechvogel, was das angeht, ja. Sonst, bis jetzt hatte ich eigentlich nie Probleme. So, aber da sind sie. Unsere da beiden Kästen. Da sind die Rüben. Schön alles eingebaut. Und jetzt, wie sieht jetzt so ein fachmännischer Test aus? Ja, erstmal gucken wir, ob was leuchtet, ne? Erstmal schauen wir uns das natürlich an. Also hier, mittlerweile hier alles eingebaut. Genau, Kabelmanagement machen wir noch. Solange jetzt nichts in den Lüftern hängt, ist gut. Bei dir ist hier alles gut. Das ziehen wir alles noch schön nach hinten wieder raus. Wir sind ja jetzt wahrscheinlich ja hier Netzstrom dran. Da ist CPU mit unserer schönen Wasserkühlung, die hier oben rauskommt, um hier schön das Wasser zu kühlen. Haben wir hier noch die ganzen Lüfter unten drin. Dann hier hinten der Arbeitsspeicher. Dann Festplatten sind hier unter der Grafikkarte. Und hier ist die schöne Grafikkarte. Noch zwei Lüfter. Also es gibt wahnsinnig viele Lüfter auf jeden Fall hier drin. Und das, genau, so wie er jetzt steht, ist er eigentlich schon richtig aufgestellt. Hier oben, das ist oben, da kommt die Luft zum Kühlen ran. Wo und hast hier du denn ist deinen vorne. Kabel? Ich habe hier schon hingelegt. Achso. Du bist schon am Netzteil dran. Ich meine hier Florentins Kabel. Er ist auch schon dran. Achso. Ich weiß nicht, hat er das schon reingesteckt? Nee, das liegt auf dem Boden. Ach, hier. Das eigentliche Stromkabel. Ja, der große Moment. Ja, ich habe hier was vorbereitet. Warte mal. Okay, aber das ist. Ding raus. So, hier ist das Kabel. Wer will als erstes? Mara natürlich. Ich überlasse den Vortritt. Aber wir haben hier einen Testmonitor aufgebaut. Genau, den kann man noch abgreifen. So, und jetzt an die Grafikkarte dran. Genau, HDMI hier. Ja. Genau, wir haben hier noch. Ja, das ist keine Kamera. Schauen wir mal. Ja, ist der Schalter umgekippt? Auf an? Jetzt ist er an. Dann jetzt zeig mal hier von vorne. Da muss ja jetzt irgendwas leuchten, oder? Wenn du hier rein oder hier reindingst, ich drücke jetzt auf Power an. Nichts geschieht. Ich weiß nicht, ob der Strom auf der Steckdose liegt. Warte mal. Weil hier hinter ist ja noch so ein kleiner Berg an was auch immer. Ich glaube, das ist Simons Wäsche. Ja. Ah, das Netzteil hat ja auch noch so einen Schalter, oder? Nee, das nicht. Der Stecker ist nicht drin. Ach doch, Netzteilstecker ist so, jetzt Netzteilschalter. Nee, warte, ich muss unter den Tisch. Ach so. Hallo? Das war jetzt natürlich der Vorführeffekt. Ja, gut, das jetzt sind natürlich die Lull-Emotes im Chat. Da lachen sie sich. Da amüsieren sie sich natürlich köstlich. So, das Power ist klar. On. Jetzt sollte. Systeme starten. Nichts geschieht. Ja, war ein netter Versuch, Mara, ne? Das erste Mal ist schwer. Ich tut mir leid. Ich brauche doch ein PC. Aber, naja. Ich brauche doch ein PC. Ich glaube, da müsste jetzt Strom drauf liegen. Gibt es hier irgendwie eine Anzeige oder so? Dass ich auch wirklich Strom auf der. Vielleicht können wir Florentin mal testen. Ja. Du, war ein guter Versuch, Mara. War doch super. Guck mal, wir haben doch viel gelernt. Das ist doch das Wichtigste. Also das Ding ist, wenn der jetzt funktioniert, dann wird es hier eine Schlägerei geben. Um das ist doch schon mal, wir haben viel gelernt. Ist doch nett. So, probieren wir doch jetzt mal meine Rechner. Was würde man denn sehen? Also kann man das hören? Also dann probieren wir mal, gehen an und ob das Ganze funktioniert. Mein Versuch. Ich weiß nicht, ob die Stecker. Warte mal, ich guck nochmal. Ja, und das war's für den heutigen Stream. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an BeQuiet für die ganzen Komponenten. Hat super viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Dankeschön an René. Manchmal und das war's. Muss man auch lernen, Scheitern annehmen zu können. Bis zum nächsten Mal. Ich habe kein Prüfgerät jetzt. Wahrscheinlich steht hier.
Ach so, meinst du, das ist nicht der richtige Knopf? Oder? Ja, wir können jetzt mal ausprobieren, wo ist der Schraubendreher? Ja. Genau. Das heißt, wir können ihn hier vorne mal... Ich ziehe das hier nochmal ab und drücken hier drauf. Aber hier kommt kein Strom an. Und den mal richtig an der... Ah, ja. Ja. Hier ist auch noch ein Anknopf. Die Mehrsteckdose kaputt oder so? Das kann sein, ja. Die sieht auch, die war halt bei Simon in der Wäsche hier, ne? Ja, die sind super stromsparend. PCs, das stimmt natürlich. damit kommt ihr gut durch den Winter. Gut, das alte Problem Steckerleiste. Immer wichtig, da auch anzufangen bei den ganz mundänen Problemen. Nee, die wird ausgemustert. Die kommt weg, die kommt direkt zu Eduard. Sagt Eduard. Oh, können wir es nicht direkt hier anstecken? Ah, jetzt haben wir mit so einer... Oh, jetzt. Ja, Simon wird im nächsten Mal streamen können, aber wir haben wenigstens mal so eine PC gemacht. Langt das Kabel bis hier hin? Weil hier weiß ich auch safe, dass Strom drauf ist. Bei der anderen bin ich mir nicht sicher. Ist irgendwas angegangen, aber nicht hier. Das war jetzt die Klimaanlage. Okay, soll ich es nochmal probieren? Nee, da habe ich gerade rausgezogen. Okay. Also wir müssen hier drinnen drücken. Aber hier kommt kein Strom an. Das ist jetzt die Frage, warum, ne? Wollen wir es bei dir nochmal probieren? Können wir machen, ja. Das ist auch ein wilder Stecker, ey. Kommt die Fehlersuche. Kommst du mal hier näher? Hört sich aber gut an. Soll ich hier drücken? Da leuchtet was! Muss ich hier was drücken? Ja. Ah ne, ist die Reflexion von der Scheinwerfer. Ja, jetzt kommt die Fehlersuche. Wir machen erstmal hier. Und das gehört genauso zum PC-Bauen dazu. Es geht nicht nur darum, etwas aufzubauen, sondern es dann auch in Stand zu halten. Das ist das Allerwichtigste. Denn ihr werdet sehen, egal welchen PC ihr baut, mit welchen Komponenten oder so, es wird immer irgendwas schiefgehen. Ich würde nochmal einfach hier so ein bisschen Kühlwasser drüber. Von Anfang an einstellen. Und deswegen ist es ganz wichtig, ach, bei dir die Erwartungen zu managen und auch wirklich zu sagen, okay, ich bin froh, dass ich so weit gekommen bin, dass alles zusammengepasst hat. Aber letzten Endes geht es auch darum, dann natürlich mit dem Gerät zu arbeiten. Deswegen bauen wir es ja. Ja, wir bauen es ja nicht, um es dann einmal irgendwie anzumachen und dann ist fertig. Nein. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das, was wir beim Bauen gelernt haben, anzuwenden. Die Züge zu verstehen, die Verbindungen zu verstehen und alles nochmal komplett durchgehen oder zu können. Oh, da leuchtet was. Ja. Jetzt leuchtet was? Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Wir schauen mal. Das ist rein. Der Reststrom jetzt hier gerade. Ich habe aber das Aussteckers nicht drin. Bei Mara ist der 24-Pin rausgeflutscht, wie bei dir. Oh. Ist er bei dir auch wieder rausgefallen? Leider nein. Dann gucken wir gleich mal. Aber da leuchtet was. Okay. Es leuchtet. HDMI. Und bei dir habe ich nicht... Ja, hier haben wir jetzt Strom drauf im Inboard. Und jetzt kann ich nochmal hier drücken. Ja. Jetzt. Oh! Ich dachte schon, der rüsselt immer so, dann hätte ich ein scheiß Problem. Nein, nein, nein. Oh, jetzt geht's los, Freunde. Da war ein Kabel. Jetzt ist der Jahrmarkt an. Wow. Oh, wie das hier tickt. Nee, jetzt nicht mehr. Guckt euch das. Und er hört mal kurz rein. Wir hören mal kurz rein. Gar nichts. Man hört wirklich gar nichts. Man hört nur so ein Rauschen, aber es könnte vielleicht auch mein Sub-Alert sein. Denk dran, September. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mara, schön gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Ja, das war's dann. Sehr gut, das war's und damit gehen wir. Dann schauen wir hier nochmal. Du hast auch keinen Strom, ne? Gucken wir, ob hier wirklich alles drauf sitzt. Ja, das ist vielleicht, weil der eben so ein Blutopfer gefordert hat, der PC. Ja, und mir ist auch tatsächlich was von dieser Soße da auf einen dieser Pins geraten.
Aber ja, das ist, glaube ich, nicht so wild. Dunkle Magie. Wir machen mal die Grafikkarte runter. Ja, stimmt, diese Wärmeleitpaste war auf irgendeinen Anschluss drauf. Ja, das ist. Ja, da bist du nichts. Okay, deiner geht, ne? Okay, kann wir haben zwar aus? Noch kein Boah, Bild. Wird einem richtig kühl, wenn man hier hintersteht. Ja, ne? Kann ich wieder ausmachen? Wow. Ja, gehen die Lüfter? Die laufen. Die laufen. Ja, man muss extra angucken, man hört nämlich nichts, ob die laufen oder nicht. Und Grafikkarte ist aus, weil die Temperatur nicht. Also die springen erst an, wenn die, ich glaube, über 60 Grad ist. Mhm. So, machen wir mal aus hier. So, dann nochmal Florentin. Das sind natürlich auch immer Rechner mit Charakter und das ist mir besonders wichtig. Wenn man einen will, der sofort funktioniert, dann kannst du auch einen bei von der Stange kaufen. Ne? Dankeschön, aber Sebu. Ich mag Projekte, an denen man wirklich arbeiten muss, wo man sich richtig reinhängen muss. Wo man wirklich Tag und Nacht auf Fehlersuche ist, sich anstrengen muss, ja, ich den alles nochmal zu durchdenken. Oh, und am das Ende den Fehler auch findet. Und das fühlt sich dann gut an. Wenn man weiß, ich habe das selber mit eigenen Händen gebaut und auch die Fehler selber gefunden. Das dann und Fehler. Jetzt kann ich mein eigenes Werk genießen. Das ist das schönste Gefühl für mich. Was war? Der steckt nicht drin. Der steckt immer noch nicht drin? Der war hier jetzt, also aus beide Seiten nicht drin gewesen. Der 24. Ach, Florentin Wendt. Der steckt nicht im Netzteil. Ja, kann man das sehen? Nee. Ach. Meine Güte. Der ist nicht im Netzteil. Da ist der Täter. Da seht ihr es doch. Oh, das ist aber jetzt eklig. Das ist eklig jetzt. Das ist aber ein bisschen eklig. Aber da werde ich meine Uhr abziehen und mich ja, oh, jetzt kommt die Uhr. Wird hier die Hand mit Vaseline eingerieben und dann sitzt der Stecker. Jetzt wird's ernst. Das habe ich auf dem Hof gelernt. Jetzt wird's wirklich ernst. Guckt euch diesen Arm an. Der geht ganz und der schon überall drin war. Wow. So. Oh, jetzt. Ich sehe nichts. Kann jemand mal reinleuchten? Es fühlt sich alles gleich an. Sonst müssen wir es nochmal rausnehmen. Ja, ich leuchte im Wind. Von der anderen Seite oder hier? Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Ja. Von wo? Von oben so rein. Ja, das ist jetzt direkt in mein Gesicht. So. War der schräg oder war der hochkant? Mal gucken, ob René auch geblendet weiß, wo er es hinstecken muss. Oh, der ist auch echt stramm, ne? Ich glaube, wir lösen das hinten einmal kurz. Hast du nochmal. Hey, Kistenhund! Setz dich mal hin. Ich brauche noch einmal den Schraubendreher. So, jetzt. Kannst du noch mal leuchten? Ah. Wir kriegen das nicht mehr jetzt raus, weil wir schon den Rest gebaut haben. Am besten einmal hier so irgendwie. So? Ja. Das sind nicht wirklich die Untiefen. Der Untergrund. Die Kanalisation eines jeden PCs. Das ist René. Nur wer es wagt, auch dorthin vorzustoßen, verdient einen richtig guten PC. Bin mir nicht sicher, welcher das hier war. Ach, hier. Ah ja, ich hab's. Okay. Wo war die Nase? So rum? Rick in a Box, ja, ganz genau. Nee, ich sehe leider nichts. Ich muss hier den Stecker abmachen. Nee, müsste es leider nochmal rausziehen hier. Ich habe Ölen.
Kriegt man auch nicht lose, ne? Ja, dann würde ich sagen, müssen wir Florentins PC nochmal auseinanderbauen. Ja, ich bin mir sicher, dass es drin war. Ich bin mir sicher, dass es drin gesteckt war. Und dann aber, als wir da weitergearbeitet haben, da ist es dann rausgeflogen. Das ist, das hätte ich nicht ahnen können. Das haben wir doch schnell nochmal auseinandergeschraubt. Ja, kriegen wir hin. Okay, das hier ist alles durcheinander. Okay, das ist CPU. Ich bin mir sicher, jeder PC-Bauer ever. Ich bin mir sicher, ihr hattet das angesteckt. Könnten wir das jetzt nochmal komplett auseinanderbauen und nochmal zusammenbauen? Ja, wird aber. Ich würde zwischendurch schon mal gehen, aber ich würde euch beide. So, jetzt einmal leuchten. Leuchten? Ich denke mal, meine Leuchtaufgabe wäre schon hier abgeschlossen, aber... Nee, jetzt sehe ich nämlich was. Die Kabel nochmal sortiert. Ah ja, okay. Das ist echt auch stramm, ne? Und woran lag es bei Mara? Ja, das war, bei mir war da auch eins wieder ausgeflutscht, aber eins, was man gut wieder. Ja, bei dir war es am Mainboard, ja. Dingsen kann. Dankeschön, Monty, für den Gifted-Sub. Also da auch nochmal ganz wichtig, wirklich überprüft nochmal alle Stecker, was das Netzteil angeht. Haben wir noch den Knipser? Knips. Ist er nicht. Dann kann ich das hier lösen, habe ich ein bisschen mehr Spiel. Also wirklich am Netzteil nochmal alle Stecker durchgehen, ja. Am Mainboard, Grafikkarte, einfach wirklich alles nochmal Stück für Stück, die wirklich sich die Zeit nehmen. Das ist nämlich die größte Fehlerquelle. So, sind nämlich falsch verkabelte Netzteilstecker. So ist es. Meistens ist es so. Hast du auch ja einen Artikel drüber geschrieben? Ne, für genau. Es sind ja oft die einfachen Sachen. Ne? Also man denkt, ein Computer ist so kompliziert und so, aber wenn er nicht läuft, sind es oft die einfachen Sachen. Mhm. Stecker ist nicht da, Strom ist weg. Kabel ist zerschnitten worden. Und wenn der jetzt hier wieder rausflutscht, wenn der bei dir zu Hause steht? Ja, dann muss ich ran. Dann muss ich in den Abgrund. Aber ich kenne mich aus in der Kanalisation. So. Jetzt kommt CPU. Ja. Da sitzt wieder das Kistenkind. Nee, der bleibt da drin, oder? Dann mach ich das ist sein neues Zuhause. Dann mache ich gleich die Kisten zu und dann schicken wir den mal nach Bochum oder so. Das ist sein Büro. Rekord möchte gerade nicht gestört werden. Er ist gerade in einem wichtigen Meeting. Das ist natürlich der Vorteil an so einem kleinen Hund. Den kannst du immer einfach in irgendwelchen Kisten verpacken. Und dann macht er keinen Mucks mehr. Mache ich immer zu Weihnachten. Mache ich schon 2 Tage vorher. Tue ich den in so ein Paket und stelle den unter den Baum. Jetzt. So. Wie geht's deinem Finger? Muss ich mal gucken. Ah! Oh, das sieht der natürlich böse aus. Alles weg? Schon verheilt. Ja, geht wieder. Ja, das ist die Taufe. Ja. So, die letzten beiden hier noch. Das war, der hat's geschnappt. Ja, Florentins PC, der muss erst noch ein bisschen. In die Schule. Er ist noch aggressiv. Kabel ausgespuckt. Und geschnappt. Also unberechenbar, der Typ hier. Komm schon. So. Letzter jetzt. Und es geht gleich? Ja, doch, doch. Da bin ich mir sicher. Setz dich mal hin. Kannst du mal vorne leuchten jetzt? So? Ah ja, okay. Also, alles wieder drin. Oh. Alter, René, du bist der Beste. Das ist wirklich, das sind die jahrelangen
Stunden, 1000 Stunden Erfahrung. So. Puh, Alter, Leute, herzlichen Glückwunsch für René, das ist nicht leicht. Und jetzt leuchtet das Ding auch. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Genau, warte mal, wir müssen noch die Grafikkarte anschließen. Ich hatte schon mal hier abgeklemmt, um mal zu gucken, ob vielleicht ein Kurzschluss oder sowas gibt. Weil dann geht das Netzteil nämlich auch direkt aus. Einmal den hier. Einmal den hier. Und dann haben wir das hier abgeklemmt. Power SW. So, das sollte reichen, um einmal zu gucken, ob es jetzt klappt. So, jetzt mal. So. Keine Kabel in den Lüftern. Dann an Knopf. Her. So, meine Damen und Herren, los geht's. Oh, das sieht gut aus. Oh, der rumpelt. Das sieht gut aus, die bunte Möhre. Wow. Nicht schlecht. Riesen seine Maschinengeist, ja. Gut, nur weil es leuchtet, heißt es noch nicht, dass es funktioniert. Dafür müssen wir einen Monitor anschließen. War das bei mir eben auch schon mit Monitor? Ja, ich glaube, die Capture Card kriegt das Signal vom BIOS nicht rein. Ach so. Deswegen würde ich sagen, ich schließe den Monitor direkt an. Welcher ist jetzt dran? Das HDMI? Das Maras. Genau, dann einmal bei Florentin ranstecken. Dann schauen wir mal, ob. Der große Test. Kommt da auch was raus an? Hm. Nochmal. Alle vier HDMI-Anschlüsse funktionieren aber. Das DisplayPort. Ach so. Ja, noch sehen wir nichts, ne? Der erste Start kann ein bisschen dauern, macht immer so einen Hardware-Check. Und wir haben ja auch unten noch eine Debug-LED. Da müssten entweder Zahlen oder Buchstaben draufstehen, auf dem Mainboard. Oh. AO? Alles in Ordnung. Noch sehen wir nichts, ne? Haben wir bei dir was gesehen? Nee. Ah ja, nee, okay. Das ist das Monitor-Logo gewesen, ich dachte schon. Das ist... Bildschirmstrom. Ja, manchmal hat man das, dass es über HDMI nichts kommt und dass man DisplayPort ranstecken muss. Das müssen wir einmal nochmal komplett ausmachen. Ist aber auch HDMI, ne? Ja. Okay. Vielleicht hat er die noch nicht erkannt und läuft hier drüber. Ja, du kannst gerne mal hier gucken. Vielleicht gibt es ja hier einen Fehlercode. Gut, da müssen wir jetzt dann eben in die Literatur greifen. Genau, was man jetzt macht, wenn man kein Bild hat, erstmal verschiedene Kabel ausprobieren. Also HDMI oder DisplayPort, wenn es möglich ist. Noch einmal komplett stromlos machen. Ja. PC liegt am Kabel. Ich mache einfach mal hier ganz rechts. Nee, geht nicht. Nur ganz links. Ach so. Wie lange der noch nachleuchtet? Soll ich hier mal abziehen? Ah, oh, ist hochgefahren. Dann kann es gut sein, dass es am Monitor liegt. Ja, du kannst abziehen. Oh. Alles ist noch nicht fest. Das ist aber nicht fest, du. Nee, haben wir noch nicht festgemacht. Ach so. Es kann auch wirklich sein, dass es am Monitor liegt. Soll ich nochmal drücken? Ähm.
Ja, es liegt safe am Monitor. Steht bei dir auch AO? Ne, bei dir steht ja, doch. Ja, AO. Dann sollte es AO. Ja, dann müsste ich einen Monitor holen mit DisplayPort. Das wäre der hier, aber dann sehen wir nichts mehr hier, was im PC passiert. Die sind alle festgeschraubt. Ja, ich müsste einen Monitor holen. Oder wir nehmen einfach mal kurz den von Streaming-PC und stecken das ran. Ja. Dann sehen wir aber nichts mehr, was der Chat schreibt. Okay, wir haben jetzt ganz kurz den Chat geopfert. Genau. Um hier die Chance zu haben, was zu sehen. Wir probieren es jetzt mit Maras Rechner. Und? Flackert. No signal. Wir haben noch einen Maus, oder? Das. Die Spannung steigt. Ja, ich hole sonst gleich ein Kabel und dann nehmen wir einen von denen da. Ja, sieht gut aus. Ja. Oh! Ich weiß nicht, warum er jetzt keine Ausgabe da über HDMI macht, aber. Ist es doch! Für die erste Einstellung. Und da sind wir im BIOS. Yes! Das ist mein Desktop. Nicht Desktop. Schlecht! Ja, dann würde ich kurz einen Monitor holen und dann. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mara! Herzlichen Glückwunsch. Funktioniert. Gut zusammengebaut. René, gute Arbeit. Ja, ihr habt alles gemacht. Sehr, sehr schön. Ja, RAM wird erkannt. Sieht man direkt da an den Bänken. DDR5. Ich weiß nicht, ob die Timings stimmen hier. Aber ihr habt 2x16. Sind, wie gesagt, eine Menge Arbeitsspeicher. 4800 Hertz. Takt. Dann haben wir hier die CPU-Fans. Könnt ihr nur mal zählen, ob es alles richtig ist. 2 vorne, einer hinten sind 3. Einmal Wasserpumpe. Wo steht die Wasserpumpe? Die wird hier nicht aufgelistet gerade irgendwie. Also auf dem Mainboard steht Water Pump, aber hier anscheinend ist es vielleicht, hier ist auch ein MOS-Fan, der auf 2000. Das ist ein Channel-Fan, hier mit Channel-Fan und CPU-Fan sind die 3 oben. Sehr gut. Das läuft. Ich glaube, das ist die Wasserpumpe. Läuft. Und wird da jetzt direkt auch Windows installiert oder wie? Ja, können wir mal den Stecker reinstecken hier und dann direkt in Windows rein. Jetzt ist der im BIOS. Das einzige Mal, wo es stimmt. Jetzt die Frage halt, ne? Mara will Windows 11? Nee, jetzt habe ich es mir doch anders überlegt. Aber die haben alle so abgelästert über Windows 11. Ja, es ist halt so gesehen noch in der Beta. Der erste große Patch kommt jetzt. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, drauf zu wechseln. Außer vielleicht für Direct Storage, was denn jetzt bald kommt. Aber das soll es auch im Windows 11 geben. Windows 10 geben. Sie sagen in der abgespeckten Version, was das bedeutet, muss man abwarten, wenn es rauskommt. Ja, dann würde ich sagen, ist 10 besser, oder nicht? Können wir zumindest auch meinen auch mal testen, was ja ankommt. Dann würden wir den kurz ausmachen. Und dann stecken wir um. In den ganz linken. Oh. Den musst du drücken unten. Oh. Nicht in den ganz linken. In den zweiten. Den zweiten. Und einmal Strom. Ich glaube, dann geht die Steckdose hier auch. Und einmal Strom, so. Wir testen auch mich. Der Schalter umgelegt. Erst noch aus. Jetzt. Da kommt was. Oh! Wow. Ah, da sind wir doch! DisplayPort. Oh. Oh, Copyright America. Was ist das? Warum hab ich Copyright drauf? Ja, da müsstest du erstmal noch eine Copyright ja, da müssen wir eine Lizenz kaufen. Warum hab ich Copyright drauf?
Nee, der will jetzt, der hat irgendwas gefunden. Der will jetzt entweder drücken F2 fürs BIOS oder wir drücken F1. Gut, aber es funktioniert zumindest, das reicht mir völlig. Wo auch immer dann landet, aber. Stark! Ja, die nächsten Streams werden exakt dieses Bild sein. Ja. Ja, in Köln werde ich da alleine nicht weiterkommen, aber das kriegen wir hin. Wow! Mega gut, ich freue mich. Endlich hat es geklappt. Mhm. Jetzt haben wir endlich gute PCs. Ja, jetzt kommt Kleinkram. Windows installieren und ein bisschen im BIOS herumspielen, was Wasserpumpe, dass man die fix einstellt, nicht, dass die dann geregelt wird wie halt ein normaler Lüfter, das will man nicht, die soll halt immer gleichmäßig laufen. Mhm. Kleinkram, ja, und Windows installieren. Wollt ihr das noch zeigen oder? Weil das ist sehr, sehr trocken. Nee, ich glaube, das haben die meisten von uns schon gemacht. Ja. Ja, ich glaube, der Bau war auch das Spannendste, was wir hier so sehen. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch einiges aufzuräumen hier und viel ausgepackt, aber hat großen Spaß gemacht, wir haben viel gelernt. Vielen, vielen Dank natürlich an René. Ja, danke schön, René. Auch wenn ich natürlich schon viel Ahnung habe, muss ich da ganz ehrlich zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Das wäre schwierig geworden. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank natürlich vor allem an Be Quiet, die uns diese ganzen tollen Komponenten hier zusammengestellt haben. Und ihr hört es, glaube ich, es spricht für sich selbst oder auch in dem Fall nicht. Hört ihr nichts. Es ist wirklich wahnsinnig leise. Also das ist wirklich ein gehaltenes Versprechen. Und ja, ich glaube, ihr könnt euch ab jetzt auf Cutting Edge Entertainment vorbereiten mit diesen beiden Monster-Maschinen. Allerdings, das gehört dazu, mit diesen beiden Maschinen bei Mara und mir im Stream werden diese Geräte. Oh ja. Also da werde ich. Ja. Ich werde bei Warcraft ganz rauszoomen, Freunde. Das wird ein Fest. Das wird richtig großartig. Ansonsten vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Haut rein. Und ja, wir sehen uns die nächsten Tage auf jeden Fall mit diesen Geräten hoffentlich in Funktion. Und falls ihr Lust habt, werde ich heute Abend noch ein bisschen Lich King spielen. Wrath of Lich King ist gerade erschienen. Und dann sehen wir uns vielleicht bei dir. Wie geht's da weiter? Freitag mache ich den Schnittstream wieder. Also was ins nächste Best-of reinkommt, das werde ich vielleicht dann auch schon mit dieser Maschine hier machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so alles läuft. Dann cool. Wird hoffentlich auch meine Webcam mal richtig funktionieren. Super, vielen Dank an euch, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut, vielen Dank an Be Quiet, dass das alles funktioniert hat, dass wir uns das zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an René, dass du dabei warst mit deiner Expertise, sonst hätten wir das in der Woche nicht geschafft, um ganz ehrlich zu sein. Macht's gut, Dankeschön. Ciao!